Hallo, willkommen zu einer Speedrun-Spielung. Erinnert ihr euch noch daran? Ich schon. Das ist ein bisschen her. Da hat jemand von uns Speedrun gemacht und wir haben dann darüber geredet. Johnny hat einen gemacht, der war von New Super Mario Bros. Und der hat super viele Views. Und jetzt haben wir einen. Wir haben letzte Woche ein Quiz aufgenommen. Ja. Mit Dashke. Und dann meinte er, ja, ich habe gestern übrigens von diesem wundervollen Spiel namens Gollum den Weltrekord aufgestellt. Ich habe Einen den Tweet sogar Weltrekord, geliked Leute. Das habe ich auch gehört, ja. Das heißt, wir haben in der Speedrun-Spelunke zum ersten Mal einen Weltrekord. Das lässt sich Morgi natürlich nicht entgehen. Nee. Ich hätte Egal gesagt, bei welchem vor allem auch Spiel. nicht dieses absolute fantastische Meisterwerk von Dedelic sehen zu können zum ersten Genau. Mal. Bekannt hat die Spiel wie Firmengeschichte Deponia und maßgeblich Ätna bricht geprägt. aus. Ja. Und dann kam das hier. Aber Auf ja, wir jeden haben. Fall, wie kam es dazu? Warum? Es kam dazu, ich habe eine Elden Ring Never Ending Challenge gemacht und habe gesagt, wenn ich sie verliere, dann werde ich Gollum eine Woche lang speedrunnen. Oh. Und ich habe kurz vor Ende verloren. Das war sehr traurig. Boah, du hast es sogar fast Oh. geschafft. Ich habe es fast geschafft, ja. Fazit war auf jeden Fall, dass wir dann anfingen, Gollum zu speedrunnen. Und nach der Woche habe ich festgestellt, dass ich knapp auf Platz 2 bin. Da habe ich gesagt, ja. Das verlockend. Das ist, ich könnte noch Platz 2 holen. Einen Tag später war Platz 2 und dann habe ich gesagt, naja, jeder Run kann jetzt Weltrekord werden. Also habe ich mir gedacht, wir holen den Weltrekord in diesem Spiel. Und ja, so Jetzt kam ist es es Sunken dazu. Cost Fallacy. Darf ich kurz fragen, ob du Zweiter von zwei warst, oder? Wie viele sind in der Kategorie? Aktuell sind 6 Leute. Ja, Also okay. ich wäre sehr glücklich, wenn wir mehr Runner hätten tatsächlich. Aktiv Runs jetzt 3, mit mir zusammen 3. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr die Konsolenversion habt, Weltrekord holen, denn wir haben jetzt eine neue Kategorie nur für Konsolen. Und noch kein Runner dafür. Und noch keinen einzigen Runner dafür, ja. Aber die Kategorie ist schon mal da. Was du meintest, ist, dass dieser Run sehr interessant ist, weil ich meine, dass die Sache, wofür das Spiel bekannt ist, ist, dass es sehr, sehr, sehr broken ist. Und das ist auch eine Sache, wo ich mir dann dachte, ich habe für einen Speedrun ist das, glaube ich, sehr wild. Das Interessante ist halt, also das Casual Playthrough in diesem Spiel macht gar keinen Spaß und der Speedrun ist sehr unterhaltsam. Also macht spielerisch sehr viel Spaß. Wir kommen Sehr später viel halt zu Klettern Sachen. bisher. Das ist immer super cool, wenn Spiele durch Speedruns besser werden, Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Also der Speedrun ist die beste Art, Gollum zu spielen tatsächlich. Und Ja. Gollum sollte ja eigentlich so ein Action-Stealth-Game werden. Es ist im Endeffekt ein Jump'n'Run. Ja, Mit mir siehst du gerade, klettern. du bist nur am Klettern und du folgst so einem Raben. Genau, richtig. Also ja, es werden auch gleich ein paar Glitches, die werde ich dann darauf eingehen, passieren, was so passiert nebenbei. Das Beste ist allerdings am Speedrun, dass dieses Spiel technisch so eine Katastrophe ist, dass der Speedrun leider nicht konstant ist. Also ihr könnt 100 Mal denselben Sprung machen und habt 80 unterschiedliche Ergebnisse. Oh, Frames und so. Das ist, ja, es ist sehr interessant. Also zwischendurch friert auch das Video ein. Das liegt nicht am Video, Das an der ist mir schon Aufnahme oder aufgefallen. so. Ich dachte Gerade, mir ne? schon, Es braucht hier liegt jemand einen am neuen Spiel PC? tatsächlich. Da wäre vielleicht die Nee, das. Konsolenversion eher was für dich. Ah, die Konsolenversion, ich denke mal, dass sie genauso sein wird. Aber ja, hier mache ich jetzt zum Beispiel einen Glitch, wo ich dreimal vom Checkpoint neu starte, um diese Orks da zu locken, denn normalerweise hat man hier so eine Schleichpassage. Aber die können wir skippen, indem wir hier einfach dreimal resetten und dann rennen die Orks hinter Muss einem man her. wirklich einfach nur dreimal resetten oder musstest du auf irgendwas achten? Du musst in einem richtigen Tempo dreimal resetten. Wenn du Okay. es zu schnell machst, werden die Orks woanders hingespawnt, dann kannst du die Passage aber noch weiter durchschleichen. Ich hatte das, wo wir beim Thema Konstanz sind, in einem letzten Run, dass sie mich hier oben trotzdem noch erwischt haben, obwohl kein Ork in der Nähe ist. Also eigentlich dürfen sie einen nicht mal sehen, sonst zählt es als erwischt und man resettet den Checkpoint. Und ja, hier ist. Der Anfang ist halt Oh. noch Au. recht Das ist unspektakulär. gerade die Bastion aus Wind Waker für mich Ich finde es so irgendwie. komisch, dreimal einen Checkpoint laden und auf einmal können die ja nicht mehr sehen, Ja, das oder? wollte ich auch fragen. Was? Wie funktioniert das? Warum? Ist das so eine Sache, dass irgendwie es leichter wird, wenn man die Stelle zum dritten Mal generell wiederholt und dass das irgendwie das dann die KI ein bisschen breakt? Ja, irgendwie, also. Ja, Dedelic hat viele Fehler eingebaut, die wir natürlich dann Okay, das ist nicht also nicht ablesen können. geplant. Nee, also ist absolut nicht geplant. Es ist nicht der Normalerweise weiße ist. Tanuki aus 3D Nee. Realm. Tanuki-Anzug, genau. Normalerweise ist es halt wirklich, dass sie dich sehen und sofort der Checkpoint neu geladen wird, weil du hier gar nicht gesehen werden darfst eigentlich in der Passage. Und Auf dementsprechend. welcher Qualität spielst du das Spiel hier in dieser Aufnahme? Ich spiele auf der niedrigsten Qualität. Okay, Also das okay. Spiel ist eigentlich natürlich wunderschön. Ja, wahrscheinlich. Ich Das denke, ist es sieht okay aus dafür. Also, es sieht wirklich in Ordnung aus dafür, Also dass sie es. haben sich mit den. Ich Ich muss meine, wir sagen, sind sie auch noch komplett am Anfang. Wahrscheinlich genau. wird das, je weiter man voranschreitet, dann weniger gut aussehen.
Nee, es ist tatsächlich umgekehrt in Gollum. Wir sehen sehr viel Mordor am Anfang und später kommen wir in schönere Gebiete. Also sie haben sich mit den Gebieten wirklich Mühe gegeben, so ist es tatsächlich nicht. Es gibt schöne Gebiete. Die kommen weniger zur Geltung auf jeden Fall in dem Speedrun durch die niedrigen Qualitätseinstellungen. Es glitzert auch viel, ich weiß nicht warum, aber vieles glitzert später, sehr viele Oberflächen. Und das ist magisch. Ja. Vielleicht dachten sie, sie könnten da ein bisschen coolere Lichteffekte reinbauen und es hat nur halb funktioniert. Vielleicht. Ja, auch, so nee, es ist auch so Stein und so. Übrigens, dieses Spiel hat dieses System, wo man entweder Gollum oder Smeagol-Weg gehen kann und sich entscheiden kann. Ich versuche hier natürlich dann immer die schnellsten Optionen zu machen, dass wir so wenig Text wie möglich haben und so schnell wie möglich durchkommen. Und ich kann euch spoilern, diese ganzen Optionen bringen euch am Ende absolut gar nichts. Was? Also, fragen. Egal wie ihr euch entscheidet im Laufe des Spiels. Nee, es macht nichts aus. Also es verändern sich manche Textlines von irgendwelchen NPCs. Aber das fällt dir natürlich nur auf, wenn du das Spiel mehrmals durchspielst. Was ist dieser Sound hier gerade? Ja. Ich habe die ganze Zeit so gerade so grinselig. Ja, ich auch. Soll das so oder ist das, oder hast du die Aufnahme? Nee, das soll nicht so. Ich weiß nicht, warum das gerade so grisselig war. Okay. Sehr gut. Ich höre es nämlich auch schon die ganze Zeit genauso laut die ganze Zeit, aber ich dachte, es liegt an mir. Ich auch, aber ich habe eben den Stream mal leiser gemacht und dann war es weg. Ich habe den neu gestartet, dann war es weg. Also nicht, also nur als ich den aus hatte. Ja, wir haben sehr viele belanglose Cutscenes. Also die Story ist natürlich sehr interessant. Wo befinden wir uns denn zeitlich im Herr-der-Ringe-Universum gerade? Drittes Zeitalter, nehme ich an. Also, wir befinden uns im dritten Zeitalter, ja. wir befinden uns, also Gollum erzählt gerade, in der Gegenwart sind wir gerade bei den Elben und Gollum erzählt Gandalf seine Zeit in Barad-dûr, wo er gefoltert wurde. Das ist kurz vor der Herr-der-Ringe, vor dem ersten Teil. Oder beziehungsweise ein bisschen am Anfang und die Zeit, wo Gollum da Gandalf Dinge erzählt, wurde er ja von Aragorn irgendwann gefangen genommen und dahin geschliffen. also ja, wir befinden uns auf jeden Fall jetzt gerade in Barad-dûr auf jeden Fall, kurz vor der Herr der Ringe oder beziehungsweise ganz am Anfang von der Herr der Ringe. Bevor er Frodo verrät. Bevor er die Beutlins verrät. Also hier ist der Teil, wo er gefoltert wurde. Schleicht man hier eigentlich oder... Nee, hier versucht man so viel wie möglich jetzt zu sprinten. Also es ist auch sehr viel. Okay, du musst hier also auch nicht schleichen. Er kann hier, warum kann er sich hier frei bewegen? Ein Gefängnis. Oder? Die anderen ja, also in Irland ist das hier ein Gefängnis und man geht jetzt so seinen Tätigkeiten nach. Ach so, das Ganze ergibt wenig Sinn, weil irgendwie Sauron ja möchte, dass Gollum den Ring findet, aber irgendwie war Gollum sehr viele Jahre dann hier. Auf jeden Fall, auch im Spiel. Und wir machen jetzt erstmal ganz langweilige Tätigkeiten. Wir rennen ein bisschen durch die Gegend. Gleich kommt auch der erste Out of Bounds Glitch dann dazu. Da war auch gerade ein Glitch. Vergehen Jahre? Keiner, der dir was bringt. Gollum war mehrere Jahre hier, ja. Und du auch. Ich auch. Gefühlt bin ich auch mehrere Jahre älter geworden. Es gibt auch Stellen wie hier, wo das Spiel dann einen einfach zwingt, langsamer zu gehen, weil das Spiel unbedingt möchte, dass man irgendwelche Textlines und liest. das ist öfter anstellen, dass man einfach komplett gezwungen wird, stehen zu bleiben und Texte zu lesen, weil das sehr wichtig ist anscheinend, dass man die liest. Ist denn die Story wenigstens cool? Nein. Also ist natürlich so zu beiden. Folge dem dünnen Mann. Ja, wir folgen nicht dem dünnen Mann, wir glitchen jetzt hier Out of Bounds. Oh, das erste Out of Bounds Glitch im Laufe des Runs. Um eine Passage zu spannen, um direkt hier runter in dieses Gehege gehen zu können. Ja, einfach durch. Das ist durch. Ein ganzes geladenes Level hier schon. Das ist ein ganzes geladenes Level, genau. Und hier. Ich muss aber sagen, die Umgebungen sehen halt wirklich schick aus. Ja, also ich bin. Sie haben halt versucht, definitiv die Vision von Tolkien in allem einzufangen. Und also ich bin immer noch. Es gibt positive. Das Spiel ist nicht ganz so scheiße, wie die Leute immer sagen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass sagen eher die Leute, die es wirklich gar nicht gespielt haben. Es ist nicht gut. Aber es ist nicht auf Kong-Niveau schlecht, sagen wir es mal so. Was für ein Niveau? Kong. Ja, yeah, Rise of Kong, was ja auch letztes Jahr kam. Das war wirklich... Naja. Hier sollen wir jetzt auf jeden Fall diese Boroks einsperren. Ist... Ja. Die was? Boroks, das sind die Viecher da gerade. Aus Bionicle. Genau. hier haben wir jetzt drei Cutscenes hintereinander auf dasselbe Tor, weil wir das halt alles ein bisschen falsch gemacht haben durch den Out of Bounds Glitch. Und die heißen wirklich Boroks. Oder bist du
in ein anderes Gebiet desselben Levels. Ich bin oben out of bounds, also in ein anderes Gebiet reingeklippt dann von demselben Level. Sonst hätten wir halt mehrere Minuten außen rum gehen müssen und das will man natürlich nicht. Weil Fully dachte, glaube ich, auch, dass es jetzt out of bounds im Sinne von... Also er hat sich gewundert, dass sein ganzes geladenes Level ist. Nee, wir sehen gleich auch ganze nicht geladene Level. Okay. Die dann sehr deep ins out of bounds gehen. Und ja, der erste Tag ist soweit sehr unspektakulär. Es gibt nicht wirklich viel zu tun, außer Lydia dem zu folgen, was wir gerade der erste müssen. Tag? Ich dachte, Gollum haut jetzt gerade ab hier. Nee, man arbeitet tatsächlich. Wir sind hier gerade angekommen. Das erste, ist der Arbeitstag, die Wildschweine einsperren. Der erste Tag, den wir hier haben. Hier ist es auf jeden Fall jetzt das Spiel auch ein bisschen verwirrt. Wir sollen uns eigentlich immer noch, wir haben jetzt gerade zwei Questmarker aktive, aber wir können einfach gehen, was ganz nett ist. Muss man die sonst normalerweise machen? Ja, sonst hätten wir jetzt halt dem dünnen Mann dahinterher gehen sollen und ganz viel mit dem reden sollen. Der hat ein bisschen was über die Lore hier und was hier so abgeht. Und ja, das haben wir halt alles geskippt. Aber hallo, weil Gollum, du out of bounds gegangen jetzt... bist, konntest du abhauen. Genau, richtig. Okay. Ich erzähle jetzt über die Lore und was hier so abgeht. Ja, nein. Ja, Gollum, ne? Nein, er hat das falsch verstanden. Er erzählt eigentlich über die Lore, die er bedient. Genau, soll. Über die Lore, die es hier so gibt in den Ländern. Ja, er heißt eigentlich nicht dünner Mann, sondern Sefud und ist eigentlich ein König. Es gibt gar keine Lore zu ihm, also er ist 100% von Dedelic. Also wenn ihr Ja. Einfach mal einen König dazu dichten. Ja, das kommt irgendwann das so random. So, übrigens, ich bin König, ich heiße Sefud und sowas. Und, aber es gibt gut, vielleicht gar nicht. Es gibt keine Lore zu dem, außer. Ja, aber vielleicht halt ist das auch nur seine Wahnvorstellung irgendwie. Dann fände ich es witzig. Die Leute folgen, also die Leute haben ihn hier auch, die Menschen als König auf jeden Fall anerkannt. Aber vielleicht hat er sich nur gut genug verkauft, also so wie Don Quixote in seinem Wahnvorstellung und Leute glauben es aber in dem Fall. Das ist cool. Oder er ist so eine Art Parasit, der die halt befallen hat und dann sind es in dem. Okay, jetzt wird's crazy. Das wird auf jeden Fall jetzt sehr deep, ja. Kommt hier später ein Balrog aus der Lava? Ich wünschte, aber nein, leider nicht. Okay. Also Bosskämpfe gibt es auch insgesamt einen einzigen. Klingt gut. Ich würde ihn nicht als Bosskampf bezeichnen, sondern als im Kreisrennen. Aber dazu kommen wir am Ende irgendwann. Oh, das Skip hat nicht geklappt. Ja, das war jetzt nur ein bisschen langsames Movement. Nee, und so seht ihr, die meiste Zeit sieht man halt so einen Sprintjump. Also man sprintet ein bisschen, springt, Stamina füllt sich ganz leicht wieder auf. Oh, hier ist eine der berühmten Stellen in diesem Spiel. Ich habe die Option verloren, nach hinten springen zu können. Ich weiß nicht, wieso. Ich durfte einfach nicht mehr nach hinten springen. Ich war komplett stuck an der Stelle. Also das kommt sehr oft. Der Rückwärtssprung. Man sieht unten rechts genau, Rückwärtssprung. Ah, da, ja. Ja. Jetzt ging es einfach. Jetzt geht. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Jeder Run ist einzigartig auf seine Art und Weise. Oh nein, das ist ja schrecklich, wenn man wirklich versuchen würde, Weltrekorde zu optimieren. Ja, es gibt Every also, copy. Dann ist irgendjemand eigentlich schneller als der andere, aber das Game hat halt Nein gesagt. Und dann die Sache ist, wir wissen, auf was wir es runterkriegen könnten, würden einer von uns einen optimalen Run hinbekommen, aber es ist technisch irgendwie nicht so richtig möglich, einen optimalen Run leider hinzubekommen. So aber, ist es aber immer. Interessiert, ja, das stimmt, aber was mich interessiert ist, wenn du einen Tars halt anwerfen würdest für das Spiel, würde der Tars das hinkriegen oder hätte der Tars dann genau dieselben Steuerungsschwierigkeiten? Wenn du richtig einen Tars machst, dann kriegt er das hin. Der Tars macht es ja nicht alleine, du planst ja jeden Frame, jeden Input und das wird ja dann innerhalb des Tars. Nee, ich verstehe von der Frage. Ja. Nein, weil du meinst, du konntest nicht rückwärts springen und wenn dann einmal so ein Fehler da ist, ne? Dann lädst du neu, bis er nicht mehr kommt. Genau. Ja, aber ich finde es trotzdem witzig, wenn die gleichen Probleme halt anzutreffen wären. Also ein Task kann es auch nicht konsistent gut, sondern da kann auch Stuff passieren, wie zum Beispiel die Frames dann plötzlich länger als im Run davor. Genau, richtig. Aber du hast ja dann für Task immer die Möglichkeit, alles neu zu starten. Von ja, aber das... Naja, klar. Ja. Das hast du aber im echten Leben ja auch. Ich lade auch immer neu. Wir sehen übrigens unten links nochmal kurz zu den zwei Zeiten da unten. Wir haben einmal die echte Zeit und einmal die Ingame-Zeit. Wie bei vielen Computerspielen dann halt in Speedruns werden die Ladezeiten rausgecuttet, deswegen bleibt der Timer zwischendurch stehen. Und die sind gar nicht so kurz hier, ne? Nee. Also auf Konsole sind sie noch länger, so wie ich es mitbekommen habe. Muss ja das ganze Gefängnis laden. Ja. Ja, teilweise sind die Gebiete recht groß. Also in der Game 2 hat ja auch eine Doku gemacht zu diesem Spiel, zu Dedelic. Und anscheinend waren die Gebiete mal doppelt so groß teilweise geplant, also... Oh Gott, nein, wenn ich sowas höre, das ist immer... Ja, große gruselig. Gebiete sind selten die spaßigen Gebiete. Ja. Ja. Was ist gerade der Plan?
Der Plan ist, wir sitzen hier und warten, weil das ist eine richtig tolle Stelle. Der Ork da vorne ruft Nummern, also ruft die Leute auf und die sollen ihre Nummer sagen. Gollum muss seine Nummer nicht mehr sagen, der vor uns auch nicht. Gott. Wenn man hier zu weit rechts geht, softlockt das Spiel übrigens aus irgendwelchen Gründen. Es gibt ganz viele Stellen, wo man nicht stehen darf, weil das Spiel sonst softlockt. Und wow. Hier ist so eine Stelle, wenn du zu cool. weit nach rechts gehst, dann ja, geht's nicht mehr weiter. Ist einfach Ende, du musst den Segment neu starten, ist ein ganz komischer Fehler. Also und ja, man kann sich dann nicht mehr bewegen, oder? Ja, yeah, es ist komplett stuckt. Also du kannst noch ins Menü, du kannst noch neu starten, aber du bist so an der Position stuckt. Komisch. Das sind so die Sachen, die wir aktuell immer Stück für Stück mehr rausfinden. natürlich hoffen, irgendwo neue Glitches zu finden oder so, dass wir irgendwann Gens ab 2 Stunden kommen können. Aber ja, dafür brauchen wir mehr Leute, die Lust haben, dieses Spiel zu runnen. Ihr 6 wir enden den das. Tag am Fenster, das klingt doch entspannt. Ja, wir sind also 2, die aktiv zurzeit sind. Einer, der halb aktiv ist. Und ich wollte gerade fragen, willst du aktiv dabei bleiben? Ich werde auf jeden Fall aktiv weitermachen, weil die Sache ist, meine Sum of Best ist aktuell eine 2 Stunden 15 Minuten, was eine Viertelstunde unterm Weltrekord ist. Und selbst das ist nicht, also die optimierteste Sum of Best, die wir zurzeit haben, ist 2 Stunden 8 Minuten von dem anderen Runner, dem Kiri. Und wir wissen halt, also wir könnten 2:15 ist unser Hauptziel aktuell. Also der Run ist halt weit davon entfernt, optimiert zu sein. Man sieht mich auch sehr viele Fehler hier in diesem Run auf jeden Fall noch machen. Und ja, ich bin optimistisch auf jeden Fall irgendwann vielleicht den unter 3:20 oder 3:15 zu kriegen. Das wäre schon cool auf jeden Fall. Damit meinst du 2:15? Ja, nicht 2:15. Aber mal schauen. Weißt du eigentlich, wie viele Runs du insgesamt gemacht hattest, bevor du... Also wenn du das bei Livesplit deaktiviert hast, den Run-Counter, dann werde ich aber sauer sein. Nee, das Problem, ich habe nicht den richtigen Run-Counter drin, ich habe den Run-Counter drin, der abgebrochene Sachen zählt. Ich müsste irgendwann mal gucken, ob ich den im Hintergrund irgendwo laufen habe, der abgeschlossene Runs zählt. Abgebrochene Runs habe ich 100 auf jeden Fall. Das hatte ich gestern noch gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie viele abgeschlossene Runs. Nicht viele, tatsächlich. Vielleicht 15 oder so. 15, das sind dann trotzdem 15%, die abgeschlossen sind. Inwiefern ist das nicht viel? Ja, also ne, ich weiß nicht, wie viele Runs also, ich eigentlich... Also er hat 15 Mal Gollum durchgespielt. Ja, also. Sogar öffentlich, ich habe sie einmal casual durchgespielt. Ich stelle mir halt wirklich die Frage, das muss man sich erstmal antun. Wie viele Spieler es weltweit gibt, die so oft Gollum durchgespielt haben? Ja. das ist also, niemand. Ich glaube, alle sind auf dem Gollum-Speedrun-Discord, die es so oft durchgespielt haben. Oder natürlich gibt es in diesem Spiel ein wunderbares Achievement für Platin-Trophäe, dieses Spiel nur Death zu schaffen. Das finden Leute nicht so gut. Ich habe dafür eine Zeit lang ewig irgendwie Videos und Empfehlungen gehabt, dass die Platin super Müll ist und ich vermute, dass das Problem daran. Ja. Hier gehen wir übrigens zurück und laden ein anderes Areal, um dann den Checkpoint neu zu starten. Ihr seht auch nach der Passage, die jetzt kommt, warum gleich, weil jetzt kommt gleich das erste große Out-of-Bound-Segment. Kannst nicht erwarten, dadurch zu kriechen. Ja, sehr spannend. Durchkriechen ist immer cool. Nee, und von daher, ja, also ich habe jetzt aktuell, ich glaube, 115 Stunden oder so in dem Spiel auch erst, was ja recht wenig für einen Speedrun dann natürlich auch ist, ne? Also wir sind weit davon entfernt, alles optimiert zu haben, wenn jemand Interesse hat. Bitte, bitte. Ich fange an. Ja, bitte. Hast du eigentlich selber ein paar Glitches gefunden, die dann in einem Run jetzt drin sind? Ich habe ein paar Movement-Tags gefunden auf jeden Fall. Ich habe einen Out-of-Bounds-Glitch gefunden, also ein schnelleres Setup für einen Out-of-Bounds-Glitch, den ich nicht mache in dem Run, weil das zu dem schwersten Trick im Run führt, den niemand machen möchte, weil das Problem ist, du bist in einem Areal, was komplett unsichtbar ist, nichts ist geladen und du musst einen absolut fast pixelpräzisen Jump machen, um dieses Areal beenden zu können. Aber du weißt natürlich nicht, wann du irgendwo runterfällst und in der endlosen Leere landest, währenddessen dich noch Orks verfolgen können. Und das ist so nervenaufreibend, dass man da gar keine Lust drauf hat. Das klingt schon sehr ätzend. Klingt ein bisschen, als wärst du ein Feigling, ehrlich gesagt. Hallo. Ja, eigentlich schon. Oh, guck mal, da ist nichts. Ja, da ist einfach nichts, ne? Schön. Okay, also das wäre doch kein Softlock, sondern ein Hardlock, oder wie? Ist es nicht geladen worden, oder was?
weil ich das Gebiet anders geladen habe, als das Spiel es sich eigentlich dachte und diesen Checkpoint neu geladen habe, wurde es jetzt quasi entladen, so gesehen, an der Stelle. Und weil was da euch jetzt nicht geladen ist, sind dann irgendwelche Türen, die sonst sich öffnen würden und Gegner oder was ist jetzt? Ja, und Wände und sowas, also quasi ganz viele, das ganze Environment wurde einfach nicht geladen, aber wenigstens die wichtigen Sachen hier, wie der Kriechtunnel, ist dann halt einfach noch da. Also ganz convenient, der Hebel und die Tunnel sind einfach da, genau das, was du brauchst, um voranzukommen, aber der genau, ganze Rest, der dich davon abhält, ist weg. Ja, der ganze Rest interessiert mich nicht. Wenn man hier übrigens runterspringt, kann es sein, dass man den Run resetten muss nach knapp 20 Minuten, was sehr traurig ist. weil das Spiel sich dann halt einfach hier diese Tür geschlossen lassen kann, wo ich jetzt durchgehe. Und wenn die geschlossen ist, kommt ihr nicht mehr weiter. Dann ist halt Ende. Dann ist halt Softlock und ist ein gemeiner Neustart. Hier kommen übrigens die ganze Zeit so bräunliche Bubbles raus. Die können einen One-Hitten, by the way. Warte, ist es ein Softlock? Oder? Ja, es ist eigentlich so gesehen, man kann das Spiel halt noch weiterspielen, ich könnte das Level neu starten, also so gesehen ist es ein Softlock. Oh, okay. Casual Playthrough. Aber es wäre ein Run-Resetter. Genau, richtig. Du bist fast gestorben, oder? Hast du gerade Fische gegessen? Ich habe gerade, die Anzeige sind Fische, weil Gollum einmal über Fisch geredet hat. Nee, er hat sehr grafisch den Fisch gegessen im Film. Ja, yeah, das ist so sehr grafisch und zart. Deswegen, also man sammelt Insekten und sowas ein als Essen. Hier habe ich das gegessen, weil ja diese Blasen unglaublich viel Schaden machen können, bis hin zu, dass sie die ganze Lebensleiste mit einem Schlag abziehen. Irgendwie ist das auch immer ein bisschen random. Ne, die war gerade dreiviertel weg, ne? Ja. Und ja, jetzt seht ihr auf jeden Fall gleich den Zephut, den dürren Mann, wie er etwas nicht weiß, was er tun soll, nachdem ich hier zwei Cutscenes skippe. Geht es um Land zu regieren oder so? Wenn ja, dann habe ich die Vermutung gewonnen, dass er am Land mit. Er regiert auf jeden Fall, er dreht sich um und läuft straight in die Wand rein. Und okay, wir müssen jetzt aufgeben, Skelett. Bei ihm bleiben, weil das Spiel möchte, dass man seine interessanten Dialoge erst zu Ende, seinen interessanten. Warum läuft er in die Wand? Ist das immer so oder weil du komisch alles geladen hast? Das ist meine Schuld, weil wir alles ein bisschen in einer sehr falschen Reihenfolge gemacht haben und das Spiel ein bisschen verloren ist an dem Punkt. Ich glaube, der war bei. Vorher bei Fully zu Besuch und Fully hat ihm direkt 2-3 Tassen Kaffee mehr eingeschenkt, als er vertragen kann. Wahrscheinlich, deswegen zittert er aus. Fully würde seinen Kaffee nicht hergeben. Warum nicht? Braucht er selber. Ja. Aber ja, das war einer der vielen Texte, die man abwarten muss, bevor man progressen darf. Und ja, das hier ist jetzt ein Part, den man halt mit einem... Der Klappermann? Der Klappermann, Tage später. So nennen sie den Fahrstuhl hier, weil, halte ich fest, er klappert. Mann. Nein. Und hinter dem Ork, den man da gerade im Hintergrund sieht, könnte man out of bounds gehen, runterspringen, einen super präzisen Jump machen und dann einfach das ganze Segment hier innerhalb von unter einer Minute machen. Das wenn im Dunkeln. Das Leben perfekt laufen würde. Und wie lange dauert das ohne den Skip? Knapp 4 Minuten, 4,5 Minuten. Also kommt drauf an, wie gut man durchkommt. Guter Safe. Ja. Ja, es wäre ein guter Safe, aber wie gesagt, es macht keiner, weil es keine Runner gibt. Nein, es macht keiner, weil es ist ein unglaublich ätzender, präziser Sprung und im Endeffekt versucht man mehr Zeit, diesen Glitch zu schaffen und verliert dadurch viel Zeit, weil ja, es zu schaffen ist schwierig. Hier auch wieder so eine spannende Stelle, wo wir nur nebenbei herlaufen. Immer die macht einer den Sprung und dann haben alle keinen Bock mehr auf den Run. Ich meine, eine Sache, wofür ich das Spiel loben muss, ist, dass man in der Tat dann gleich Geschwindigkeit laufen kann wie die Person, der man hinterherläuft. Oh mein Gott. Ja, hast du es in wie vielen Spielen das nicht geht? Das nervt mich so sehr. Das ist das Schlimmste. Die Sache ist so seltsam, dass sie das nicht anpassen. Man kann ihn überholen, indem man springt, aber er bleibt dann einfach stehen. Und dann muss man zurücklaufen, damit er mitläuft. Wenn du nicht interessiert bist, dann geht er auch nicht weiter. Ja, das ist so der gemein bei den NPCs hier, weil du kannst ganz viele einfach von denen wegrennen, aber sie bleiben einfach stehen. Das ist, und du musst ihnen dann folgen. Gollum, hallo? Hallo, ich wollte noch was erzählen. Hallo, wo bist du denn? Kommt bestimmt Gollum, nicht wieder. Gollum, lass mich doch mal zu Ende. Gollum ist nicht da, das ist Smeagol. Und es ist quasi nicht nur Blut, das ist schon, aber es ist das Mormak. Und wir kommen gleich noch Smeagol. Nein, Uli, du sprichst auch immer alles auf Englisch aus. Evil Sneagle. Okay. Ich habe eine Lore-Frage mal. Ja, Gol. Ich habe gestern das Silmarillion beendet, ich weiß jetzt alles. Ich meine, ich weiß nicht, wie das im Buch genau mit ihm beschrieben war, aber
im Film ist es ja zumindest so, dass er nicht wirklich mehr Haare auf dem Kopf hat. Ist es irgendwie so, dass wenn auch sowieso hier viel Zeit vergeht, dass wir am Ende dann einen Gollum ohne Haare haben? Perfekt für quasi... Weißt du, schön die Connection schließen, den Kreis schließen? Leider nicht. Das ist ja cool, wenn er bleibt. Es gibt bei den Spielen in grafischen Optionen tatsächlich einen Punkt, der nur die Haare einstellt. Die Physik der Haare. Das stimmt, ja. Oh, haben wir ein paar Fans von den Nvidia Hair Physics? Ja, danke. Hier hat man übrigens doppelt so viel Stamina wie sonst für diese Fluchtpassage und oder mehr als doppelt so. Das ist die einzige Passage, wo sich das Sprinten in diesem Spiel richtig anfühlt übrigens. Also ich habe so das Gefühl, dass das ursprünglich irgendwie mal das richtige Stamina war. Weil normalerweise kannst du echt nicht weit sprinten und es dauert immer sehr lange, sich zu erholen. Und hier fühlt sich richtig an. Wenn man diese Einstellung der Stamina irgendwie mitnehmen könnte in den Rest des Spiels. Ja, das wäre ein Traum. So. Das wäre der Traum wäre das. Gamechanger auf jeden Fall. Ich frage mich, was sie sich eigentlich generell dabei dachten, ein Spiel über Gollum zu machen. Das wollte ich vorhin schon ansprechen, aber ich dachte... Die Sache ist, ich finde, also Gollum ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon über 400 Jahre alt und Gollum hat schon eine interessante Geschichte. Also ich finde, grundsätzlich kann eine Geschichte mit Gollum und Stelzen funktionieren, aber sie hat hier leider nicht so funktioniert. Ich finde es eine super wilde Idee, ein Spiel einfach rein über Gollum zu machen. Nicht als Passage oder irgendwie so, sondern... Die hätten mal eins über Bilbo machen sollen. Ja, vielleicht waren die in den Verhandlungen da mit Herr der Ringe und so und dann kam einer an und meinte dann, ja, wir haben eine gute und schlechte Nachricht. Hier ist übrigens der, muss kurz einwenden, der Skip, den ich gefunden habe, also das schnellere, wenn ich irgendwann auf der Kerze lande. Das ist der schnelle Die. Was? Für Dashke, der schnelle Die. Ach so, der schnelle Die, ja, so nennen wir das alle. Wir sitzen dann immer und, oh, der schnelle Die. Eigentlich war das ein ewiges A-Spammen, bis man endlich rauskommt und so. Ist es das nicht mehr? Ich glaube, ich bin hier runtergefallen. Oh, extra, nein. Weil ich den Glitch nochmal machen wollte, so gerne. Aha. Ich wollte es euch besonders gerne zweimal zeigen. Okay, so ich gerne. Pass genau extra gut auf. Achso, um meinen Satz noch kurz zu bringen, ja. Gute und schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ihr kriegt Herr der Ringe Lizenz. Die schlechte, ihr kriegt nur Gollum. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, die wollten spezifisch Gollum machen. Sie haben ein anderes Studio angefragt. Hey, habt ihr jetzt für ein Herr der Ringe Game? Und das Studio hat wohl gesagt Gollum. Aber dieses Studio hat halt gar nichts dann insgesamt, außer mit der Idee, mit dem Weiteren zu tun. Die stehen auch in den Credits drin. Die haben uns die Idee gegeben. Ich mag den Sprung hier. Stell dir vor, du stehst bei dem Spiel in den Credits, als du hast die Idee gegeben. Ja. Die ist ja noch okay. Ja, die Sache ist halt... Nee, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Gollum ist so schlimm. So oder so kein... So eine tolle Stelle. Gollum hat sich einfach... Ich finde die Idee cool. Ich finde es so seltsam für so ein Spiel. Wer will Gollum spielen? Aber guck mal, zu dem Spiel passt Gollum auf jeden Fall besser als Bilbo. Weil Bilbo sich hier nicht so rumhangeln. Ja, eben, also... Ja, ich finde, wie gesagt, auch Klettern und Schlagen... Also, das Problem aber ist, Maeve, dass dieses Spiel halt ein sehr starkes Jump'n'Run... Wir haben jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Passagen geskippt mittlerweile, die alle Jump'n'Run sind. Also, es ist halt nicht das Stealth-Game, was man sich so wünschen würde. Hobbits sind natürlich auch sehr gut im Schleichen. Das sollst du nicht vergessen. Stimmt. Für die Schleichpassage. Deswegen weißt du auch noch gar nicht, dass sie überhaupt existieren. Mit beiden. So gut schleichen die. Schleichen tut Bilbo und Jump'n'Run macht Gollum. Hier ist übrigens der schlimmste, also für mich mittlerweile schlimmste Part im Run, die Hallengrunds. Denn hier kommt ein relativ pixelperfekter Sprung, von dem Gollum dann aus nochmal weiterspringen kann und den trifft man sehr oft nicht und Gollum hat übrigens das Spiel den großen Fehler, dass wenn man irgendwann Checkpoints neu lädt, es irgendwelche random Lines behält, die Gollum sagt, sobald er wiederbelebt wird. Im Speedrun ist es die Wörter die Geister und bei jedem Reset hört man hier die Geister, die ja, Geister. Hat er gerade gesagt. Ja. Und das hört man den ganzen Run über sehr oft. Also für mich ist es mittlerweile ein Running Game, weil man hört, keine Ahnung, bestimmt 20, 30 Mal die Geister im Laufe des Runs. Und das bleibt erhalten. Und es gibt da sehr viele Lines, die sich irgendwie abspeichern. Hier ist halt auch ein neues, schweres Out-of-Bound-Segment, was gefunden wurde. Das ist ein Jump'n'Run hier. Ja, ich glaube, ich habe den Sprung. Hab ich den? Nur so hast du deine eigene Plattform. Das ist halt ungeplant, Jump'n'Run. Oh, die Lampe da unten sieht richtig gut aus. Fully, wie gefällt dir das gerade? Oh, also ja, die Umgebung so sieht halt wirklich gut aus. Was hältst du von denen, Nether? Ich mag die, also wie gesagt, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Das ist, muss man halt nahtlos anerkennen. Das ist halt, es wird später auch noch wirklich hübsch. Also es hat wirklich Stellen und Moment. So es hat auch gute Ideen zwischendurch.
Also das Konstrukt sieht auch richtig cool aus unter dir. Ja, das ist Grond. Es macht dir übrigens gar keinen Spaß, drauf rumzulaufen, weil die Hitbox ist sehr klein und soll man jetzt mal Fully Gäste in Minecraft sehen nicht sollen. Nein. Okay. Ich gebe damit halt einen gigantischen Part. Ja, das finde ich hier nicht schlimm. Minecraft ist irgendwie das einzige Videospiel, was ich kenne, was meine Höhenangst triggert. Er ist immer geschlichen. Ja, ich weiß nicht, warum Minecraft das tut. Kein anderes Videospiel, was ich kenne, Minecraft tatsächlich Angst hat, sein Stuff zu verlieren. Also hier war jetzt nicht so schlimm. Hier ist ja ein Respawn einfach. Nö, das war mir komplett egal. In den meisten Videospielen ist es mir komplett egal. Minecraft ist so eine ganz komische Ausnahme. Hast du bei Minecraft nicht das Field of View geändert? Nee. Ich denke mal, weil du... Nee, ich mag das nicht. Diese Passage hier ist sehr langweilig. Man kann nichts machen und ich habe hier einen wunderbaren. Dieser Käfer kommt. Das ist das wunderbare Gollum Emote Pack, Leute, wo ihr 6 unique Emotes für Gollum bekommt. Das werden wir hier ein bisschen durch, weil man nichts weiter machen kann als warten an der Mit Stelle. Emote Pack meinst du, ist das DLC? Das ist DLC, ja. Ich habe nicht nur die Premium-Version von Gollum gekauft, das? Ja. Das Emote Pack im Sale, glaube ich, 3 10. Euro. Oh, nee, oh mein Gott. Und nee, die Sache ist. Das die ist Sache nicht Premium Pack, ist, oder was? Im Premium Pack sind die Emotes nicht enthalten. Die muss man sich extra kaufen. Und was okay, mit der Game of the Year Edition? Es gibt die nicht in irgendeinem Variant. Das da Game kostet Boss 50 Cent. Ja. Ein so ein Ding, 50 Cent. Ja. ja, das war. Das sind 6 spannende Emotes. Sind, glaube ich, 5, wo Gollum einfach hat 15 Mal durchgespieltes Spiel. Das heißt, da lohnt sich dann schon die 50 Cent für. Nee, da werfe ich ja eher mal so ein 50 Cent Ding in so einen Kran, um so ein Kuscheltier von Gollum zu bekommen. Das also lohnt sich alleine, um sie euch gerade für 1,50 im Angebot. Das ist günstiger, als ich es gekauft habe. Ich habe es für 2,09 Euro, glaube ich, gekauft im Angebot. Aber Gollum ist allgemein jetzt gerade für 15 Euro, glaube ich, im Sale. Also noch günstiger als... Ja, also, ne, wenn jemand das sieht und sich denkt, oh mein Gott, ich möchte auch diesen Speedrun machen, bitte. Oh mein Gott, das Spiel ist 70%. Wir bitten euch. Reduziert. Vielleicht inspirieren wir wirklich Leute dazu. Die haben es für das erste halbe Jahr aus irgendwelchen Gründen gar nicht reduziert. Die haben ewig gebraucht, bis sie es günstiger gemacht haben. Ja, wahrscheinlich haben sie noch gehofft, dass sie noch, da, irgendwas noch rausholen können. Wir sind übrigens immer noch dabei, die Flucht vorzubereiten. Ja. Das ganze Spiel ist insgesamt, wir fliehen erst aus Mordor. Was mit den Ecken? Das ist extreme Hitze, okay. Ja, es ist jetzt extreme Hitze, wir können nicht mehr sprinten. Aber Springen geht immer noch schneller, es wird gleich noch heißer. Ist Springen schneller als Sprinten? Ein Springen ist auf jeden Fall schneller als normales Gehen, weil man wird hier gezwungen, sehr langsam zu gehen. Für Sprinten hat man keine Ausdauer. Genau, richtig. Aber, nicht hier, sondern auch vorher im Spiel habe ich mich gefragt, ob du springst, weil du keine Ausdauer mehr hast oder was schneller ist. Nee, das hatte ich ja vorhin. Also dieses Sprintjumpen ist halt so die schnellste Fortbewegungsmechanik. Das heißt, du hast halt immer ein bisschen Boost beim nach vorne sprinten und springst. Dann wird sich ein bisschen Stamina wieder aufgefüllt, wenn man es richtig macht. Und das aber wenn du jetzt keine Stamina hättest, würde dann Sprinten am schnellsten sein? Sprinten an sich wäre das schnellste, ja. Okay. Aber das Stamina ist halt leider so schnell leer, also du kannst halt so vielleicht 2 Sekunden sprinten. Und deswegen ist der Sprintjump auf jeden Fall die optimalste Methode aktuell. Klingt aber spaßig, also Sprintjump ist aber glaube ich spaßig, oder? Zu spielen. Das Movement allgemein in dem Spiel ist ganz spaßig, also ich bin wirklich addicted aktuell. Ich hätte nicht gedacht, dass mir der Speedrun wirklich Spaß machen würde. Weil ich dachte vorher, das wird ein reines, man läuft überwiegend durch die Level, es gibt ein paar Skips vielleicht und das Größte wird Cutscene skippen und das war's. Aber nee, ich bin überrascht, wie sehr viel Spaß der Speedrun. Der Speedrun hat halt sehr viel Variety an Glitches, Skips und Movement-Technik, Tricks und sowas. Das ist schon ganz cool. Also, und man überspringt viel anstrengende Passagen vermutlich auch. Ja, das ist das Coole daran. Man hat das Gefühl, so ein Spiel, was eigentlich irgendwie billig ist oder sich schlecht anfühlt, so für einen selber zu optimieren, das macht irgendwie Spaß. Ja, es gibt auch später zum Beispiel eine Passage, wo mehrere Minuten ein Gespräch ist und man versucht sich während dieses Gespräch läuft rauszustealthen. Das geht, ich glaube, ich hing da 15, 20 Minuten in meinem ersten Playthrough. Diese Passage macht man in ungefähr 50 Sekunden, weil es gibt eine Tür und man kann einfach über der Tür, ist keine Kollision an der Wand. Man kann einfach über die Tür drüber springen und aus dem Level rausgehen und ins nächste Level gehen. Das ist mein Lieblingslevel geworden. Weil das ist so ein starker Skip dann insgesamt und es gibt viele Segmente. Wir skippen zum Beispiel eine Crash Bandicoot Passage später leider, komplett. Die kommt hier leider nicht vor.
wo man wie bei Crash Bandicoot so ein Fluchtlevel hat, wo man nur hier von einer riesen Spinne weggeht. Ausgerechnet! Ja! Und zur Kamera hinläuft, ja. Deswegen sage ich, sie haben spaßige Ideen tatsächlich drin gehabt, aber das skippen wir auch komplett. Also das ist gar nicht im Speedrun drin zum Beispiel. Sonst würde die Passage 14 Minuten dauern. Sind das Krogfässer? Und so dauert sie 2,5. Das war Resident Evil 4, Morgi. Da wurde die auch rausgeschnitten. Wow! Die Cutscenes sind übrigens alle sehr... Es sind Cutscenes. Sehen wir die eine Cutscene, die 2 FPS hat? Welche Run? Von den ganzen? Also, wenn man sie skippen kann, dann skippt er sie. Ich habe ja öfter mal in seinen Streams reingeguckt und irgendwie, ich glaube, Richtung Ende des Runs oder so gibt es so einen Sprung, wo du meintest, das ist die beste Cutscene des Spiels. Ja, die hat 2 FPS. Aber ich habe überlegt, ob ich es drin lasse oder nicht, weil die wirklich hässlich ist. Die ist wirklich hässlich und Gollum da komplett komisch aussieht. Aber nee, ich habe sie, hier sieht Gollum auch komplett komisch aus. Ja, ich habe übrigens die falsche Option gewählt. Also man sieht, ich starte immer mit Gollum-Antworten und dann hat man unten den schwarz gefärbten, also den Gollum-Kopf und den Smeargold-Kopf gibt's ja. Und dann hatte ich keine Ahnung, wenn du einmal raus bist, was sind die anderen Optionen? Keine Ahnung. Und ist das irgendwie wichtig oder ist das nur um den Text? Nee, es ist nur, um schneller durch zu sein. Also, ja. Also. Hier ist auch wieder eine der berühmten Stellen, 2 NPCs führen ein Gespräch und man wartet die ganze Zeit, dass sie irgendwie sprechen. Man verbringt ziemlich viel Zeit in diesem Fahrstuhl. Ja, das ist, wir verspringen später auch nochmal. Bist du von Dark Souls? Wir sind später, wir haben eine Minute 20 Sekunden Gondelfahrt später nochmal, wo Gollum einen kompletten Monolog führt. 1:09. Okay. Ja, okay. Was für eine Gondel, eine schwimmende oder eine hängende? Das ist eine hängende Gondel. Hier kann, glaube ich, na gut, in Lava könnte man. Boah, hier guck dir den Boss da an mit seiner Keule. Ja, die Rüstungen sind auch alle sehr komisch in diesem. Also, das Rüstungs- oder generell die Outfit-Designs sind alle irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, der Links trägt nur einen Schlüpfer, also der war einfach ja, das gehalten. Das ist sehr cool. Lüber. Das ist der dürre Mann. Das ist der König. Nee, das war der Ort. Der Sephiroth ist gerade weggegangen, ja. Der dünne Mann hat auch nur eine Unterhose an, das stimmt. Den haben wir jetzt. Ist ein König gebührt. Wir haben den. Man hat dann die Wahl, möchten wir den in den Tod schicken oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich die Wahl hat. Moment, aber hier haben wir ihn jetzt auf jeden Fall verraten und in den Tod geschickt. Der König ist tot? Ja, lang lebe der König. Lang lebe der König. Sieht man das oder haben wir das jetzt einfach verpasst? Nee, er ist einfach hinter uns in die Gondel gestiegen, aus der wir ausgestiegen sind und das war's. Das ist das letzte Mal, dass wir mit Sephiroth Kontakt hatten. Tja, Gollum ist jetzt König. Von dem Königreich. Gollum wäre gerne König, das sagt er auch in diesem Split. Er sagte nach dem Motto, ja, wir hätten ja auch den Ring behalten und über alles herrschen können. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Gollum folgen würde. Das klingt dafür irgendwie auch gar nicht passend zu seinem Charakter. Vor allem Gollum wird ja nicht mal wirklich nennenswert stärker durch den Ring. Nee, er wird unsichtbar. Und das, also, wenn du schwach bist, wirst du ja unsichtbar und wenn du Macht hast, dann wirst du mächtiger. Das ist ja so das Ding irgendwie dabei. Und Gollum wird halt auch einfach nur unsichtbar. Er spricht ja selber an, dass er auch nur unsichtbar wird irgendwann. Und ja. Oh, hier ist ein astreiner Witz. Was sind 150 Untertanen pro Woche? Zu wenig. Das ist. Hat es gerade gehangen oder war es nur bei mir? Ja. Bei mir hat es auch gerade gehangen. Okay. Das ist ein astreiner Joke. Und ja, wir brüten jetzt Orks, Leute. Wir gehen schön Orks züchten. Züchten! Das wäre auch eine gute Line, die hängen bleiben könnte, oder? Ja, das wäre eine wunderbare Line, wenn sie bleiben würde, aber das tut sie leider nicht. Wie züchtet man einen Ork? Hier sind es gleich diese wunderbaren Becken, in die wir einfach Futter reinschmeißen. Das war diese rote Pampe, die wir vorhin gesehen haben. Was waren das nicht Urukai, die da rauskamen? Kommen Orks überhaupt daher? Nee, hier werden es quasi tatsächlich nur die Orks erstmal sein. Urukai waren doch so unter von Saruman. Bäumen, oder? Ja, die waren von Saruman. Haben Orks sich nicht normal vermehrt? Ist die Geburt von so einem Ork nicht so voll inszeniert im Film? Wie der so aus dem Schrein raus... Nee, das ist ja Urukai. Ja, das war Urukai. Achso, deswegen. Ja, deswegen dachte ich, die kommen aus dem Schlamm, irgendwie aus unter Bäumen, weil die haben Bäume ausgerissen dafür. Im Film meine ich. Aber... Nee, die haben sie verbrannt. Für die Schmiede. Ja, viel Feuer gebraucht im Film. Ja, ja. Nee, hier sieht man, auch übrigens, wenn man hier den sich Gollum bewegt, kann es sein, dass man auch softlockt. Hinter uns sind gerade ein Haufen NPCs, also ein Haufen 4 Stück. Wofür hast du das Emote Pack überhaupt gekauft, wenn wir jetzt einfach nur so dastehen? Die Sache ist, in Dialogen darf Gollum keine Emotes machen. Was soll das denn? Oh mein Gott.
Das kein heißt, Wunder, dass es so von der Presse aufgenommen wurde. Ich mag den der übrigens seine Line jetzt. Kein Wunder, dass es sich nicht verkauft. Der hat eine wunderbare Line. Ja, da sehe ich mich. Ich komm mit hässlich. Ich liebe ihn. Ich finde übrigens, also wir haben ja den deutschen originalen Gollum-Synchronsprecher und ich finde auch die Orks. Also ich finde die ganze Synchronisation eigentlich ganz gut. Insgesamt finde ich die sehr stimmig im Deutschen, im Englischen ist es halt weniger stimmig auf jeden Fall und ich mag die deutsche Synchro insgesamt ganz gerne. Das ist einer der drei Fragezeichen. Das kann sein. Ich wollte gerade sagen, also die Synchro ist ziemlich gut, vor allem die von Gollum, die ist sehr nah an dem Film dran, aber das ist halt derselbe Sprecher ist. Ja. Und im Englischen ist es halt nicht. Und diese roten Becken hier, wo ich jetzt gerade extra reingefallen bin, um sie euch zu zeigen, da sind die Baby-Orks drin. Da werden die gezogen und da schütten wir halt das Futter rein. Das ist das Mormark. Danke, dass du reingesprungen bist, um uns das zu zeigen. Ja, ich dachte mir, ihr wollt wirklich gerne die Baby-Orks sehen. Die sind echt schön. Was ist das überhaupt für eine Grütze? Mormark. Ist das Mormark? Hallo? Dankeschön. Das ist Fütterungszeit. Ich mag übrigens die sehr low-poly-Futterstellen hier. Ich wollte gerade sagen, waren das einfach nur Sphären, die ein bisschen zertrümmert wurden? Also wenn du es auf höchsten Einstellungen spielst, dann erkennen wir noch, dass das was Fleischiges ist, aber hier leider nicht. Ja, man darf halt nicht vergessen, wir spielen auf niedrige Einstellungen. Wobei ich sagen muss, ich finde die Welt eigentlich ganz gut gemacht, Charaktere nicht so gut. Also mir gefällt die gar nicht. Ja, der eine, der gerade, der Gollum hässlich genannt hat, der sah ein bisschen aus, als hätte er was in der Hose, in die Hose gemacht, als er gelaufen ist. Aber die Welt, guck mal hier, diese Wasserdinger, also diese Flüssigkeiten. Das sind sogar Gießkannen. Schau mal, die Gießkanne auch, komm schon. Deswegen, ich finde, das muss man immer auch irgendwo lobenswert, das Environment ist wirklich gut. Sie haben sich wirklich viele Gedanken gemacht. Also es gibt manche Stellen, die keinen Sinn ergeben, aber ansonsten, also wenn man, das fällt einem übrigens auch das dann so richtig im Detail auf, wenn man es öfter und öfter spielt natürlich, aber ich fand... Danke, dass du uns nochmal das Becken zeigst. Ja, das war wichtig. Schüchtern. Aber kann man eigentlich finde ich es ganz gut. Kommt man da eigentlich irgendwas auch im Wasser erkennen, also wenn man runtertaucht? Und dann siehst du halt... du kannst nicht tauchen. Sieht halt aus wie Fische, doch, du kannst tauchen. Oh. Es gibt auch ein Achievement, dass du irgendwie 1000 Meter weit getaucht bist, aber das ist halt... auch so eine super Stelle, wo alles immer er hat garstig gesagt. Und das Achievement kriegst du halt auch eher über mehrere Runs. Also die Achievements des Spiels wollen schon, dass du das Spiel öfters durchspielst. Also du musst alleine zweimal durchspielen für alle. Du musst einmal einen Gollum-Weg und einmal einen Smeargol-Weg machen halt, um alle Optionen einmal gemacht zu haben. Also musst du es einmal zweimal zweimal durchgespielt haben. Mindestens. Wie lange dauert das Spiel normaler Run? 10 bis 12 Stunden, je nachdem, wie gemein das Spiel zu dir ist. Ich habe 11 Stunden ungefähr gebraucht. Also ich würde sagen, wenn du nicht so viele Passagen hast, dass das Spiel ganz gemein gegen dich ist, dann kommst du in 10 Stunden auf jeden Fall durch. Ich glaube, How Long to Beat sagt 12 Stunden ungefähr und kommt gut hin auf jeden Fall. Klingt nach einer normalen Länge. Ja, jetzt haben wir hier auch nochmal einen Buben-Playthrough. Ja, quasi. Es ist, als würdet ihr selber spielen. Das geht so schnell. Wie machst du das nur? Ich weiß auch nicht. Und ihr könnt das auch lernen. Bitte. Wir brauchen Competition. Ich würde mich wirklich sehr über Competition. Ich würde mich sehr über Konkurrenz freuen. Das ist halt... Ja, schlag Dashkes Weltrekord. Bitte. Oder holt euch einfach komplett free den Weltrekord auf Konsole. Ja, stimmt. Weil es könnte auch ein bisschen stärker sein. Ist nicht wirklich free, weil du das Spiel auf Konsole kaufen musst? Es ist eine extra Kategorie, weil man auf Konsole natürlich nicht unten links diese Load Remove Time hat, sondern halt nur die Ingame-Zeit. Die Ingame-Zeit ist nicht so präzise. Das Problem ist, die variiert natürlich zwischen Konsolen ein wenig. Okay. Und wahrscheinlich Version ist zwar nicht gratis, aber umsonst. Ach stimmt, wenn du eine PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro hast, das ist ein krasser Unterschied, ne? Es gibt sogar die PS5. Oh mein Gott. Ursprünglich war das Spiel mal für die Switch geplant, Leute. Naja, die PS5 gibt's ja auch noch. Gollum auf der Switch würde ich spielen. Ein bisschen, wenn man unterwegs ist. Jetzt kommt übrigens... Stimmt, Gollum auf der Switch kam irgendwie später raus, auch irgendwie ein halbes Jahr später oder so. Wie immer. Ich glaube, es kam gar nicht auf der Switch, oder? Ich schau mal nach. Also, wenn sie es ein halbes Jahr später so gebracht haben, dann würde ich mich doch wundern, warum sie es überhaupt noch gebracht haben an dem Punkt. Ich glaube, es kam nicht auf der Switch. Also, ich glaube tatsächlich... Also ich sehe zumindest Bilder. Mhm. Das ist eine Switch-Packung. Ich könnte beim Mediamarkt mir für 40 € Gollum auf der Switch kaufen. Ja, let's go.
Okay. Das. Ich weiß, obwohl, nein, du hast recht. Vorbestellung ist bald möglich. Veröffentlichungsdatum 31.12.2099. Was? Achso, ja. Es ist Platz, Alter. Ja, aber trotzdem was. Eine Portierung für Nintendo Switch war für 2023 angekündigt. Kann wohl nicht. Nee. Ja, ich glaube, das ist jetzt vorbei. Die kriegen wir nicht mehr, die Version. Aber interessant, dass man es doch vorbestellen könnte. Ja, du kannst mir ja mal dein Geld schenken. Das ist doch krass. Es sollte letztes Jahr rauskommen, aber sie haben so viel wahrscheinlich noch nicht gecancelt. Aber es kam auch noch nicht. Also irgendwie. Gemessen daran, dass der Delic zwischenzeitlich zugemacht hat, würde ich sagen, das ist. Ja, sie haben nicht zugemacht. Sie sind nur kein Entwicklerstudio mehr, aber sie sind immer noch Publisher. Oh. Yeah. Aber nach Gollum möchtest du der Delic als Publisher auf deinem Spiel stehen haben. Das ist so. Ich weiß nicht, Bethesda hat auch ein paar gute Spiele gepublished. Ich glaube, man kann sich erholen von sowas. Ja, nein, das können sie auf jeden Fall. Also so ist es ja nicht. Sie haben auch ein paar tolle Spiele gepublished. Hier kommt übrigens eine Out of Bounds, der sehr Karte. Gemein ist. Legen wir sie mal wieder bei dem Punkt sind, dass dass Glitches sehr unkonstant sein könnten. Weil manchmal. Manchmal wirst du einfach rausgedrückt. Manchmal schubst dich da irgendjemand, da steht da so ein kleiner Maeve in der Ecke und schubst dich einfach runter. Danke, Maeve. Maeve, was soll das? Ja, wie auf dem Schulhof, obwohl du Joghurt im Rucksack hast. Manchmal klippst du gar nicht und manchmal klippst du richtig. Also wir wissen, wie die Inputs gehen, aber selbst wenn du 100% konstant immer dieselben Inputs machst, es ist trotzdem... Also würde ein Tast das nicht schaffen? Doch, klar. Konstant? Hä? Aber du hast gerade erklärt... Dass wenn du es 100% richtig machst, ist trotzdem unterschiedliche Ergebnisse. Ja, aber du machst es ja, du nimmst es ja so lange in einem Task auf, bis es richtig gemacht wird. Beim Task geht es nicht um First Try. Ich habe eine andere. Der Test spielt ja nicht alleine. Der Test ist ja kein. Es ist ja Tool Assisted. Du machst ja alles, was in dem Test du siehst, macht ja ein Mensch. Das wird ja alles Frame für Frame, also bei Gollum jetzt nicht Frame für Frame, aber zum Beispiel auch, beste Beispiel ist SNES oder NES-Spiele, die sind ja Frame für Frame aufgenommen von Menschen, die Inputs eingeben, wo sich also was hinbewegt. Das ist kein Live Speedrun, sondern ja, das ist halt zusammengeschnitten. Deswegen brauchen Tests nicht auch zusammengeschnitten. Nein, du hast, kannst auch super, also will ich super langsam jede Eingabe machen. Ja, Frame by Frame halt. Ja. Deswegen brauchen Testruns auch mehrere Jahre teilweise. Also jetzt kam vor kurzem Ocarina of Time 100% Test neuer und der war glaube ich 3 Jahre in der Mache. Echt? Ja, das dauert. Und bis dahin sind natürlich viele Techniken und so natürlich veraltet. Hier sind wir jetzt übrigens in den Cutscene-Trigger reingesprungen. Dafür habe ich gerade mehrere Versuche gebraucht. Ich mag, dass du dazu falsch gesagt hast, unten stand Gollum, ich mag neue Dinge. Der NPC ist übrigens Kerzenmann, weil er steht vor... Der Kerzenmann! Und, ja. Ich dachte, der hat vielleicht eine Kerze auf dem Kopf oder auf den Schultern. Er macht Kerzen in der Cutscene aus und ist wohl der Kerzenmann. Aus Gollums Perspektive. Aber das ist ja Gollums Namen, ne? Die ihn gibt. Ne? Dünnermann, yeah. Kerzenmann. Ja, nee, das ist Canon. Also, die Sache ist, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Oh, das ist so ein richtig schöner Ladescreen, oder? Guckt ihn euch an, das ist Kunst. Mm. Sieht aus wie. Wir sehen gleich, was das ist, aber ja, es ist halt echt. Das könnten auch große Aschenbecher sein. Das ist der schlechteste Ladescreen im Spiel, finde ich. Waffeleisen. Kannst du mal eine Tierlist machen von den Ladebildschirmen aus Gollum? Da unten, ich glaube, das ist ein Vogelnest. Eine richtig schöne Tierlist. Wochen später. Hm. Wochen. Ja, wie gesagt, Gollum war mehrere Jahre da. Das finde ich super. Kriegt man überhaupt mit, abgesehen davon? Und immer diese Psycho-Violine am Anfang von jedem Chapter irgendwie. Stimmt. Kriegt man irgendwie... Wow. Was? Manchmal darf man an der Stelle einfach nicht springen. Okay. Das ist, Gollum. Find ich kriegt man überhaupt im Spiel mit, dass Zeit, also dass Jahre vergangen sind, ohne wenn die, also auch ohne, dass die Title Card, die sagt, oh, Wochen später, Jahre später und so weiter und so fort. Manche gibt es irgendeinen Indikator dafür? Ja, manche Dialoge gehen auf jeden Fall darauf ein, also wenn man jetzt gar nicht darauf achten würde. Manche Dialoge gehen auf jeden Fall darauf ein. Sprich mit dem Kerzenmann. Aber Gollum, seit wir uns jetzt gesehen haben, ist so viel Zeit vergangen. Meine Kerze ist ganz runtergebrannt. Ja, vielleicht gibt er dir eine neue Kerze. Wachs? Hier brüten jetzt ein Vogel aus, genau. Man kann im Spiel sogar entscheiden, ob dieser Vogel schwarz, grau, braun oder weiß sein soll. Nein. Nicht blau? Ich lege hier... Nee.
Ich lege jetzt eine Holzscheibe rein und drücke so genau das Ding, dass wir einen braunen Vogel... Aber die Eier sind blau. Ja, brauner Vogel geht am schnellsten, weil das Wasser schon hier braun ist. Dementsprechend breit. Kenne ich. Ich glaube, das meiste Wasser hier ist braun. Vielleicht. Achso, und der Kerzenmann, sein ganzer Lebensplot ist es, dass er wissen möchte, wo die Sonne aufgeht. Und der ganze Dialog hier war einfach gerade eine komplette Katastrophe vom Writing her. Der fragt sehr oft, wo geht die Sonne auf? Das ist auch einer der letzten Sätze, die er am Ende sagen wird. Okay. Und warum? Im Osten ist es auf jeden Fall falsch und er möchte wissen, wo die Sonne aufgeht. Warum? Ich wollte so eine Solarsache draus machen. Ist doch klar, weil seine Kerzen langsam alle gehen. Du kannst das Spiel spielen, Fully, und dann kannst du die diepe Lore hinter dem Kerzenmann erfahren. Fully, wenn du es dir jetzt vorbestellst für die Switch, also, könntest du es am 31. Dezember 2099 spielen. Nein, ich kann es für 15 Euro einfach jetzt bei Steam kaufen. Das ist ja runtergesetzt. Ja, aber du willst doch auf der Switch spielen. Nein, ich doch nicht. Das ist doch ein besonderer Ding. Das ist doch wieder ein besonderer Eventstream, Fully. Ja. 10 Minuten reingehen. Gollum am Stück, damit ich die Lore verstehe. Und dann eine sehr, sehr gründlich literarische Analyse von Gollum. Ja. Und danach Weltrekord gegen Dashke Run. Ja. Oh, ihr könnt Races machen. Wir lernen zumindest einen neuen Charakter kennen. Er wird einfach nur Graschneck genannt. Also jeder Neuling hier wird immer Graschneck genannt und dieser Charakter bekommt durchgehend keinen Namen. Also wir erfahren ganz tolle Lore über ihn später noch, aber nicht seinen Namen, den werden wir niemals wissen. Er wird für immer Graschneck genannt. Er heißt immer Neuling quasi. Er heißt immer Neuling. Aber drückt das irgendwie storytechnisch was aus, dass er irgendwie keine Identität hat oder so? Nee, gar nicht. Oder er was zu verstecken hat, dass er dich verrät, dass er nicht trauen kann. Kommt nach ihm noch jemand? Es kommt noch ein Lamm. Es kommt kein Graschneck mehr, aber. Weil solange es kein neuer ist, muss natürlich der alte der neue sein. Ja, wir haben alle Disneys große Pause gesehen. Das hat mir Disneys große Pause. Ja, okay. Ich hab nicht gesehen. Das war vor nach. Was steht da an der Wand in der Ecke? Schau mal in die Ecke. Ja, genau, geh in die Ecke. Der hat gar nichts zu tun, können wir gar nicht Brexit game. Der Kleine läuft einfach an ihm vorbei. Ja. Wir machen jetzt dasselbe mit Graschneck, was Gollum am ersten Tag gemacht hat, aber wir kriegen jetzt gleich ein neues System, was ganz wichtig im Spiel wird, ein Companion-System, was man dreimal benutzen wird im ganzen Spiel. Vogel? Das wird richtig geil. Nee, nicht Vogel. Graschneck? Jetzt, wir schicken Graschneck jetzt durch die Gegend. Der macht jetzt mit den Borox dasselbe, was wir auch gemacht haben. Nur ist Graschneck eigentlich für einer, dass er in diesem Universum fett ist? Ist er ein König oder so? Er ist fett und saftig, laut Gollum, aber ja, Graschneck ist einfach Graschneck. Er war mal Gewürzhändler. Oh, der lässt sich die Gewürze schmecken. Ich kann dir auch sagen, sein Lieblingsgewürz ist Zimt, Schatz. Yeah. Was ist Warte, denn? Zimt, es gibt doch... Zimt ist der Geschmack von Weihnachten. Hat die Ring-Universum nicht ihre eigenen Pflanzen und sowas? Also ja, okay. Aber es gibt anscheinend auch Zimt im Lord of the Rings. Daran habe ich gar nicht nachgedacht. Die Malerei hier ist auch cool. Ja, ich wollte gerade sagen, ich verstehe bis heute nicht, warum die ganzen Malereien hier sind, weil die Orks haben das ja hier alles angelegt. Wir sind ja unter Barad-dûr, wir sind ja unter der Festung von Sauron quasi in Moria. Und ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Höhlenmalereien hier sollen, weil die Menschen, die Sklaven hier, glaube ich, nicht die Zeit haben, das alles dahin zu malen. Und ja, keine Ahnung. Dachte sich aber das Designer-Team, das ist schon zu leer? Ich weiß, also machen wir Environmental Stuff, aber es hat gar kein Storytelling, also es ist dann sehr seltsam und pointless. Also ich sehe auf jeden Fall, dass Orks Höhlen bemalen. Ja, aber Orks haben ja auch kein Kunstverständnis. Also ich weiß es nicht. Ja, dann passt es irgendwie nicht so ganz, ne? Also es passt nicht zumindest zu Orks, so wie Orks ja eigentlich sind. Deswegen, ich bin so verwirrt, aber es ist da, es ist... Bestimmt ergibt das irgendwo Sinn. Und jetzt schickst du ein bisschen rum? Jetzt schicke ich ihn ein bisschen rum, genau. Das kann auch ein bisschen buggy sein. Das schränkt sich sehr an. Ja, dass er hier einfach erwischt wird, obwohl man alles richtig macht. Manchmal kommt hier einfach dann beendet das Spiel. Oh, jetzt muss Graschneck das machen, was du gemacht hast. Ja, genau. Ja, genau, genau. Manchmal sagt das Spiel einfach, ja, Graschneck ist gestorben. Ende. Und wir sind jetzt bei fast über 50 Minuten im Run mit Ladezeiten. Oh, schon. Und im normalen Spiel wären wir ja bestimmt schon bei 3, 4, 5 Stunden, oder? Und du bist immer noch am selben Ort.
Ja, ich wollte gerade sagen, also, verlässt man den Ort hier eigentlich irgendwann? Wir bereiten gerade alles vor. Wir sind jetzt gerade, wir flüchten jetzt gleich. Wir sind jetzt dabei. Man ist wirklich lang in diesen ersten. Es ist optisch schon ein bisschen trist langsam. Die Moloche ist langsam vorbei, oder wie er so. Ja, also es ist alles Vorbereitung dafür, dass wir hier abhauen können, Stück für Stück. Die Sache ist, das ganze Spiel ist ein gigantischer Gefängnisausbruch. Wir brechen nämlich jetzt nicht nur aus Moria quasi aus, dem ersten Gefängnis, sondern wir brechen auch, wir sind ja in der Gegenwart eigentlich gerade bei den Elben, da brechen wir auch aus. Wir brechen nicht nur aus, wir brechen wieder ein, um dann wieder auszubrechen. Das wird super cool. Oh, du spielst also das in Gegenwart, Gollum? Ja, das war, weil ich habe keine der beiden Fragen verstanden. Maeve, du zuerst. Du spielst also auch den Gegenwarts-Gollum noch? Wir spielen gleich den Gegenwarts-Gollum, genau, richtig. Das ist ja alles passiert hier gerade, weil Gollum aus der Vergangenheit erzählt, seine Zeit hier. Und wir brechen halt auf jeden Fall innerhalb der nächsten 12 Minuten auf. Das ist nach der Hobbit, oder? Das ist nach der Hobbit, ja. Okay. Also ja, er erklärt auch gerade dem Dingens, wie Bilbo ausgesehen hat. Also wir kriegen hier ein bisschen Hobbit-Lore. Wer ihm den Ring geschenkt hat. Wow, fett und saftig. Fett und saftig. Weil der Kerzenmann möchte gerne das Auenland dann ausrotten. Möchte ganz gerne den Ring halt holen für Sauron. Und deswegen fragt der Gollum hier aus. Klein und dick war die Beschreibung von Bilbo gerade. Genau. Also du kannst hier auch wieder Gollum-Option lügen oder Smeargol-Option die Wahrheit sagen. Oh, er schiebt dich durch. Wir wählen hier jetzt keine Option, das wird gleich ganz wichtig, weil das Spiel damit gleich überhaupt nicht klarkommt. Wir wählen hier keine Option aus, weil dann kann ich direkt mit dem Vogel hier interagieren, den wir vorhin gezüchtet haben. und das Spiel ist jetzt komplett lost. Das Spiel geht nicht davon aus, dass du nichts drückst und der Dude rennt einfach gegen die Tür da oben, deswegen drehe ich die Kamera so ein bisschen, das sehen wir auch gleich noch ein bisschen. er hat sein Pathfinding dann von der Cutscene davor nicht beendet, sondern läuft jetzt die ganze Zeit stumpf gegen die Tür. Was sehr merkwürdig ist und das kommt nur, wenn man nichts wählt. Also Dedelic hat nicht damit gerechnet, dass man keine Option wählt. Also man merkt auch sehr viel, dass viele Sachen nur funktionieren, wenn du auf den vorgegebenen Ideen von Dedelic irgendwas machst. Und wenn du nur winzige Kleinigkeiten änderst, dann ist das Spiel teilweise wirklich sehr durcheinander. Also typisches Game-Master-Problem. Ist eigentlich ein gutes Speedrun-Spiel, weil es wird ja auch keine Patches mehr geben für das Spiel, oder? Nö. Also Dedelic als Entwicklerstudio existiert nicht. Das heißt, es wird ja immer jetzt in diesem Status bleiben, wie es ist. Ich meine, ja. Maeve, du nimmst bei Speedruns dann eh die Version, die am besten dafür geeignet ist. Ja, man könnte. Kann man das eigentlich immer ausnahmslos machen? Was meinst du? Also immer die Version nehmen, die halt am besten dafür geeignet ist. Ja, du kannst ja zum Beispiel bei Konsolen kommen. Aber es ist bei Konsolen schwieriger, weil du aber auf Konsolen ja fast immer in die aktuellste Version gezwungen wird. Aber du kannst bei Steam immer die Depots runterladen. Machst du ja auch bei. Also ich kenne es überwiegend durch die Soul Speedruns oder die From Software Speedruns, weil du da immer auf irgendeine bestimmte Version mit bestimmten Sachen möchtest und dann lädst du dir halt einfach die Depots runter von, keine Ahnung, Version 1.2 oder so. Okay. Ja, das geht bei Steam zum Glück. Ein bisschen umständlich, aber es geht. Und fliegt der Vogel dann langsam mal los? Wir müssen wieder warten, bis der gute Kerzenmann seine Lines beendet hat. Dann können wir den Kerzenmann, hör auf zu reden, mein Vogel muss fliegen. Dann warten wir wieder. Also es ist sehr viel Warten. Ist das Homers Stimme? Nee, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Nee, der ist ja schon längst weg. Kurz habe ich verstanden, was du meinst. Das klang kurz nach ihm, aber er klingt eigentlich doch anders. Als ich dann gelauscht habe, war es auch anders, ja. Hier müssen wir übrigens ganz lustig kurz immer erwarten, dass ein Checkpoint kommt. Wenn man direkt durchrennt, dann fängt er seine Line erst irgendwann hier oben an zu sagen. Und dann verliert man auch wieder ganz viel sinnlos Zeit. Er läuft übrigens immer weiter gegen die Wand. Ist das immer noch, weil du an der einen Stelle keine Auswahl getroffen hast? Und ich wollte hier noch zeigen, er ist von innen komplett hohl. Oh. Schönes Charaktermodel. Aber ja, es ist immer, weil man keine Auswahl getroffen hat. Er hört nie auf, gegen diese Wand zu laufen. Er ist sehr beschäftigt. Er hat eine Kralle. Jetzt kommen wir in den nächsten Part des Kapitels. Auch jetzt kommt wieder der tolle, ganz, ganz tolle Out-of-Bounds-Glitch hier, der ganz gemein immer zu mir ist. Maeve, reiß dich zusammen. Maeve, bitte schubst mich nicht. Maeve ist so bereit, ihm juckt's in den Fingern. Ja, so kennt man Maeve, ne? Ja. Yeah. Einfach ein Nichtsgönner. Das Gute ist, der Run ist für mich ja auch schon eine Zeit lang her. Ja, genau, der OST hat 17, den kriegt ihr auch in der Version. Also zum ersten Mal nehme ich den OST richtig wahr hier. Ja.
Stimmt. Aber eine Sache, die frage ich mich die ganze Zeit, würde Gollum überhaupt einen Vogel halten als Freund? Würde er ihn nicht einfach essen? Er benutzt ihn hier für seine Zwecke auf jeden Fall später noch. Also Gollum ist ja sehr, sehr vorschauend und berechnend irgendwo trotzdem. Und hier benutzt er den Vogel halt für seine Zwecke. Also er erkennt auf jeden Fall, diesen Vogel kann ich ausnutzen. Hier ist übrigens ganz wichtig, dass man einen Cutscene-Trigger trifft. Sonst muss man das ganze Areal von vorher nochmal neu machen, also nochmal out of bounds gehen. Und hier ist eine der besten Stellen im Spiel, aus dem Grund, dass wenn man hier gesehen wird von den Orks und man dann halt den Checkpoint neu lädt, wie man das ja so tut, Gollum weder rennen noch springen noch irgendwas machen kann. Er kann nur noch auf der Stelle sich ein bisschen bewegen. Keine Ahnung, was Dedelic sich hierbei dachte, weil ich habe das Gefühl, sie haben sehr viele Checkpoints nicht gegengeprüft. Ja. Und vor allem, wenn man hier einen Checkpoint lädt, laufen die Orks gar nicht. Die stacken alle in der Stelle. Also es kann generell passieren, dass NPCs irgendwo einfach sich komplett aufhängen. Und das passiert hier leider doch ab und zu mal. Und ja, da muss man halt das ganze Level so gesehen neu starten, nicht nur den Checkpoint, weil Checkpoint einem hier nicht bringt. Das ist relativ wild, weil man hat einfach die Option jetzt halt zum Checkpoint laden. Ja, es gibt auch, also die Checkpoints sind gefühlt auch sehr random, ob du sie bekommst oder nicht. Also die meisten Checkpoints, also für den Run kenne ich natürlich alle Checkpoint-Positionen, wo welche sind. Aber du kriegst die nicht immer. Und das ist schlimm. Es gibt auch eine Stelle, wo du keinen Checkpoint haben möchtest, weil wenn du den Checkpoint an einer Stelle bekommst, bleibt Gollum einfach stehen in der Passage, wo man rennen muss. Das ist ein toller Checkpoint. Oh wow. Warum bleibt er stehen in einem Checkpoint? Läuft dann eine Cutscene oder... Nee, es ist einfach, er bleibt einfach stehen. Schlecht geladen. Und du kannst dann nicht weiterrennen oder stoppt er dich nur kurz? Er stoppt nur kurz, aber das ist so eine Fluchtpassage dann halt und man verliert holt sich das ein. Es ist egal, wenn du es casual spielst, es ist nur doof für einen Speedrun, wenn Gollum einfach random kurz stehen bleibt. Okay. Kann man dann wenigstens ein Emote machen? Ja. kannst du Emotes machen, denke ich. Da redet Gollum nicht. Ja, hier müssen wir jetzt den Schnarrer töten, weil Schnarrer wohl Informationen über die Beutlins hat. Beutlin wohnt? Der Schnatterer. Der alte Schnatterer. Ja, der gute Schnarrer, der ist ist eine Erfindung von Dedelic, I guess. Schon wieder. Ich meine normale... man tötet ihn jetzt hier und dann ist vorbei. Ich meine, was sollen sie noch machen mit? Es gibt nur so viel Herr der Ringe-Universum. Klar. Und alle müssen normale irgendwas Gefangene dazu sind dichten. Ja, sind fein, aber ich finde, das nur mit dem König ist so ein bisschen zu groß eingemischt in die Lore. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, von wo er der König sein soll. Das meine ich ja. Das ist halt, vor allem wenn du Fan der Reihe bist, stellst du dir doch unendlich viele Fragen und denkst du so, hä? Ja, ich habe in sehr vielen Runs, dass ich mir denke, Dedelic, könnt ihr mir das bitte erklären? Wie gesagt, ich habe jetzt auch das Silmarillion gelesen. Ich würde niemandem übrigens empfehlen, das Silmarillion zu lesen. Das ist echt kein gutes Buch. Das ist ja nicht mal ein Buch. Das ist doch das Ganze, deine ganzen Notizen und irgendwie Fanbriefe und was auch immer zusammen. Nee, das Silmarillion ist ein richtiges, das umfasst halt das erste Zeitalter vor dem ersten Zeitalter und ein bisschen Lore noch ins dritte Zeitalter rein. Gab es nicht auch noch irgendeins, was dann irgendwie seine ganzen Notizen und sowas war? Ja, dafür gibt es gibt viele Bücher. Es gibt auch ein Buch, was irgendwie 40 Euro kostet, was nur aus Karten besteht. Das ist auch sehr. Das wäre aber mein Ding. Ja, ich würde es gerne haben, aber ich würde kein Geld dafür gerne ausgeben wollen. Ich habe mal irgendwo diese Weihnachtsbriefe gesehen gehabt, die, glaube ich, auch zusammengefasst wurden, ja, die er seinen Kindern geschrieben hat. Es gibt ja ganz viele verschiedene verschiedene Bücher so gesehen. Und das Silmarillion ist halt, Tolkien hat einen sehr interessanten Schreibstil und ich hatte Maeve auch letztens was geschickt. Also es gibt zum Beispiel eine Seite, wo er nur einen Fluss beschreibt. Eine komplette Seite, nur ein Fluss. Oder wenn er Stammbäume erklärt, dann hast du halt mal eben eine halbe Seite bis eine Seite. Die Gefährten zu lesen ist... Wer hatte das reingeschickt? Es ist schwierig. Ich hatte das reingeschickt. Maeve hatte gerade erst so eine halbe Seite, von Deschke, wo einfach das nur... wo einfach nur stand, Deschke, wer von wem der Sohn ist. Ja. Namen. Und da das kommt öfter vor uns. Vor allem, das kann doch... Also, ich habe großen Respekt vor allem, was er gemacht hat, aber sowas ist ja wirklich... Es beim ist heutzutage... Sehr anstrengend, ich finde, wenn Leute heutzutage oder halt, wenn man so gerne schreibt in der Freizeit und so und dann aber... sich auf sowas sehr viel konzentriert, denke ich mir, ja, aber jeder kann einfach sagen, die Sippe der Lagards ist im Krieg mit den Morodius und so, also ich mag das nicht, weil er einfach anfängt, solche Sachen zusammenzuschmeißen. Aber wenn du diese Dinge in... Wenn du stehen.
Okay. Wenn du diese Dinge in Verbindung halten kannst und die dann irgendwo wieder zurückführen, dann ist es starkes. Ja, ja, aber das ist so ein bisschen wie Show, Don't Tell. Also in Games, so gibt es bei Büchern, ja, ja, finde ich, dass man auch nicht einfach mir sagen soll, wer der Sohn von wem ist, sondern ich muss das halt irgendwie mitkriegen. Ja, die Sache ist, er beschreibt es, weil manche von denen halt wirklich wichtig sind, aber es sind halt nur die wenigsten natürlich wirklich wichtig. Und ja, aber selbst wenn es wichtig ist, bin ich nicht aufmerksam genug meistens. Es gibt interessante Lore in diesem Buch, aber es gibt auch echt viel sehr trockene, viel zu viel Informationen, die dir nichts bringen. Ja, ich war die ganze Zeit hin und her gerissen beim Lesen, ob ich dieses Buch abbreche oder nicht. Es gab in Die zwei Türme, als sie in Helms Klamm angekommen sind im Buch, gab es eine Stelle, in der Gimli für zwei Seiten, vielleicht sogar zweieinhalb Seiten, einfach nur das Gestein aus einer Höhle beschreibt. Und das waren meine liebsten zwei Seiten. Ja, genau. Aber er war so euphorisch. Er war so euphorisch über den Stein. Oh. Es hat auch was, kann man auf jeden Fall eine Appreciation für haben, aber ich finde es vor allem anstrengend, wenn ich irgendwas Neues lese, etwas, wo ich nicht weiß, dass es bereits viele Fans hat und wo ich weiß, der Payoff könnte da sein, weil es ist eine Riesenwelt. Wenn ich also irgendwie etwas eher Nischigeres lese und dann da so viele Informationen drin sind von nur so Wörtern, die ich mir merken soll, das finde ich schwierig. Das ist halt, ja, also das ist nicht das Problem an den Herr der Ringe Büchern. Einfach nur Namen sind, so Vokabeln oder so. Das Problem sind die Landschaften. Also wir sollen eigentlich... Ja, okay. Wir sollen eigentlich, ich muss kurz einen Schlüssel holen, um diese Tür zu öffnen und diese Passage, den Schlüssel keine zu holen, Zeit. Dauert mindestens 10 Minuten, wahrscheinlich noch länger. Es ist wieder eine sehr nervigere Jump'n'Run-Stealth-Passage. Hier ist die Tür durch. Bounce, genau. Laden kurz das Areal hinter und laden das Level neu. Und dadurch wird das Areal dann geladen und wir können einfach uns ganz viel Zeit sparen. Also hier hast du den Checkpoint mitgenommen quasi dann, ne? Genau, richtig. Hier ist nice. Der Checkpoint kommt immer dann an der Stelle, Gott sei Dank. Sind wir jetzt endlich raus aus dieser dummen Festung? Noch nicht ganz. Oh mein Gott, was? Wir sind gleich raus. Und dabei ist es ein Speedrun. Wir sind gleich raus. Keine Sorge. Die Festung ist das halbe Spiel, oder? Wie bitte? Die Festung ist das halbe Spiel, oder? Die Festung ist das halbe Spiel. Das andere halbe Spiel spielt halt bei den Elben. Ja. Wir klettern jetzt hier halt noch einen hohen Turm hoch, wo auch die besagte Cutscene, die Fully meinte, kommt, die einfach... Das war auch ein super Sprung. So 2 FPS gefühlt hat und einfach schrecklich aussieht. Und ja, hier ist uns auch. Es ist straight. Hast du sie drin gelassen oder nicht? Nee, ich habe sie nicht drin gelassen. Okay. Ich war hier ja noch vergessen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen hatte, war der Run am Ende auf jeden Fall Weltrekord-Pace. Das Spiel hat einen technischen Grund, warum man in der letzten Minute des Spiels vielleicht verlieren könnte den Weltrekord. dazu kommen wir später aber auch noch. Aber ich bin gespannt. Das ist bestimmt was Dummes, oder? Ja, ich habe gestern auch einen Run dadurch wieder komplett verloren. Es ist was Dummes. Es ist ein technisch so großer Fehler, dass ich mich frage, wie sowas sein kann. Aber ja, dazu später. Ich frage mich das bei einigen Dingen hoch. Eigentlich. Wir klettern jetzt hoch, um dann eine Passage wieder komplett runterzuspringen. Und dann sind wir aus dem Teil von Mordor, quasi aus Barad-dûr sind wir dann quasi. Welches Videospiel hat eurer Meinung nach zuerst diesen Wall... Run gemacht, wo er rennt nämlich genau wie Prince of Persia auf dem Game. Ja, da habe ich das erste Mal gesehen. Überleg auch gerade. Ich weiß nicht, welches Spiel das als erstes gemacht hat, aber das jüngste oder das älteste, was ich kenne, ist halt auch Prince of Persia. Das ist mir nämlich sehr sympathisch immer, wenn ich das hier gerade sehe, weil ich habe viel Nostalgie dafür. Ja, hier ist auch irgendwie hänge ich da komisch, ich habe keine Ahnung. Magst du, dass sie hier Gummibänder immer drum herumgebunden haben? Ja, damit man dran klettern kann, ne? Ich sehe richtig, wie man die so flitschen könnte, weißt du? Hier hat Gollum sich übrigens nicht festgehalten, das ist auch so. Also ich dachte, es war geplant. Nee, manchmal hält er sich einfach nicht fest. Warum sind da so viele Seile rumgewickelt? Die machen diese Bilder, kennst du diese Gummibilder? Das war mal ein Trend nach meiner Generation, glaube ich sogar, wo die mit so Gummibändern angefangen haben, Pixel-Arts zu machen. Okay, so ein bisschen wie, doch, stimmt, das kenne ich auch. Ja. Klingt cool. Bisschen wie Perlenbilder, nur mit Gummibändern. Hier haben wir schon das abenteuerlich. Das in der Halle, das kommt dann. Und da sehen wir natürlich, dass die Orks keine Kunst beherrschen, ne? Weil das sind einfach nur Seile. Ja, genau. Überhaupt. Also, dass sie da sind, irgendwie muss man das ja kenntlich machen. Aber, ja. Ja, gut. In anderen Spielen sind halt alle Plattformen, die man benutzen kann, einfach orange. Ja, das ist auch immer so. Also, das ist hier genauso gelb. Wo sind die orange? Das ist ja der Klassiker. Oder gelb, ja, gelb. Ja, schon gelb. Ja. Ich meine, hier auch ein bisschen die Seile haben ein bisschen was gelb. Ich hatte gerade Mirror's Edge im Kopf. Ich weiß nicht, ob die auch gelb oder orange sind. Mirror's Edge. Jetzt kommt da waren die orange, ne?
Sobald ja, ich glaube schon. Könnt ihr wenigstens ein bisschen was von der Cutscene sehen? Wie magst du das jetzt dargestellt haben als diesen dramatischen Sprung, obwohl er es jetzt ist, seit mich so, ich musste die letzten so vier Stunden die ganze Zeit viel weiter springen. Ich war fertig an der Stelle, weil es hat mich so überrascht, das war so schlecht. Und so du kletterst ja nur und springst eine ganz davon? Normale Lücke rüber. Ich finde nur, dass er sich dreht wie eine Schraube. Das ist halt dieses, ein NPC spricht das früher an und das ist dieses Licht, womit die irgendwelche Leute töten. Es ist eine sehr umständliche Art und Weise, Leute zu töten hier auf jeden Fall. Sagen. Weil die da extra mit der Gondel hinfahren und dann werden die hier irgendwie verpulverisiert und... Oh, ist da der König hingefahren? Vielleicht wird da bei hier den Essenz irgendwie genau. genutzt für irgendwas oder so dadurch. Hier lade ich jetzt immer die Checkpoints neu, um halt den Cooldown von diesem Ding zu resetten und mein Stamina zu resetten. Und das Lustige ist, dass der Sound von diesem Ding einfach weiterspielt. Das ist, also es klingt jetzt so, als ob es gerade auflädt, aber das tut es dann halt erst später immer. Das ist ein bisschen also, weird. Die machen dieses Licht und dann werden die pulverisiert. Die genau, richtig. Also Gollum wird auch aber pulverisiert. Aber wäre es nicht einfacher, die einfach zu töten und den Ork-Babys reinzuschmeißen? Ja, ich wollte gerade auch fragen, sind Orks nicht sowieso... Das hier ist übrigens ein sehr cooler Skill. Wow, wie geht? Nee, was ihr nicht versteht, ist, wir sind gerade im Menses-Albtraum unterwegs. Ja. Das Auge hat Hunger. Ich verstehe. Ja, das ist halt, man springt einfach runter statt. Hier ist eigentlich ein recht cooler Jump'n'Run-Part, den man eigentlich machen könnte, aber ja, den haben wir jetzt auch natürlich komplett geskippt. Da gibt es dann was mit drehenden Plattformen und man muss von der einen zu der anderen, es ist halt ein Jump'n'Run. Von der einen zu der anderen springen, man muss Timing haben und sowas und das haben wir alles nicht gemacht, indem man einfach diese Wand runterslidet. Ich mag Jump'n'Runs. Ja, deswegen ist Gollum auch ein super Spiel. Jetzt sollte ich run. Nein, ja, wir sind jetzt, Arke gefallen. Ja, wir sind jetzt in der Kanalisation von Barad-dûr quasi an. Also wir sind so kurz davor rauszukommen und ich weigere mich zu glauben, dass die Orks eine Kanalisation haben. Ja, wofür? Ja, es ist. Nein, ich verstehe schon wofür, aber ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe machen würden. Ja, eben, weil sie im Dreck leben. Ja, vor allem auch in Lava, keine Ahnung, den Code der Sklaven oder so können sie auch in die Lava schmeißen, denke ich. Ich weiß. Na, die Sklaven können sie auch einfach im Code hausen lassen. Ja, davon mal abgesehen. Ja, aber dann arbeiten sie dann zum. Das tolle Companion-System wieder zum Einsatz. Zum Nageln geschickt werden. Wenn Raschneck dazu zwingen, Hebel zu ziehen. Hier kommt jetzt auch gleich der beste Checkpoint im Spiel. Man sieht jetzt, das Wasser ist ein bisschen gestiegen und mit dem Hebel da oben kann das Wasser dann weiter steigen gleich. Und ich warte jetzt hier extra unter der Brücke. Aus dem, also es dauert jetzt lange, bis Graschneck den Hebel zieht. Aber ich warte hier unter der Brücke, bis das Wasser mich unter die Brücke pusht, um dann herauszutauchen und dann nach oben zu klettern, sobald der Dialog zu Ende ist. Und nur dann wird ein Checkpoint getriggert. Das ist so, ich weiß nicht wieso, wenn du einfach direkt hochkletterst oder direkt hochschwimmst, kriegst du nie einen Checkpoint. Okay. Warum bist du vom Wasser unter die Brücke, was? Also jetzt steigt das Wasser gleich. Den Graschneck irgendwann endlich. Okay, aber du steigst nicht mit dem Wasser mit hoch. Ich steige jetzt mit dem Wasser hoch. Also jetzt kommt gleich alles auf einmal. Ich wollte es nur vorher erklären, weil es so fürchterlich dumm ist, um den Checkpoint zu kommen und fürchterlich kompliziert ist. Also die Checkpoints sind erst vorhanden, wenn der Dialog durch ist, weil die gedacht haben, du hörst ja sowieso bis zu Ende zu, genau, dann kannst du erst den Checkpoint bekommen. Wenn du vorher hochkletterst und vorher das alles nicht machst und nicht wartest, jetzt habe ich einen Checkpoint bekommen, speichert und rechts. Wenn du das alles nicht machst, in der Reihenfolge kriegst du keinen Checkpoint. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Oh. Es ist irgendwie random. So damals The Lost in The Binding of Isaac freigeschaltet? Ja. Ungefähr so ist es in dem Spiel, um manche Checkpoints zu bekommen. Ich muss kurz sagen, man macht den Checkpoint hier bevor. Um jetzt hier einen präzisen Sprung zu machen, wir lassen das Wasser runter, steigen das Wasser und man muss jetzt hier im richtigen Timing draufspringen, bevor das Wasser einen nach oben pusht, um auf dieser Plattform zu... Normalerweise muss man hier ein Rätsel machen mit Gewichten und sowas. Das haben wir jetzt auch komplett geskippt. Ist Garschneck eins der Gewichte? Nee, tatsächlich nicht. Na, es wurde zu saftig dafür. Sehr saftig. Und das Wasser, das soll eigentlich aus dem Rohr kommen, nehme ich an. Das kommt da aus... kommt aus diesem Gitter raus. Genau, und die Cutscene, die jetzt kommt, darf man nicht skippen, denn wenn man die Cutscene skippt, kriegt man auch keinen Checkpoint. Und an der Stelle ist ein Checkpoint sehr wichtig. Weil jetzt kommt eine große Out-of-Bounds-Sektion. Das war aber keine lange Cutscene. Nee, aber sie ist halt wichtig, dass sie da ist. Aber dafür kommt jetzt die wunderbare Graschneck-Zimtlein, die so, ich würde nicht auf den Zaun springen. Ich will nicht ganz auf den Zaun springen, sondern auf, sieht man, wenn es irgendwann funktioniert, so ein paar Pixel davor.
Gollum muss halt einfach stehen bleiben und dann kann man auf diese Säule daneben springen. Stimmt. Gibt kein gutes Setup dafür, nehme ich an. Das sieht mies aus. Also ich versuche Gollums Kopf immer in einer bestimmten Linie mit dem mit der Säule zu leinen. Manchmal geht es ganz schnell und manchmal ein bisschen zu weit gesprungen. Manchmal geht es ganz schnell und man macht es mit ein, zwei Sprüngen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil Gollum auch nicht immer unbedingt sitzen bleiben möchte auf dem Zaun, sondern manchmal dann halt runterfällt. Aber dafür können wir die Zimtlein halt. Deswegen ist der Checkpoint wichtig hier. Genau, richtig. Deswegen wartet man dann hier. Das sieht wild aus. Bin ich mir das Eindeschke oder ist Gollums Momentum vom Sprungmomentum absolut random teilweise? Es ist nicht nur das. Also es ist davon abhängig, ob du halt sprintest oder nicht. Manchmal erkennt das Spiel aber den Sprint nicht an. Und manchmal springt Gollum einfach in eine völlig willkürliche Richtung. Ich weiß nicht, wieso das manchmal so ist. Aber manchmal springt er einfach komplett random. Und ja. Oh, schön, schön hier. Und du hast jetzt einfach durch die Decke gedrückt, ja? Genau, richtig. Das spart uns einen großen Rätselpart und wir kommen jetzt einfach. Das hat was hier, die Gegend. Das ist ganz nett, ne? wir werden das Spiel gleich nochmal auf so 2 FPS runterdroppen sehen, weil ich hier nochmal extra einen Checkpoint hole, weil gleich eine Passage mit Orks kommt. Und die sind ein bisschen random manchmal, ob sie einen erwischen oder nicht. Deswegen hier stirbt einmal alles kurz. Wir haben kurz so viel. Ja. Oh, wir haben eine gleich kommt eine Cutscene, da glitzert alles. Wir haben eine Testversion von dem Switchport bekommen. Ja. Den Switchport rauskommen, da hole ich mir den Weltrekord. 2099 macht Johnny einen Weltrekord, Leute. Ist das ein Borok? Während ich im ICE sitze. Das sind 2 Boroks, ja. Hier kommt übrigens, sobald ich die 2 Orks getötet habe. Wir grinst. Also wir töten jetzt die 2 Orks, die hier sind, und gehen auf den Karren drauf. Und dann haben wir quasi die Pinkelpause des Speedruns, denn wir gucken dann quasi, ich glaube, 1,5 Minuten lang eine Cutscene oder 2 Minuten fast, wo wir mit diesem Wagen über eine Brücke fahren. Okay, was ist diese Rüstung? Was ist an seinem linken Arm? Ich verstehe die Rüstungsdesign. Manche haben auch, das Wilde ist, manche Orks haben Köcher, aber die Köcher sind immer leer und die haben nie Bögen. Das verstehe ich nicht. Die sind noch nicht zur Waffenschmiede halt rübergekommen. Ja, wahrscheinlich. Meinst du, die haben einfach Assets gekauft, ist das ein Schuh? Basic Stuff. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Was ist das? Und das ist unser Vogelfreund übrigens. Der Süße. Hallo. Den haben wir gezüchtet. Den würde Fully synchronisieren. Ja. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Ich finde es übrigens schwer zu glauben, dass Gollum irgendwen erwürgen könnte, der so eine Waffe bei sich hat. Der muss doch nur hinter sich hauen oder ihn vorne überschmeißen. Gollum hat halt echt viel Kraft. Also, nee, du unterschätzt Gollum hier gerade gewaltig. Ja, Gollum hat halt wirklich viel Kraft. Weißt du, wie er gestorben ist? Weißt du, was er als überlebt hat, Johnny? Was es gebraucht hat, um ihn umzubringen? Weil er so süchtig ist. Er hat sich selbst umgebracht. Niemand konnte es. Süchtig ist, aber ich meine, er... Wenn der so auf dir steht, kannst du ihn ja vorne überschmeißen, dann greift er dich wahrscheinlich weiter an, aber... Nee, ich glaube nicht, dass du... Also die Sache ist ja, Gollum läuft ja durchgehend, der Mann ist durchgehend am Laufen und am Klettern und der hat schon Muskeln. Das sieht übrigens immer wunderschön aus. Es sieht nicht so schrecklich aus. Die Muskeln sind mir, wie gesagt... Hast du Shadow of War durchgespielt, Deschke? Sehr, sehr spaßiges Spiel, würde ich sehr empfehlen. Die Story war ein bisschen Müll, denn es ist halt. Ich überlege gerade, ob ich Mordor oder War durchgespielt habe. Ich habe eins durchgespielt. War der zweite Teil. Auf jeden Fall, man hatte am Ende dann die Ringgeisterjagd, was super scheiße war. Und der letzte Kampf, da war man auch auf so einer Brücke, die sah sehr ähnlich aus. Das wollte ich nur anmerken. Der sieht niedlich aus. Ja, hier sind auch random Feuer auf der Brücke. Ich weiß nicht wieso, aber hier sind einfach ein paar Feuer. Was war das gerade? Ja. Hast du die Maus bewegt oder was war das? Ich glaube, ich bin da kurz rausgetappt, um irgendwas zu gucken und bin dann wieder reingetappt. Ich habe nebenbei irgendwas geschaut, also ja. Ja, hier ist, dass der Vogel halt so eine kleine Glocke aktiviert, damit der große Gong aktiviert, damit das Tor aufgeht. Das ist das ganze Wichtige von dem Vogel hier. Dafür hat er ihn gebraucht? Unter anderem, also wir brauchen ihn später nochmal? Ne, also später wird der Vogel noch wichtig für das Spiel. Da kann die Gefährten zum Schicksalsberg fliegen. Genau. Das wollte ich nämlich sagen, da hätten sich die anderen kein Beispiel erlegen sollen, dass er die Vögel nutzt. Wir haben am Ende auch eine ganz wichtige Entscheidung für das Ende des Speedruns mit dem Vogel. Aber dazu kommen wir später. Jetzt kommen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt keine große Angst vor Spinnen. Warum Pinkfilter hier gerade? Was ist das? Schön, das untermalt die Höhle doch sehr toll. Irgendwie tut mir das ein bisschen in den Augen weh. Das sind rote Beete.
Dieser Ork ist auch komplett random. Meistens sagt er, also der redet jetzt hier kurz mit einem, komm zurück und du stirbst eh da unten. Manchmal sagt er, ich will deine Milch. Und ich verstehe diese Line nicht. Ich weiß nicht, wieso er das sagt. Aber manchmal sagt er, dass er die Gollums Milch möchte. Und lass ihn rennen. Ja, okay. Fleisch mit Salz ist besser. Ich finde, das würde hier sehr reinpassen in diese Gegend gerade, dass man die ganze Zeit diese Sprüche hören würde aus Rayman 3. Wir hören auf jeden Fall gleich schon. Also, in dem Spiel zu Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs für PlayStation 2, Xbox, ja. PC oder auch GameCube. Da gibt es auch ein Level, wo, ich glaube, Frodo ist da auch, ja, der wird da auch hingebracht, oder? Glücklicherweise hat er den Ring nicht bei sich gehabt. In der Rückkehr des Königs. Auf jeden Fall, da hört man auch, da, wo dann die Sarumans Orks und der Saurons Orks oder was auch immer dann gestritten haben. Da hört man die auch sehr viel untereinander streiten und sowas. Okay. Ja, ich weiß, ich will jetzt unbedingt mal wieder spielen. Ich habe da richtig, richtig Lust drauf bekommen in letzter Zeit. Und ja, ich werde, denke ich, so in 2-3 Wochen mal wieder Rückkehr des Königs. Meiner spielen. Ist länger als deiner. Der ist richtig im Herr der Ringe-Fieber. Ich bin richtig im Fieber, ja. Das ist, Ich würde wirklich dir Shadow of War empfehlen. Ich meine, die Story ist ein bisschen Müll und nervig, aber man merkt halt, dass sie den Ork-Simulator machen wollten und das auch wirklich fantastisch ist. Und dann musste sie irgendwie noch eine Story einbauen. Dann haben sie gesagt, ja, was auch immer, das kann jetzt eine Frau. Ich habe vor ein paar Wochen erst zu Maeve gesagt, oh, ich will unbedingt mal wieder Shadow of War spielen. Das ist sogar im Game Pass und ich will das unbedingt mal machen. Das bekommst du im Sale immer für 2 € oder so auf Steam. Ja, das ist super günstig immer. Ja, ich glaube, im Game Pass ist es ja eh drin, aber... Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich zahle lieber 15 pro Monat. Nee. Ich habe Game Pass für 3 Jahre. Aber ich sag jetzt nicht, wieso. Ja, okay. Ist Graschneck abgehauen? Habe ich das richtig verstanden? Graschneck ist mit dem Karren weitergefahren und der Käfig wurde aus dem Karren rausgeholt. Die Spinnen sind eine Katastrophe, denn... Spinnen sind immer eine Katastrophe. Skulltulas. Ja. Das ist einfach ein Ocarina of Time Highlight. Die Spinnen machen insane viel Schaden. Wir müssen jetzt gleich einen super präzisen Sprung machen, um das ganze Areal hier skippen zu können. Auf viel zu wenig Platz. Die Steine hier sind eine Katastrophe, weil Gollum darauf nicht richtig sprinten kann. Und wenn du nicht richtig sprintest, dann... Also hier geht der Puls ein bisschen höher, ja? Ja, mein Puls ist hier wahrscheinlich auch explodiert, weil ich in dieser Lücke gelandet bin und dann nicht mehr hochkam. Und dann und schon wieder? Spoiler, ich glaube, ich wurde hier von der Spinne getötet. Denn irgendwann kommen sie hier angelaufen und ja, das ist ein bisschen... Mann, ich wollte nicht gespoilert werden. Die Stelle ist sehr nervig. Ah, da kommt sie. Alter, also, wirklich viel Schaden gemacht. Ja, das ist, und ich habe halt einen Checkpoint nicht bekommen, der weiter hinten ist, weil Checkpoint Randomizer. Ah, deswegen standst du da gefühlt eine Sekunde still und hast wahrscheinlich gedacht, oh nein, falscher Checkpoint. Naja, hier, normalerweise hat man hier vor der Wand einen Checkpoint und alles ist cool. Und dann gibt's noch oben, wenn man ankommt, manchmal den Checkpoint und manchmal nicht. Weil man kann in der Passage, die danach kommt, sehr leicht sterben. Das ist halt ein Tunnel, der sich in verschiedene Richtungen aufspaltet, in 2 verschiedene Richtungen. Und in beiden Richtungen blockiert eine dicke Spinne den Tunnel. Oh, ich dachte, du vergisst immer, welchen von beiden du gehen musst. Nee. Aber hier war's denn jetzt nochmal? Da wo frische Luft kommt. Im besten Fall kann man wie hier jetzt an der Spinne vorbeirennen. Aber immer dieser 50-50-Moment in Speedruns. Ja, es ist so dumm. Der Dalek hat beide Tunnel abgeblockt mit einer dicken Spinne und normalerweise musst du sie irgendwie ganz vorne dann irgendwie zum Eingang locken oder so. Ich weiß nicht, was der Plan dahinter war. Okay. Ah, hier ist es so pink, das gehört zum Spiel. Hier, diese Wand ist übrigens auch toll. Ich wünschte, ich wäre hier gestorben, aber ich glaube, ich bin es nicht. Das wäre so ein schade. Bildfilter. Wenn man da vor der Wand kriegt man einen Checkpoint und der Checkpoint ist eine Katastrophe, denn die Wand verliert die Funktion, dass man an der Wand laufen kann. Einfach so. Und was? Das ist so ein schrecklicher Checkpoint, wenn man da stirbt und ja. Ist man denn gelockt oder kann man das trotzdem schaffen? Man kann das mit sehr viel Skill und sehr viel Nerven und Wut noch retten, aber es ist schwierig. Also man muss perfekt an dem Kletterteil der Wand dahinter landen. Ich weiß auch nicht, wieso man da einen Checkpoint hinpackt, wenn die Wand dann nicht mehr funktioniert. Deswegen meine ich auch, ich habe das Gefühl, sie haben sehr viele Checkpoints gar nicht gegengecheckt. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Also viel von den ganzen, ja. Viel von dem ganzen Checkpoint-Problem. Ich habe das Gefühl, hätten wir einfach einen Playtester gehabt, der nicht nur, sage ich mal, den Weg gespielt hätte, den man normalerweise gehen würde, dann würden diese Fehler halt auffallen. Also irgendjemand hat da nicht genug rum. Hätten sie es fertig gemacht, dann wäre es ein fertiges Spiel, das stimmt. Nein, das meine ich nicht. Es geht ja nur um Checkpoints. Das würdest du ja so easy gegen testen. Es sind ganz viele Checkpoints, ganz falsch, ja. Ja. Warum auch immer, also es gibt ganz viele Checkpoints, die das Spiel in so einen komischen Status bringen, dass nichts mehr geht und das
sollte einem ja einfach auffallen, wenn man einen Checkpoint ein einziges Mal gegenprüft. Genau das meine ich. Es fällt einem ja direkt auf, wie mit dieser Wand hier, dass du einfach nicht mehr diesen Wandlauf machen kannst. Die Funktion ist einfach von der Wand verschwunden. Und ja, das ist immer sehr toll. Ja, Leute, wir sind tatsächlich endlich quasi gleich raus. Wir müssen jetzt noch. Woo! Also wir sind aus Barad-dûr raus auf jeden Fall. Und jetzt kommt das letzte Stück von Mordor. Freiheit! Dann wieder eine wunderbare Kletterpartie. Wie so oft. Ach ja, die Spinnenjagd sehen wir gar nicht, ne? Die Spinnenjagd sehen wir gar nicht gleich, ne? Ich muss aber sagen, jetzt wo wir ja auch schon über eine Stunde im Run sind, es ist wirklich unterhaltsam zuzuschauen. Also ich bin fasziniert davon zu sehen, wie dieser kleine Gollum überall ganz schnell hinspringt und alles ignoriert. Ja, ich mag halt, es passiert nicht durchgehend was, weil man zwischendurch immer diese Lava-Passagen hat, aber ja, abgesehen von denen passiert halt immer was. Also man hat immer irgendwelche Tricks, Glitches, die kommen. Jetzt kommt zum Beispiel auch, ihr seht das Gitter da unten schon, wo der Ork steht, jetzt da links. Das existiert nicht. Das ist eine Illusion, man kann einfach durchfallen. Okay. Und hier kommt ein Trick, der richtig gemein ist, denn man springt gerade an der Wand vorbei und versucht dann nach rechts zu kommen. First Try tatsächlich gelungen, ja. Boah. Das Gemeine ist, die Steine da vorne oder generell die Steine hier auf dem Boden haben sehr komische Hitboxen. Man bleibt manchmal einfach stumpf hängen. Und die auf dem Boden oder was? Ja. Und gerade an der Stelle ist das ein bisschen. Ja. Das ist sehr komisch. Du bleibst manchmal einfach stumpf hängen und weißt nicht wieso. Und das kann sehr frustrierend bei diesem Sprung sein, denn du kommst manchmal gar nicht bis da an. Du bleibst einfach hängen. Wo ich den Speedrun bisher auch loben möchte, ist, ich finde es aber sehr langweilig, wenn Speedrun nur darauf hinausläuft, dass man fast nur out of bounds ist. Ja. Aber hier ist eine schöne Mischung und selbst wenn man mal ein bisschen out of bounds ist, ist irgendwie lustig, die Fragmente des Levels zu sehen und sich zu denken, irgendwie nur das Wichtigste gerade ganz convenient für den Run ist halt noch da. Irgendwie, das finde ich sehr unterhaltsam. Ja, ich mag, also Metroid ist ja immer ein gutes Beispiel für einen rein, also Metroid Prime, rein out of bounds. Ja, den finde ich nicht so interessant zum Zuschauen. Oder Half-Life oder so. Ja, ich finde es dann auch immer nicht so interessant, weil du siehst ja was ich da gemacht habe, das ist auch sehr gut. Aber gut, das vorn drücken. Du siehst halt nichts von der Welt. Das ist ein Mult im Controller. Ich wünschte, ich hätte Notches im Controller. Das wäre wunderbar. Was hat Wie beim GameCube-Controller. Oh, der Xbox-Controller hat gar keine. Nee. Generell, war der GameCube-Controller nicht der letzte mit Notches? Das kann sein. Der letzte, den ich kenne zumindest. Na, Wii hat auch welche. Stimmt, der Pro-Controller. Oh. Und aber auch der Nunchuck. Doch, auch der Nunchuck. Oh, ne? Ja, stimmt. Ja, und das vermisse ich tatsächlich bei Controller. Also für Speedruns vermisse ich. Casual-wise gar nicht. Aber für Speedruns, um perfektes Movement irgendwo an manchen Stellen eher zu haben und den Stick irgendwo einfach locken zu können, wäre schon ganz schön. Ich find's cool, wenn es digitale Notches gibt, die man an- und ausmachen kann. Und hier ist übrigens ein Part, wo eigentlich Fledermäuse Gollum ins Gesicht fliegen, aber wir sind zu schnell. Die Fledermäuse werden nicht geladen, aber Gollum macht seine kämpft gegen Fledermausgeräusche. Da sind ein paar, aber die sind gefährlich. Oder geht's hier raus? Jetzt geht raus. Oh mein Gott. Das Licht am Ende des Tunnels. Ja, das Licht am Ende des Tunnels. Wir sehen jetzt das erste Mal das Spiel wieder von außen. Das, was jetzt kommt, ist direkt. Haben wir es jemals von außen gesehen? Ja, ganz am Anfang sind wir. Wir haben hier einen Ladebildschirm vergessen. Hier kommt jetzt gut. Ein Glitch, der auch komplett random ist, ob er funktioniert oder nicht. Denn wir springen hier in die Kante und manchmal Das sieht aus wie von innen. Das ist manchmal halt Mordor, der Stein out of bounds und manchmal nicht. Es gibt manche Stellen, wo man einfach nichts tut, außer den Stick da vorne zu drücken und A zu spammen und zu beten, dass der Glitch funktioniert. Die Stellen, mittlerweile haben wir für fast alle Setups gefunden und Umwege gefunden, aber das hier ist so die eine der letzten Stellen, wo man stumpf hofft und betet, dass Hast es schnell gebetet? Funktioniert. Ich habe so sehr gebetet. Hat nicht geklappt, oder? Nee, wie man sieht. Man kann einfach, wenn man das Spiel... Wenn man das Spiel gut kennt, kann man irgendwann dann so sagen, was, wenn ich diese ganze Stelle hier skippen könnte, indem ich da rüberkomme? Und dann versucht man einfach die ganze Zeit irgendwo durch Wände zu kommen, oder wie? Ja, also so funktioniert ja dann Glitch-Hunting in dem Moment auch. Ja. Sollen wir das oft? Okay. Achso. Obwohl, bei manchen Dingen, da verstehe ich nicht, wie Leute Glitch-Hunten. Also das ist dann so abstrus, dass ich mir denke, wie bist du auf die Idee gekommen, bei sowas hier durchzuspringen, zu sehen, ha, da
werde ich ein bisschen hochgepusht, vielleicht könnte ich da durch. Dass man das testet, das sehe ich voll ein. Das mache ich auch manchmal in Spielen und manchmal habe ich bei sowas Erfolg oder mir so, yeah. Aber da gibt es so richtig komplexe Dinge, wo ich meine, du schaust dir das Spiel dann schon mit Tools an, damit du. Also es gibt für Gollum keine, also für die Sachen ist halt, hierfür gibt es jetzt keine Tools oder so, aber du weißt halt, Unreal Engine hat die und die Fehler mit den und den Momenten manchmal und wenn da nicht gut gearbeitet wurde, dann kannst du es allein von der Engine dann teilweise schon einschätzen. Wie du hier zum Beispiel durch, also das mit dem Tor da gerade war halt einfach, die eine Kante drückt dich durch die andere, fertig. Das ist halt, gibt viele Stellen dann hier und wenn du einmal sowas findest, probierst du das halt an mehr und mehr Stellen aus und das ist ganz einfach. Aber also ja, es gibt Run natürlich Sachen, die so spezifisch sind, wo du wirklich mit Tools und ganz viel, wir wünschten, wir hätten Tools. Für, also Collision View zum Beispiel oder sowas für Out-of-Bounds-Passagen oder später gibt es eine Stelle, wo Dedelic sehr verrückte Dead Zones gesetzt hat und wir wüssten gerne, wie die aussehen. Also es gibt schon Sachen, wo wir hier gerne Tools für hätten, um einfach mehr zu sehen. Ist da jetzt Krog drin? Graschnik meinst du? Nee. Oder was meinst du gerade? Sag, was sie trinken. Ach so. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist für eine Flüssigkeit. Irgendwas ist da drin. Das ist übrigens die Passage. Gleich kriegt man an einer Stelle halt manchmal einen Checkpoint, manchmal nicht. Aber ich habe mich hier extra für euch umgeschaut. Ist das nicht toll? Damit ihr mehr von, Mordor seht. Ist der Run jetzt eigentlich trotzdem schneller als den Weltrekord-Run geworden, oder? Nee, der hier ist langsamer. Okay. Der ist auch am Ende gestorben. Also der war Weltrekord-Pace bei meinem alten Weltrekord, bei meiner alten Weltrekordzeit und der starb hier am Ende. Durch Sachen, die wir später dann drauf eingehen, was ich vorhin schon meinte. So ein Ryan kann in der letzten Minute noch sterben. Ja. Und hier kann es passiert. Das ist hier passiert auf jeden Fall. Also ich hätte besseres Movement haben können und dann hätte ich vielleicht sogar mit dem Run einen Weltrekord gemacht. Aber danach habe ich ihn eh geschlagen. Man sieht jetzt die Stelle da vorne, wo man gleich hochspringen kann. Und das ist, was ich vorhin meinte, wo Gollum, wenn ein Checkpoint kommt, einfach stehen bleibt. Außer man ist gerade in einem Sprung drin oder so. Und dann fährt der Karren natürlich weg. Es kommt danach halt ein anderer Karren. Hier war ich jetzt im Sprung und es hat gespeichert und ich konnte weitergehen. Wenn du nicht im Sprung, er bleibt einfach stehen. Das ist so merkwürdig. Checkpoints sind irgendwie generell eine Wissenschaft für sich in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Stelle hätte ich nicht gemocht mit dem Springen, weil ich immer wahrscheinlich gegen gesprungen wäre. Das ist die eine Stelle, die du nicht gemocht hättest aus dem Spiel. Ich mochte die Stelle gar nicht beim ersten Playthrough. Ich bin hier doch öfter gesprungen. Oh, man, beim Rückwärtssprung steht nicht, übrigens immer mit X Rückwärtssprung. Rückwärtssprung mit X an diesen Stellen funktioniert nie und manchmal funktioniert es auch dort nicht an der Kante zu grabben, wie in diesem Fall. Also machen wir die Stelle. Genau, richtig. Aber ja, wenn du diese Wände hochläufst, steht immer X-Rückwärtssprung und es gibt nicht eine einzige Wand, wo du X drücken kannst für einen Rückwärtssprung. Also es hat bei mir zumindest bis heute bei nicht eine einzigen Wand geklappt, weshalb ich immer A drücke und Gollum dann einen sehr weiten Sprung von der Wand abmacht. Ich verstehe auch nicht, wieso. Also entweder haben sie einfach nur die Button-Prompts falsch gemappt oder so und einfach nur auf die falsche Taste das oder wir haben vergessen, die Fähigkeit draufzupacken auf die Wand. Ich weiß es nicht, aber er springt nur nach hinten, wenn du halt A drückst in dem Fall und nicht X. Also hast du den also das war, wenn du A drückst, das theoretisch nie gesehen, oder wie? An Wänden, den Rückwärtssprung, den Dedelic da mit X eigentlich haben möchte, habe ich nie gesehen. Okay, das ist also ein anderer Sprung, den du machst. Ja, genau, richtig. Und ja, das war quasi alles rund um Barad-Dur. Erneut. Nee, so alles, also auch außenrum. Wir sind jetzt mit Barad-Dur durch. Wurde endlich. Hat er gerade eine Dragon Ball Warp-Animation gemacht für 2 Frames? Vielleicht. Das passiert manchmal, wenn man ganz genau darauf achtet, bei manchen Cutscenes, wenn du die vorskippst oder so, dass Gollum irgendwo hin teleportiert wird. Wir sind jetzt wieder im Schattengebirge, Freunde. Wenn irgendwas toll ist, dann ist es doch Gebiete zu recyceln. Aber ich kann euch sagen, dadurch, dass wir hier sehr viel skippen, sehen wir gar nicht so viel davon. Aber viele Cutscenes und so weiter passiert auch den Game of the Year. Ja, das hier ist die Gollumshöhle. Ich glaube, es gibt keine Game of the Year Edition. Das gehört übrigens gerade zum Spiel. Nein, ich meine, damit Baldur's Gate, da sind auch ständig die Charaktere letzte Chapter so war auf jeden Fall in Baldur's Gate. Ja. Wir haben eine tolle Finale-Erfahrung mit Glitches. Gollum seine Höhle ist das. Genau, richtig. Hier waren wir ganz am Anfang. Jetzt gehen wir denselben Weg zum Teil wieder. Oh, manchmal funktionieren diese Wände übrigens nicht. Manchmal läuft man einfach stumpf dagegen. Ich dachte mir schon, dass das Spiel ähnlich wie Uncharted ist, aber es ist einfach das gleiche Prinzip.
Anfang siehst du eine Stelle und dann irgendwann bist du da wieder und denkst dir, oh ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja, nur normalerweise, wenn du in Spielen irgendwie an Anfang oder so zurückkommst, bist du ja mächtiger, hast tolle neue Fähigkeiten. Hier ist alles genauso vorher. Sie ja, hier. Er hat über Fisch geredet. Er hat auch den Song gesungen gerade. Macht er immer. Hier haben wir jetzt eine grandiose Stelle. Also normalerweise, am Anfang sind wir erst nach rechts gegangen, diesmal gehen wir nach links. Dementsprechend unterscheidet sich der Weg hier ein bisschen. Hier kommt jetzt gleich, bei dem rechts sieht man ja diese Ranken. Und von diesen Ranken kann man rechts zu anderen Ranken springen. Das funktioniert sehr oft nicht. Egal wie perfekt du dich ableinst, Gollum erkennt sehr, macht diesen Sprung nach rechts quasi. Er dreht sich in der Luft und kann sich nicht festhalten. Ich möchte anmerken, auch das ist eine Sache, die mir das öfteren in Uncharted passiert. Das ist einfach Uncharted. Ich glaub, sie aber im Gegensatz, das ist wirklich sehr von Uncharted inspiriert, ganz offensichtlich. Im Gegensatz zu Uncharted ist aber, würde Tolkien nie etwas nicht kartieren. Das stimmt. Okay, der war gut. Ich habe gehört, es gibt ein Buch mit ganz vielen Karten. Ja. Einfach. Diese Stelle frustriert mich immer mehr aktuell. Man kartiert aber öfter Dinge in Uncharted. Auch wenn er durch wollte Gollum. Das heißt aber Uncharted. Ich weiß nicht, was Uncharted unkartiert. Die Geister. Unkartiert. Die Geister. Glaube ich. Also das war zumindest mein Witz gerade. Ja, ich habe das genauso verstanden. Aber ich sehe ja auch sehr viel, nicht, dass es davon inspiriert wäre oder so, aber mich erinnert alles hier einfach an Rayman 3 meets Prince of Persia irgendwie. Das sind so die Spiele, die ich gespielt habe. Das freut mich, dass du auf jeden Fall mit Gollum dann so gute Vibes hast, dass es dich an diese zwei Sachen erinnert. Und ja, dieser Sprung, also diese Stelle macht mich aktuell in letzter Zeit ganz oft sehr fertig, weil ich hier sehr oft sehr viel Zeit verliere. Und deswegen, wer auch immer das hier sieht, fang den Speedrun an. Der Speedrun ist sehr unoptimiert. Bitte, mach's besser. Bitte schlag meine Zeit. Kann man bei dem Sprung, also, er hält sich einfach nicht fest. Die Sache ist, man hat ja das oft in Spielen, in Ben Gollum auch, dass wenn du ganz an der Kante dran bist, quasi diese Neigung nach rechts, er macht einen Arm nach rechts. Ja, wenn er nicht die Armbewegung macht, ja. Genau. Nicht die richtige Armbewegung. Aber er macht es selbst mit der Armbewegung, dreht er sich teilweise einfach. Nicht nur hier, auch an anderen Stellen. Also das macht es auch so komplex manchmal, dass auch inwiefern so die Abstände drehen von Sprüngen teilweise eine Katastrophe dahin, sind. Statt, dass er dahin springt. Und das ist, genau, er dreht sich halt um 90 Grad in die andere, also er dreht sich um 90 Grad nach rechts dann einfach, statt den Sprung gerade an der Wand zu machen. Und das ist halt einfach dumm. Einfach dumm. Einfach dumm. Dumm. Ja, wir lotsen jetzt, wir helfen jetzt Graschneck übrigens gerade, der läuft unten lang, wir laufen oben lang und wir helfen ihm ein bisschen durchs Gebiet zu kommen gerade. Und gleichzeitig haben wir natürlich klassisches Videospiel Stealth-Gras. Ja. Mich wundert echt, dass Graschneck noch lebt. Ich hätte wetten können, dass der da in Mordor stirbt oder so. Das Gras hatten wir schon am Anfang. Graschneck stirbt gleich. Keine Sorge, wir verabschieden uns gleich von Graschneck. Ist er nach dem Gras benannt? Was? Nein, Graschneck heißt Neuer. Das heißt Lamm. Graschneck heißt Lamm. Zumindest wenn man die Smeagol-Option nimmt. Nee, Graschneck heißt einfach Neuer oder sowas. Ich weiß Vorher kannst du nicht schreiben, was mit Lamm, deswegen dachte ich, das ist ja, man kann, wenn man die Smeagol, dann wird er angelogen und dann sagt er, Graschneck heißt Lamm und wir nennen die neuen Lamm, weil sie so süß sind. Ach so. Ah. Das ist der Joke von Gollum da. Okay. Ja, und jetzt er heißt Agnes, das bedeutet Lamm, Lamm Gottes. Diese Höhle kennt man vielleicht auch aus dem Herrn der Ringe, vielleicht ein bisschen anders, mit hier der guten Kankras, die süße Spinne, die später vorkommt. Wird jetzt auch hier wichtig. Ja. Und warte, warum waren dann so weit unten schon die Spinnen? Eine andere Spinne. Das war eine andere Spinnenhöhle. Oh. Mann. Vielleicht die Kinder. Hier kommt gleich nicht so große Spinnen. Hier ist ja eine große Spinne. Hier ist übrigens, na, es waren ziemlich wieder große Spinnen. Von denen ist ja nur Kankra so groß. Wenn ich in meinem Keller hätte, wäre es so okay. Ja. Es gibt auch lore-wise, was ich auch gelernt habe, eine Spinne, die also am Anfang ein Charakter, der mit Morgoth rumhängt und die wird dann zu einer Spinne. Also die paart sich mit Spinnen dann irgendwie und das ist alles sehr weird, was Tolkien da geschrieben hat. Ja, und Kankra hat sich irgendwie mit ihren Kindern gepaart oder sowas, um noch mehr Kinder zu zeugen, was auch interessant aber vielleicht ist. War das auch eine der ersten Instanzen, wo jemand überhaupt daran gedacht hat, eine Spinne so hoch zu skalieren? Wäre stark. Ich könnte mir vorstellen,
da sowieso Tolkien eine Menge aus besonders nordischer Mythologie übernommen hat, dass das irgendwie schon mal ein mythologisches Ding war mit einer Riesenspinne. Ja, diese ganzen Sachen sind immer mythologisch. Kurz erklären, was jetzt hier passiert. Hier ist halt dieser Höhleneingang und was ich versuche, ist reinzuspringen und wieder rauszuspringen, um die Animation im Speicher zu storen quasi, dass Gollum kriecht. Man darf, sobald man diese Animation gestort hat, also es gibt keinen Indikator dafür, dass man es geschafft hat, was schrecklich ist. Und man darf, sobald man es geschafft hat, nicht aufhören zu springen. Denn sobald ich aufhöre zu springen, fängt Gollum an, diese Kriechanimation zu machen. Also dann kommt dann auch sieht dann aus, als ob er in einem Tunnel drin sein würde, obwohl wir es nicht sind. Und wir brauchen das. Also Beispiel, er kann nicht kriechen ohne Tunnel. Er kann so nicht kriechen. Also wir brauchen diese Kameraoption, die in einem Tunnel aktiviert wird quasi. Genau, also ohne Tunnel könntest du gar nicht einfach dich entscheiden zu kriechen. Ich kann jederzeit ganz normal auf den Boden kriechen, so ist es nicht. Ich brauche halt nur, also wir müssen das Spiel gleich, wir müssen die Kamera quasi okay. von dem Tunnel mitnehmen. Das ist das, was wir jetzt gerade storen. Jetzt würde hier, wie gesagt, der ganze Crash Bandicoot-Part beginnen, wo man vor der Spinne wegläuft. Aber den skippen wir halt komplett, weil wir die Kamera halt dazu bringen, uns mit uns durch eine Wand zu gehen und uns in den Checkpoint reinzubringen. Okay, oh. Du gambelst gerade die ganze Zeit, dass es überhaupt so ist. Es könnte sein, dass du es nie gestort hast gerade. Genau, richtig. Man gambelt okay. bis zu diesem Punkt hier. Und das ist jetzt und dann freut man sich, wenn es passiert. Genau, wenn es passiert, jetzt gerade. Wie oft passiert es, dass es dann nicht gestort ist und du dann da stehst und dir denkst, scheiße. Reden wir nicht darüber. Also, ich dachte, du hast einfach ein gutes Gefühl dafür irgendwann entwickelt. Jein. Es gibt für mich einen klaren Punkt, wo ich es erkennen kann. Und dann gibt es halt die Methode, wie man es schneller machen möchte, wo du es 100% gar nicht erkennen kannst. Aber bei der langsameren Methode kann es sein, dass man halt immer wieder in den Tunnel kriecht und du willst ja nicht in den Tunnel kriechen. Und ja, Graschneck wurde von der Spinne getötet. Das haben wir leider nicht mitbekommen. Schade. Graschneck, man hat auch die Option zu sagen, ob man Graschneck tötet oder nicht tötet. Ich glaube, das hat auch keinen Einfluss und Graschneck stirbt immer. Und hier ist wieder eine der tollen Stellen, wo man nur warten muss. Es gibt einen Out-of-Bounds-Glitch hier, dass man an der Tür vorbeikommen kann. Ich habe ihn noch nie gesehen. Es gibt einen der Community, der sagt, das geht so und so, aber es gibt keinen Videoproof dazu. Aha. Nice. Ja. Dementsprechend sitze ich hier und warte wieder. Der Zauberer ist vermutlich Gandalf. Da ist es Gandalf, genau. Und das sind die Elben, die haben auch sehr was besondere Was sind das für Schulterpolster? Was sind das für Köcher, bitteschön? Die Köcher geben gar keinen Sinn, weil Pfeile natürlich nie in der Form angeordnet sein können, außer da sind so kleine Lederbändchen oder so, die die Pfeile halten, aber da kannst du die Pfeile ja die haben so einen Besteckkasten, die haben so einen Besteckkasten noch drin im Köcher hinten, wo man die so einzeln reinstecken kann. Ja, die Köcher haben mich auch sehr aufgeregt. Ein Messerblock meine ich, Messerblock. Aber, ja. Oh, ein Messerblock. Er weiß, wann er Geburtstag hat. Ja, Gandalf hat ja jetzt gerade lange mit ihm darüber geredet, eigentlich, also über den ganzen... Ich frage mich auch, woher Gandalf das wissen soll mit Smeargol und mit Diagol, wo die auf dem Fluss waren und den Ring halt gefunden haben an seinem Geburtstag, weil Gollum hat ja am Anfang nichts verraten und... Wusste Bilbo davon? Er hat so seine Mittel und Wege. Bilbo wusste auch nicht davon. Okay, dachte, dass er es vielleicht in der Höhle im Monolog erzählt hat oder so. Ja, nee, deswegen, ich bin so verwirrt, woher Gandalf das an diesem Punkt weiß, weil er Gollum ja komplett darüber ausfragt. Also man kann mich da gerne korrigieren, aber im Spielmehl habe ich es nicht herausgefunden und ich verstehe es auch nicht ganz. Gandalf hat wohl der Herr der Ringe gelesen. Oh, das ergibt Sinn. Erfährt es überhaupt irgendwer oder ist das eine reine Introspektive nur von Gollum eigentlich? Also, ich weiß gerade nicht mal mehr, wie man das im Film erfahren hat. Also, nee, Gandalf hat, glaube ich, die Geschichte im Film erzählt. Ja, der Köcher ist super, ergibt gar keinen Sinn. Ich glaube, Gandalf hat die Geschichte im Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in den Filmen war. Und ja, wir sind jetzt hier bei den Elben angekommen. Wir sehen tatsächlich mal ein bisschen grün und ein bisschen andere Lichter und wir kommen auch gleich nach draußen. Also ich sehe bisher noch nicht, ich meine... Also ich muss sagen, für Elben sieht es sehr düster aus. Ja, wir sind hier das Moos an den Steinen. Das ist schon wenn wir durch die nächste Tür gehen, wird es euch nicht flashen, aber es wird auf jeden Fall grüner. Es wird jetzt alles, es wird jetzt hübscher und hübscher. Y-Garten. Ja, der Y-Garten. Die Tür ist später auch super bei einer Cutscene, weil wenn man zu früh Y drückt, softlockt sich das Spiel. Wie bei so vielen anderen Dingen. Weil, das ist ganz lustig später, es gibt dann eine, die da redet. Und wenn man während sie redet, kann man schon Y drücken. Das ist grün. Aber das ist einfach nur Smaragdhain mit den Druiden. Ja.
töten wir jetzt alle Druiden? Töten wir sie? Frage. Keine Ahnung, die haben unten einen Tiefling, die kümmern sich schon um den, der hat geklaut. Morgen lässt die Goblins rein. Der kriegt, was er verdient. Vertraut ihm nicht. Oh, das kann man Flora machen. Haben wir schon mal, wo ist die Fauna? Hier sprechen sie übrigens auf den Hobbit an, auf die Zwerge und ihre wundersame Flucht. Und hast du schon Der Hobbit gelesen? Random Ape hat anscheinend die Sicherung dafür gemacht, die gerade redet. Ja, sie hat sich anscheinend mehr Mühe gegeben, aber davon merken wir natürlich beim Spielen nichts. Warum sind wir eigentlich bei den Elben jetzt loremäßig? Loremäßig hat Aragorn Gollum ja irgendwann auf Gandalfs Wunsch hin gefangen genommen, weil Gandalf Gollum ausfragen wollte über die Zeit in Barad-dûr. Und Gandalf hat Gollum dann quasi mit einem geilen Elbenseil gefangen genommen und hierhin geschliffen. Mit einem geilen Elbenseil? Ja. Na, das brennt an ihm, das mag er gar nicht. Warte mal, aber man hat Aragorn nicht im Spiel hier gesehen. Nö. Das wir ist sind nur jetzt die Lore dahinter halt. Also wir sind aber jetzt sind wir auf jeden Fall in der Gegenwart, auf jeden Fall jetzt. Wir sind jetzt in der Gegenwart, genau. Gollum hat so eine Geschichte erzählt. Die war auch relativ lang, die Geschichte von seiner Gefangennahme. Er war ja auch ein paar Jahre da, ne? Also musste man auf jeden Fall ein bisschen ausholen. Das war ja ganz wichtig. Oh mein Gott, mir fällt gerade eine Sache ein. Das Gollum-Spiel ist gar nicht so abwegig. Es gibt nämlich auch ein Aragorn-Spiel. Das stimmt. Das habe ich schon wieder gesagt. Sag ich auf der PS3, das ist irgendwie ein Kinderspiel oder so. Ich habe es nie gespielt, aber. Das Gollum-Spiel ist echt gar nicht mal so abwegig. Ich freue mich schon auf das Legolas-Spiel. Hoffentlich werden sie dann den Teil mit bearbeiten, wo er bei der Hobbit dabei war. Das finde ich sehr stark. Kennst das Legolas-Spiel, das wird auf jeden Fall ein Ego-Shooter. Kennst du das Video, wo man alles sieht, was Legolas jemals zu Frodo gesagt hat? Oh ja, ja, es ist so super. Das ist so schön. Ich vermute, das ist nicht viel. Und du hast meinen Bogen. Ende. Das ist alles, was Legolas je zu Frodo gesagt hat. Und bei diesen Cuts immer dieses Ende, so dö. Das ist so stark. Gibt so viele Videos davon. Ich meine, sie waren nicht so lange gemeinsam unterwegs. Ja, also sie waren ja waren schon... Sie nicht? Also sie waren nicht schon so lange unterwegs, davon kriegt man im Film nichts mit, bis zu dem Punkt, wo sich dann alles aufgespalten hat. Ne? Und sie haben natürlich so auch mehr miteinander kommuniziert irgendwann, aber davon kriegt man im Film halt nichts mit. Also im Film ist es halt alles nur, du hast meinen Bogen! Und das war's. Und dann reden sie nie wieder miteinander. Ja. Ja, hier ist mehr Jump'n'Run-Part. Wir kommen jetzt hier auch gleich zu einem Fluss, der irgendwie das Spiel auch in die Knie zwingt, was FPS betrifft, hier immer sehr schön. Was auch dafür sorgt, dass Sprünge einfach teilweise gar nicht funktionieren hier. Ich weiß gar nicht, wie ich hier durchgekommen bin. Aber das ist wieder ein so klassischer Jump'n'Run-Part. Ja, das ist. Ich finde gerade, hat Gimli überhaupt mit Frodo geredet im Film? Kann mich auch gar nicht erinnern. Frage. Ja, hast du meine Axt? Genau. Wer soll mehr geredet haben? Ist das in den Büchern eigentlich tiefer? Sie also, quatschen viel in den Büchern. Ich habe die Bücher vor ganz, ganz langer Zeit das letzte Mal gelesen, als Teenager. Hab sie ehrlich stehen, aber... Ich habe seit anderthalb Jahren, habe ich auch in den Videos drüber geredet, neben mir liegen und ich habe es noch nicht angefangen. Ich will sie vielleicht mal wieder lesen, aber ich habe Angst vor den Umgebungsbeschreibungen aus Die Gefährten. Es tut mir leid, aber da schlafe ich halt auch einfach komplett. Aber du kennst doch die Beschreibung, du weißt, wie lange die ungefähr gehen, kannst du einfach zwei Seiten skippen, wie Speedrun. Ja, aber das ist ja keine schöne Leseerfahrung, ne? Das ist effektiv das halbe Buch an sich, wo Wälder beschrieben werden. Ja, und deswegen, ich habe gar nicht mehr im Kopf, ich habe es jetzt nur öfter gehört, dass das so auch bei der Herr der Ringe und der Hobbit dann halt war vom Schreiben her, vom Tolkien, aber es ist bei mir zu lange her. Ich weiß, Hobbit war nicht so schlimm. Nee, Hobbit war simpler. Also du merkst, dass Hobbit ein Kinderbuch wahrscheinlich aus Hobbit seinen ist Sicht kein sein Kinderbuch. Sollte. Naja, aus seiner Sicht schon, würde ich behaupten. Es ist sehr es viel simpler geschrieben Sohn als Herr der Ringe. Geplant. Ja, ich glaube auch für seinen Sohn auch. Und du merkst, finde ich, am Writing, dass es sehr viel einfacher ist. Also zu lesen einfach. Ist ja auch nur super dünn, ne? Ja. Es geht 200 Seiten oder so, ne? Er ist wie ein Band aus der Trilogie, glaube ich, ungefähr von der Dicke, oder? Nee. Keine Ahnung, ich habe die Trilogie nur als ein Buch. Trilogie ist ein bisschen komisch. Ich glaube, das erste Buch ist 600 Seiten, das zweite 500 und das dritte dann 400 oder so. Die werden mit jedem Mal kürzer. Das kann ich glaube, wir haben Moggis Äquivalent zum Nintendo-Spiel gefunden. Was? Weil du es auch als Erwachsener enjoyst und dann so, na, das ist nicht für Kinder. Aber ich meine, das ist ein Kinderbuch.
Ja, hier ist vermutlich denkst, dass es zu kompliziert ist, oder? Für Kinder. Sehr spannend. Ja, man sieht ein bisschen mehr von der Umgebung langsam. Ist voll schön, ey. Voll toll. Jetzt erinnert es mich irgendwie an hier Lost Guardian oder wie das hieß. Weil das Guardian war, glaube ich, ein bisschen grauer insgesamt sogar. Also das hat den immer Farbkontrast so hochgeballert im Vergleich zu Mordor, wie es nur ging. Kann sein. Ich glaube, die Außenareale, die leiden aber ein bisschen unter der niedrigen Auflösung, also Einstellung wahrscheinlich. Auf jeden Fall, also es kommt auch ein Areal, ich weiß gar nicht, man sieht auch eine Stadt von Weitem, die sieht richtig hübsch, also es ist natürlich nur eine gigantische PNG, aber es sieht sehr hübsch aus später dann, um der Skywalk zu, also sie haben sich schon, wie gesagt, sie haben sich Mühe gegeben, auf jeden Fall. Dieser Köcher macht mich wild. Ja, hier ist auch eine tolle Stelle, wo man könnte sie überholen. Ja, der ist wie ein halbes Schutzschild. Man könnte sie überholen und schneller am Ziel sein als sie, aber dann geht sie wieder nicht weiter. Also sonst könnte man ein Instrument drauf spielen. Ja, eine Musik drauf spielen. So Saiten quasi. Ja. Oder was drumherum weben. Ich will da was weben. Ich mag die Hosen auf jeden Fall bei dem Männchen-Elb, der hat auch so eine irgendwie sehr weite Hose auf jeden Fall. Irgendwie erinnert mich das hier zu, also ich sehe, dass das hier Elben sind, aber das irgendwie in meinem Kopf sind das nicht ganz passend Herr der Ringe Elben, wenn du weißt, was ich meine, die Umgebung und alles, die Outfits. Ja, sehen also die nicht ganz anders aus? Cool. Es gibt verschiedene Elben Stämme. Das auf jeden Fall, ja. Also viele verschiedene Elbenstämme. Das sind jetzt auch nicht unbedingt die, keine Ahnung, die Baumhauselben, glaube ich. Okay. Die guten Baumhauselben. Der Kart umdrehen oder sofort hinsetzen. Ich mag auch, was sie gleich zu Gollum sagt. Er sagt irgendwie, du ermüdest mich und ich bin durstig oder sowas. Okay. Also, wenn er will, dann kann er ja mal schauen, ob er herausfindet, wo die Gollum-Milch herkommt. Oh nein. Ich hätte mir so gewünscht, der Ork hätte das gesagt. Es ist so, manchmal sagt er das. Selten. Ey, hässlich, ich bin durstig und du ermüdest mich. Jetzt reden wir mit... Ich mag meine Frauen wie meine Orks. Die hat Elrond erwähnt. Wen hat Elrond? Achso, sie hat Elrond erwähnt. Ich habe extra für Elrond euch das gute Sindarin Language Pack drin gelassen, ja, damit alles auf... Das muss man auch extra bezahlen, oder? Das ist in dem Special-Dingens mit drin. Ja, wow. Ja. Dafür, dass dann 5 Elben irgendwie so 2 Sätze jeweils auf Sindarin reden, ist lohnt Dankeschön. Sich auf jeden Fall nicht. Ja, hier lernen wir jetzt Mel kennen. Die begleitet uns jetzt auf jeden Fall durch den ganzen nächsten Wen? Part des Spiels. Mel. Wen melken wir? Nicht Mel. Maeve. Genau, wir nennen sie Maeve. Hier ist wieder auch eine wunderbare Tür. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Ein Glitch verstehe ich bis heute nicht, weil manchmal... Eine wunderbare Tür. Nicht. Hey. Das sind auch wie Fliesen für so einen Ort. Die sind ein bisschen schief. Aber nicht so hinter mir rum. Die schließen mit der Tür ordentlich ab. Der Rückweg durch die Tür ist auf jeden Fall noch schlechter abgeschlossen, so viel kann ich sagen. Also ich habe mit der Tür noch nicht abgeschlossen. Ich habe jetzt auf jeden Fall mit der Tür abgeschlossen. Ja, wir kriegen jetzt erstmal einen Korb von Mel und sie sagt, komm später wieder. Und wir springen einfach hier durch und Ende. Gott, und darf auch mal glücklich Seite. Sein. Und jetzt holen wir eine kleine Flasche Wein hier aus der Küche, die wir Mel bringen. Ich finde immer. Ach, und dann hat sie Bock auf dich, oder was? Dann hat sie Bock auf uns, ja. Wow. Ich mag immer, dass gesagt wird: ja, gib ihr nicht zu viel und wir geben ihr diese gigantische Flasche, wo irgendwie 5 Liter oder so reinpassen. Und sie kriegt das nicht mehr. Sie kann die Flasche ja nicht mal durch das Fenster nehmen, also. Ja. Oh, war. Vielleicht hat sie einen Strohhalm. Diese Party-Strohhalm, der ganz viele Rundungen dreht. Trinken würde ja gehen durch, ne? Wenn man nur den Hals quasi durchsteckt. Oh, so ein Looping-Strohhalm. Aber. Sie hatte die Flasche genommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, sie hat die Flasche genommen. Vielleicht hat der Strohhalm auch so Schokoperlen drin, die da noch einen Geschmack hinzufügen. Oh, nee. Dann ganz verrückt. Habt ihr das jemals probiert? Diese... Ich habe das noch nie getestet. Ja, hab ich. Hab ich nicht. Ist ganz nett eigentlich, aber... Ich denke eher an diese 2 Meter Party Sangria-Strohhalme. Okay, du solltest mehrere Strohhalme testen für ein Video. Ich hatte mal so einen Bacardi-Strohhalm, da war so Zucker noch drin im Strohhalm. Ich glaube, der Strohhalm selber war auch so aus so einer Maisstärke oder so. Wir trinken jetzt übrigens gerade aus irgendeinem Grund. Den kommt man nie, aber den kommt man danach essen. Ich habe schon mal aus einer Nudel getrunken. So eine harte, das kenn ich auch, lange Macaroni. Sie hat jetzt übrigens uns so eine komische Muschel mit einem Wasser drin gegeben, dass sie jetzt quasi in unserem Kopf ist und mit uns reden kann über Entfernung, wo auch immer sie die Muschel und das Wasser her hat. Ich weiß es nicht.
Die Muschel hat sie wahrscheinlich in der Nähe vom Wasser gefunden. Aber wo hat sie das Wasser her? Aus der 5 Vielleicht von den Wasserfällen der Königin. Also das Wasser hat sie von da, wo die Muschel her ist, vermutlich. Das Spiel möchte jetzt übrigens, dass man sich hier an den Fluss stellt und mit ihr redet. Also sie kann jetzt immer dann mit einem reden, theoretisch, wenn Wasser in der Nähe ist. Das ist jetzt so das Ding von dem Wasser, was wir da getrunken haben. Also hat sie das aus Galadriels Zukunftsbrunnen? Ich habe keine Ahnung, wo sie das her hat. Sie kurz mit einer Muschelhand gesagt, ich nehme mal ein Schlückchen raus. Amazon bestellt. Ich weiß nicht, ob die Elben Amazon haben. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass wir jetzt hier kurz einen coolen Gandalf-Talk bekommen und Gollum jetzt weiß, Alter, der König und Gandalf sind nicht da. Ich gehe hier weit. Wir können vorankommen. Und was ich vorhin schon mal erwähnte, dieser mega lange Dialog ist von Gandalf und dem König der Elben hier, den man halt gleich komplett skippen. Also man skippt das ganze Areal gleich, aber dazu kommen wir später auch noch. Erstmal kommen wir wieder zum nächsten Checkpoint Randomizer. Hier sind jetzt halt verschiedene Elben und hier ist auch so eine Schleichpassage und man kann natürlich nicht gesehen werden. Wenn dieser Elb einen sieht, geht das Spiel irgendwie auf 3 FPS manchmal runter. Ich weiß nicht, Spiel muss hier rechnen. Dieses Mal ging es sogar. Das ist auch so eine tolle Stelle. Stangen in diesem Spiel funktionieren sehr schlecht übrigens. Das Stangen, ist mir aufgefallen. In vielen Spielen allerdings auch. Ich wie der Bacardi Strohhalm. Zu lernen, wie diese Stangen funktionieren der und ging dass man halt nicht wie in fast allen Spielen einfach dran teleportiert wird, hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ja, ich wollte gerade sagen, man sieht, dass die dich nicht anziehen, also dass du nicht reinklippst, auch wenn du ein bisschen daneben bist, sondern du musst dich schon vernünftig treffen irgendwie. Aber das Problem haben manchmal nicht. Aber das Problem haben voll viele Spiele, finde ich, also oder? So mit diesen Stangen. Ich habe kein Spiel erlebt, das so schlimm hatte wie Gollum. Du fliegst auch manchmal durch Stangen. Ich habe es natürlich jetzt nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht, aber ich habe in vielen Spielen so oft diese Stangen verpasst. Und dafür hat die Kante gerade eben nicht sehr großzügig, obwohl du einen halben Meter daneben warst, noch herübergezogen. Naja, halt normalerweise funktionieren diese Stangen ja so. Das ist so ein schöner Raum, warum gehst du jetzt einfach? Das ist wirklich hübsch. Ja, was soll das denn? Ja, es tut mir leid, aber ich finde, das sieht schöner aus. Das ist jetzt verstehen wir gar nicht die Story, Mann. Die diepe Lore. Ja. Oh, hier gibt's vielleicht diesen tausendsten Loom. Nee. Das ist die PlayStation 1 Version. Stirbt! Ja. Und ist nicht deine Luftanzeige? Achso, verliert. Nee. Ja, man verliert erst Luft, also das ist die Stamina und Luftanzeige quasi und dann verliert und man dann irgendwann. Dann verlierst du Leben. Also, genau, das hat ganz schön lang gedauert, als die Luft leer war, als du angefangen hast, Schaden zu nehmen. Ja, ja, es dauert dann auch Gott sei Dank ein bisschen, bis man stirbt. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Aber ja, das gefällt mir gerade. Und deswegen hat Deschke dieses Tauchen-Achievement. Ja, unter anderem, weil man sehr oft tauchen muss in den Runs. Das heißt sehr oft, aber in jedem Run ein bisschen. Und irgendwann hast du deine 1000 Meter fertig, ne? Und zum ersten Mal nicht in Kacke oder Blut schwimmen. Ja, das ist auch dann sehr dann kommt schön. Das Absus Gollum DLC. Gerne auch ganz viele DLCs. Ich bin so begeistert. Ich meine, er wird sich über die Fische freuen. Hier benutzen wir jetzt übrigens nochmal so eine Muschel und können dadurch unter Wasser atmen für kurze Zeit. Gameplay-wise absolut nichts bringt, weil wir überspringen die Cutscene und schon ist das Unterwasseratmen vorbei. Hat man das nur in der Cutscene oder was? Das ist nur für die Cutscene, dass man hier halt hinschwimmt quasi. Also, das ist alles. Was ist hübsch hier? Ja, wir kommen jetzt auch in die Königsgemächer. Oder auch nicht. Oho. Doch, doch. Gollum, hier sollst du gar nicht sein. Überall hier LEDs und so, ist ganz wichtig, ne? Gollum, hier schlafen Könige. Das ist und frech. Vielleicht oben über vielleicht uns ist gerade so ein riesiger Kronleuchter. Und oben auf dem Kronleuchter ist die Glocke, eine Glocke, mit der wir Mel aus ihrem Gefängnis befreien können. Und wenn man hier einsammelt, kommt eine gigantische Dialog zwischen dem König und Gandalf. Was? Diese gigantische Option überspringen wir, weil das hat keine Kollision. Ui. Wir sind im nächsten. Wir gehen einfach raus. Ja, wir gehen einfach raus. Die aber dann Tür, ist ja Mel gar nicht befreit worden. Hm? Dann ist ja Mel gar nicht befreit. Nee, wir sind jetzt quasi ausgebrochen, also wir brechen quasi aus, um am Ende dieses Parts wieder einzubrechen. Ne? Um dann Mel zu befreien. Man sieht, sie haben sich Mühe gegeben, man sieht auch gleich, ich weiß nicht, ob man die Stadt gleich noch sieht im Hintergrund. Es gibt schon sehr schön. Gollum so, oh, wir sind raus, aber haben wir irgendwas vergessen? Wir brauchen Mel halt gleich, um Dinge zu tun. Oh. Okay, das war auch interessant. Okay.
Hier ist übrigens, hier muss der König seine Line anfangen, die jetzt gerade mit Wachen angefangen hat. Das ist manchmal sehr random und hat mich letztens auch einen Run gekostet. 6 Minuten Zeit hat es mich gekostet, bis er endlich diese Line angefangen hat. War sehr toll. Denn wir brauchen einen Checkpoint, der dadurch getriggert wird. Und ohne den Checkpoint kann man das ganze Areal hier nicht abschließen. Warum haben die so viele Dinge dahinter gelockt, dass du die Story einfach miterlebst? Weil denen die Story sehr wichtig war. Ich merke das schon. Sag ich ja, typisches Game Master Problem. Das ist halt wirklich, es ist sehr viel wahr. Oh, hier ist auch, man kann einfach durch die Wand fallen beim hier hochspringen. Das ist mir auch schon. Was spielt man das nicht für die Story? Ja, wenn. Aber du solltest. Ich meine, das war ursprünglich mal der Plan, aber ich glaube, Leute, die es letztendlich gespielt haben, haben es nicht wegen der Story gespielt. Nee, sondern um lustige Videos dazu zu machen. Ja, das schon, aber. Wir nicht. Ich meine, wenn es schon um Gollum geht. Der Out-of-Bounce-Part, der zum Glück sehr schnell geklappt hat hier in dem Run. Na, die Gegend sieht doch ganz nett aus. Ja. Hübscher kleiner Fluss. Ich würde hier rumlaufen. Wie man kurz die Barfußgeräusche gehört hat. Ich fand generell dieses Platsch, wenn Gollum auf dem Boden aufsteht. Aber Mogi kurz weg. Ist er gerade wieder zurückgelaufen? Ja, ich hab Socken an. Es gibt mir jetzt auch halt einen kompletten. Aber solche mit so Noppen. Es gibt mir jetzt auch einen kompletten Kletter. Hast du so bremst doch. Hier drauf springen und dann darüber und dann hoffentlich nicht abgeschossen werden von den Elben. Das ist das zweite Mal in den letzten 2 Monaten, dass Johnny mich nach irgendwelchen sehr spezifischen Socken fragt. Ja, ich habe letztens nach Kuschelsocken gefragt. Okay. Jetzt frage ich, ob ich Socken mit Noppen habe. Was willst du mit meinen Socken? Jetzt bin ich. Ja, und wir sind jetzt wieder eingebrochen. dann fällst du nicht mehr hin, Mogi, wenn du die trägst. Okay, was war der Sinn dahinter, dass wir ausbrechen, um dann ein paar Minuten später wieder direkt reinzugehen? Wenn wir woanders wieder einbrechen, also wahrscheinlich. Die Tür von Mel ist abgeschlossen durch eine Glocke und jetzt setzen wir die Glocke ein und durch das Einsetzen der Glocke öffnet sich ihre Gefängnistür. Und ja, das war der Sinn dabei. Achso, wir sind jetzt rumgelaufen, um dieses lange Gespräch quasi nur zu skippen. Oder wie? Wir sind jetzt rumgelaufen, um die Glocke zu holen, damit wir sie jetzt aus. Nee, das gehört schon zur Story. Achso, die Glocke war nicht in dem einen Raum. Die war in dem Raum, aber wir mussten ja von dem Raum irgendwie wieder zurückkommen. Und normalerweise kommst du dann halt in den Garten, weil es der einzige Ausweg ist. Das ist hier übrigens jetzt auch so ein 3,5 Minuten. Wir gehen ganz langsam mit Mel durch die Gegend. Und warum ist Mel im Gefängnis? Sie ist zu ihrem eigenen Schutz dort. Die Lore ist, sie und ihr Boyfriendo Gwendel und 6 andere haben um das ganze Gebiet herum so einen Nebel geschaffen, durch den man nicht durchdringen kann. Also wie beim Dekobaum zum Beispiel, dass man halt in Breath of the Wild da gar nicht vorankommt. So einen Nebel haben die hier auch gemacht. Und dabei sind alle gestorben, außer Gwendel wissen wir noch gar nicht, ob der da gestorben ist. Und außer sie. Sie ist blind dabei geworden und zu ihrer eigenen Sicherheit haben die Elben sie da eingesperrt. Sie ist keine Gefangene, wie sie betonen. Sie ist zu ihrer eigenen Sicherheit dort drin. Und das ist die Line, würde ich jetzt Y drücken, zu früh, dann würde ich nicht rauskommen. Man kann die ganze Zeit Y drücken halt und man muss aber erst ihren Dialog komplett abwarten. Oh mein Gott. Sonst sich das Spiel und man fängt diesen ganzen Part von vorne an. Ist ja nett. Heißt man mit Vornamen Kara? Ich denke nicht. Nee, das war Malz. Ich glaube, der ist Akti mit Vornamen. Akti, Bruder. Ja, und hier ist auch einfach nur, wir warten. Sie macht jetzt hier den Wasserfall auf. Hat sie noch eine Muschel dabei, die sie mit dem Wasser füllen kann? Können wir ein bisschen telefonieren. Nicht. Man könnte halt durch dieses 1 cm dicke Wasser einfach durchgehen, aber hier ist das anscheinend wichtig, mit Magie den Wasserfall aufzumachen. Und wir suchen einen Fisch. Wir schnappen uns einen. Ich würde gerne Gollum, in diesem Wasser baden. Das sieht immer Gollum als sehr schön angenehm da aus. Gollum ist hier schon durch ganz andere Türen gekommen. Das stimmt. Aber ja, diese Tür können wir leider, diese Barriere zu überwinden wäre schön. Dahinter kommt dann noch eine abgeschlossene Tür und beides ist abhängig davon, dass sie ihre Sätze ausspricht, dass man mit den Sachen interagieren kann. Na. Deswegen ist das immer hier so ein 3,5 Minuten wundervoll warten. Da ist sie. Er dreht sich so schön. Ja. Sesam. Öffne dich. Und die Mord kann man dann keinen machen, weil Gollum an sich in einem Dialog ist, oder? Was kann man nicht machen? So ein Emote. Achso, ja, solange. Also jetzt könnte ich, glaube ich, bis er wieder redet, einmachen. Jetzt würde er wieder reden. Ah, nein. Ich glaube, dazwischen könnte man vielleicht einmachen. Die Emotes sind halt sehr. Ja. Ist hier Springen wirklich schneller? Hier ist es eigentlich egal, weil du musst eh warten, bis sie. Ah, okay.
Das Knistern ist wieder da. Ach stimmt, ja, die braucht wahrscheinlich. Die muss ja auch erstmal hochlaufen. Ja, das dauert hier und dann hat man hier noch die Dialogoption gleich, wo man Smeagol oder halt Gollum wählen kann oder halt einfach gar nichts. Gar nichts ist ein bisschen schneller und dann kann man machen. Und dann ist man auch hier endlich raus. Also der nächste Ich mag das. Das zeigt so Zivilisation, siehst du? Hinter der Tür Zivilisation. Hast du das auch aus diesem... Ich höre schon wieder so Krise im Ton. Ja, yeah, meinte ich doch gerade. Achso. Ist jetzt bestimmt wieder weg, weil neu lädt. Ich kam gar nicht auf das Wort Pionier. Ich weiß gar nicht, ob es an, also, ob's an Discord liegt oder an meiner Aufnahme liegt. Ich höre es jetzt auch in der Aufnahme nicht. Ich habe es auch relativ leise. Okay. Ich benutze dafür das erste Mal diese Anwendungsaufnahme Beta benutzt. Also ich habe es am Anfang auch gehört. Ja, dann war es weg und jetzt ist wieder da. Ich höre es die ganze Zeit. Die Lore für die Katze, der Vogel hat uns gefunden und hat uns jetzt, ist zum Kerzenmann zurückgeflogen und hat uns jetzt verraten. Der hat uns verpetzt, nein. Die Sau. Und jetzt kommen sie alle hierher. Ja. Oh nein, nicht die Elben. Die Elben sind immer so nett und nicht überheblich. Och. Auf gar keinen Fall. Willst du mir sagen, der Vogel hat gezwitschert? Ja. Nein. Genau das. Dieser Baum ist auch übrigens eine Katastrophe, denn aus irgendeinem Grund haben sie statt die Kletterranken durchgängig gemacht, hier eine winzige Lücke zwischen gemacht. Und Gollum macht den Sprung nicht immer. Oder oh den Sprung nein. Oben. Ich weiß nicht, was sie sich hierbei dachten, aber beide Stellen, sowohl nach links als auch nach oben zu springen, funktionieren sehr häufig nicht. Das treibt mich in den Wahnsinn. Aber so ist das Spiel nun mal, ne? Nee, aber hier ist jetzt mal ein dichter Wald. Ja, jetzt haben wir hier dieses wunderbare Laire geholt. Zwergenbart. Sieht nicht aus wie ein Zwergenbart, aber hey. Hier ist eine der wichtigsten Dialogoptionen im Spiel, dass man die Gollum-Option nimmt. Denn wir kommen gleich, also wir haben das jetzt gesammelt. Wenn du ihr traust, dann quatscht sie noch weiter. Nee, es wird noch schlimmer, wenn wir ihr trauen und das Zeug fressen. Also wir tun jetzt so, als ob wir das Zeug fressen. Und gleich kommt eine Höhle, nachdem wir hier gewartet haben, bis das Wasser weg ist. Und in der Höhle, wenn du das Zeug, wenn du ihr vertraust, kommen so Wahrheitskäfer. Und es dauert eine Minute, durch diese Höhle zu laufen, extra. Du einfach komplett am Durchschleichen bist und ganz viele Dialogoptionen dazukommen. Und ja, die kann man damit skippen. Dieses, wo kommt das Knistern jetzt her? Ich habe mich auch mal ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, das Wasser hat es gerade sehr intensiviert, auf jeden Fall. Das sind wahrscheinlich die Wassergeräusche oder so, die nicht richtig übertragen werden. Das ist bei mir doch auch. Nee, das hatten wir auch vorher nicht. Ja, wir machen später wieder lauter. Oh, jetzt wo es. Ich habe leiser gemacht. Boah, jetzt hier. Was mit der Aufnahme, Dashkurs, hast du gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe OBS-Feuer. Anwendungsaufnahme-Audio das erste Mal probiert. Das ist ja dieses, nicht neue Feature, das gibt es ja auch schon ein Jahr, aber... Ja, war wahrscheinlich nicht die beste Idee, das damit zu testen. Nee. Aber währenddessen konnte er sich ein YouTube-Video anmachen. Ja, und... Hätte auch auf dem Smartphone anmachen können. Dinge gucken. Warum auf jeden Fall jetzt passt es wieder. Weil wir sonst nur langsam gehen können und dementsprechend ist Hüpfen jetzt gerade schneller. Oh, wir können nicht sprinten. Wir können wieder nicht sprinten, genau. Mensch, Fully, das hat Dashke von 90 Minuten erklärt. Hat Smeargol große Füße eigentlich? Weil Hobbits haben das doch eigentlich. Die Füße sehen schon sehr groß aus. Kommen die dir klein vor, Johnny? Bisschen. Nee. Die sind ziemlich groß. Sind die auch ziemlich groß? Ich hab eben gedacht, sie sind recht groß, aber ich dachte, die wären größer bei Hobbitsen. Stolz. Die sind haariger bei Hobbitsen, ja. Das auf jeden Fall. Ja, die Haare gehen ihm halt aus, das sieht man ja. Vielleicht fängt das bei den Füßen an. Hier sieht es ein bisschen auch aus wie die Höhle, wo er im Film am Anfang den Regen betrachtet. Hier sammeln wir jetzt auf jeden Fall Essen für Mel. Wir wissen nicht, was Mel isst. Also sammeln wir einen Pilz, eine Schnecke und Wurzeln. Das sagen die älteren Hobbits immer. Der Haarausfall beginnt immer beim Füßen. Kennst dich da aus, habe ich das Gefühl. Und das ist dann auch das Peinlichste, wenn da unten keine Haare mehr sind, dann bist du eigentlich schon in deiner Hobbitkeit eingeschränkt. Kannst gleich mehr zum Dorf festgehen ohne Schuhe. Ja. Schuhe tragen als Hobbit ist ja dann natürlich auch. Du meinst Wacken? Normalerweise hat man jetzt hier übrigens einen extrem langen Kletterpart, den überspringen wir, indem wir das Gebiet einfach zurückgehen, weil der Delik hat natürlich nicht damit gerechnet, dass man ein Gebiet rückwärts laufen kann.
Und ich, ich hoffe, ich komme gleich noch drauf, dass ich vielleicht gerade den Checkpoint lieber neu laden müsste. Denn ich verliere gleich zu 100% Leben. Und anscheinend bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich zu wenig Leben habe, um hier weiterzuspielen. Es ist auch sehr random. Manchmal kriegt man hier oben einen Checkpoint. Ich habe den noch nie bekommen. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich kein Essen habe. Ich krieg gleich zu 100% durch eine Cutscene Schaden, weil in der Cutscene, wir waren ja gerade in diesem Turm und der Turm existiert nicht wirklich, wenn man rückwärts geht. Und man landet dann halt nicht, wo man sonst landen würde in der Cutscene, auf einem festen Fußboden, sondern fällt einfach runter. Das wird dann, das macht uns immer Schaden. Also hier ist eigentlich ein wunderschöner, toller Turm. Der ist nicht da. Das sieht sie aber nicht. Es ist, nee, das interessiert sie gar nicht. Nein, sie sieht es nicht. Ihr ist nie aufgefallen. Sie sieht sowieso nicht. Ja. Aber der Vogel hat es gesehen. Der Vogel hat alles gesehen. Jetzt machen wir einfach Platsch. Platsch. Und jetzt kommt... Platsch, Platsch. Aber noch schnell raus durch die Tür. Ich versuche immer, die Tür noch mitzuerwischen, damit ich hier diesen Cycle schaffe vor random lila Kugeln, von denen Tolkien bestimmt mal geredet hat. Ich wollte gerade sagen, was sind diese lila Kugeln? Ich sagte doch, hier gibt es Looms. Das sind Looms, ja. Das sind Looms, ja. Richtig dicke Looms. Ich habe den Checkpoint hier zum... Hier kriegt man auch manchmal einen Checkpoint, manchmal nicht. Ach du dicke Looms. Und die Dinger killen dich wahrscheinlich instant, ne? Also zwei würden mich killen, eine nicht. Also sind sie schwächer als die Drecksackblase? Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn sie mich treffen, bin ich die Funktion genommen, was zu sehen. Also ich kann kaum noch was sehen und ich kann nicht mehr rennen oder springen für kurze Zeit. Niemand weiß genau, wie stark die Drecksackblase ist. Er hat den Rekord im Pinball. Nee, wie heißt das? Das hat Blashka vor 20 Minuten erklärt, Fully, warum sie erblindet ist. Ja, ich weiß, weil sie den Nebel erschaffen hat, aber hat sie vielleicht auch einfach nur so eine lila Kugel berührt und wusste es nicht. Ach so, meinst du das? Hier ist übrigens eine grandiose Stelle. Ja. Ich kann hier vorlaufen, aber der Delikt möchte nicht, dass du vorläufst. Denn würde ich weitergehen als den Punkt, bis zu dem ich jetzt gehe, würde das Spiel sich softlocken. Mein Gott, das ist ja. Also brechen immer wir jetzt so. Noch nicht durch den Nebel. Nee, wir müssen jetzt gleich. Hier kommt jetzt ein grandioser Rätselpart. In meinem ersten Playthrough habe ich hier den Verstand verloren und wollte einfach nur noch aufhören, in diesem Spiel zu spielen. Wir mussten jetzt auf den Kastenträger warten, bis wir weitergehen. Da hinten ist der Nebel übrigens. Durch den Nebel werden wir gleich, kleiner Spoiler, wir werden über 2 Minuten durch den Nebel laufen. Auf einem festen Weg, wo nichts passiert. Hier hätte ich jetzt Zeit für einen Emote und dann wurde der Emote einfach abgebrochen. Frech. Oh. Gastige Mail. Weiß nicht, ob es die Investition wert war, ehrlich gesagt. Warum? Die Augen sind ein bisschen zu krass nach links. Ich mag das. Gollum sieht wunderschön aus. Jetzt magst du, dass er genau in dem Moment die Kamera gedreht hat, so als ob es live wäre? Ich muss das beste Entertainment ja für euch rausholen. Hier kriegen wir jetzt, lernen wir einen neuen Skill. Was heißt neuen Skill? Jetzt kriegen wir die Super Gamer Vision. Wir hatten vorher die Gamer Vision, jetzt kriegen wir die Super Gamer Vision. Oh, die kenne ich. Was macht die? Ich habe sie auch, aber was wissen wir nochmal genau? Gamer Vision ist, wenn du eine Taste drückst und alles wird grau und manche Sachen werden gehighlightet. Oh, das hast du schon ein paar Mal gemacht. Das ist eine Version der Gamer Vision, denn wir können jetzt Pfade sehen von Dingen, die hier am Boden liegen und müssen jetzt ein Rätsel lösen. Und ja, dieses Rätsel hat mich sehr viele Nerven gekostet. Wenn man alles weiß, geht es natürlich schön schnell. Wer hätte nur damit gerechnet? Aber trotzdem... Ich sehe gar nichts. Ich wünschte, also die Sache ist, wir müssen jetzt zuordnen, wo Elben gestanden haben, als sie alle gestorben sind. Warum steht da Elf? Folge ihnen. Sag mir, was du siehst. Das stimmt. Welcher Elf, ja. Und ja, das Ganze ist, man kann jetzt nicht einfach zu den Steinen gehen, die sich die auswendig merken und sagen, ja, da stand der und da stand der. Sondern man muss erst fast alle Objekte, die in diesem Bereich irgendwo rumliegen, die nicht gehighlightet werden, wenn man die Fähigkeit benutzt, muss man finden. Und dann öffnet sich erst die Option, dass man an verschiedenen Steinen was zuordnet. Und jetzt ist wow. Das ist wie in Mario Party Superstars, wenn man sich mit Leuten verbindet und dann, wenn das Spiel an, dann fragt das Spiel, willst du das Spiel beenden? Oder musst du Nein drücken, wenn du wirklich weiter spielst? Ja, du hast die Freunde alle eingeladen, man startet die Runde und dann muss man auf Nein drücken. Wow. Nein, ich möchte nicht beenden. Und hier ist sie ähnlich. Hier musst du erst alles finden, was nicht markiert ist. Es ist so dumm. Also allein die hier graue Stiefel von einem grauen Stein. So, come on, bitte. Was soll das? Und du musst jetzt alles finden und anklicken. Sowas wie hier, wo ein bisschen leuchtet. Das ist das Einzige, was ein bisschen leuchtet. Das ist ja okay. Das findet man leichter. Aber es sind halt legit... später liegt so eine Messerschneide auf dem Boden.
inzwischen, du siehst die Sachen einfach nicht. Und deswegen bin ich ja auch so sauer irgendwann geworden beim ersten Mal, weil ich die Sachen alle nicht gefunden habe. Man muss auch recht viele finden. Man muss recht viele finden. Man muss zwei Messerteile, wovon man einen skippen kann, einen Bogen, einen Zauberstab. Und eine Axt. Fußspuren, Schuhe, Federn. Theoretisch kann man auch Pfeile finden. Also ja, es gibt sehr viele Sachen, die man hier finden kann und nichts davon ist gehighlightet. Ich mag, wie das Spiel läuft. Aus irgendeinem Grund ist der Vogel jetzt übrigens auch wieder hier. Den hat man gerade gehört und der gammelt jetzt hier einfach rum. Das ist ein Wald. Der findet ein Plätzchen. Ja, das ist unser Vogel. Unser Verrätervogel. Hätten wir mal besser grau gefärbt. Übrigens ist es sehr oft, dass Gollum mit dem Kopf einfach bei Sprüngen gegen irgendwelche Dinge bonkt. Sie haben sich sehr oft an sehr... Also was man gar nicht mitbekommt im Speedrun, es gibt sehr viele Stellen. Man kennt das ja eigentlich aus Spielen, wo man klettern und springen muss. Man klettert bis an den äußersten oder höchsten Punkt, um dann leicht darüber zu springen. Ne? Dedelic dachte sich, oh mein Gott, lass uns das so machen. Okay. Na, Johnny ist weg. Er kommt wieder. Das hat Johnny sauer gemacht. Dedelic hat sich gedacht, okay, wir machen das sehr oft, dass irgendwelche Hindernisse zum Springen da sind, dass du gar nicht an den höchsten Punkt klettern kannst, weil du dann mit deinem Kopf irgendwo gegenknallst und runterfällst. Dementsprechend muss man sehr oft an präzisen Stellen sein, die Dedelic sich dann dachte, um genau rüber zu springen. Einmal so ein bisschen nicht nach ganz oben. Die geben quasi einen Vor, von wo man springt und trotzdem ist es nicht optimiert. Ja. Es ist halt so oft, dass du gegen irgendwas gegenbaust und die Passagen genau dafür da sind. Ja, jetzt haben wir den ganzen Kram gemacht, damit sie sich erinnert, wie man den Nebel, wie wir da durch können. Und das Tolle ist, wir kriegen jetzt eine wunderschöne Cutscene über Blumen, die sehr wichtig ist anscheinend. Eine Landschaftsbeschreibung etwa? Nee, eine Blumenbeschreibung. Das ist, sie möchte gerne wissen, wie die Schwertlilien aussehen, weil Gollum sie ihr nicht beschrieben hat. Das ist doch was für den Tolkien. Ja. Sehr, sehr an Tolkien orientiert, ne? Erstmal Blumen schreiben. Könnte Gollum so im Detail. Gollum ist nicht gut mit Worten, oder? Gollum ist schon sehr poetisch. Ne, beschreibt sie oder beschreibt Gollum? Und sorry, wenn ich es verpasst habe, aber was war nochmal der Grund, warum man das hier nicht abbrechen kann? Keine Ahnung. Der Dialekt war es wichtig, dass wir über Blumen reden. Über Schwertlilien. Okay. Deswegen kann man es nicht skippen. Und ja, das hier ist mit Abstand die schlechteste Stelle im Spiel. Denn man läuft einfach nur geradeaus. Und das sieht ziemlich aufregend aus. Aber du musst selber laufen. Du musst selber laufen. Aber hast keine Ausdauerleiste. Du kannst nicht sprinten, genau. Ich springe auch nicht. Du kannst gar nichts. Du kannst nur laufen und musst... Oh, jetzt kommt gleich kurz... Moment. Du musst dich umdrehen? Ich hab mich umgedreht. Bleibt die gute englische Line. Ich weiß nicht, ob der Dalek jemals jemand da durchgelaufen ist durch den Nebel, aber Sméagol sagt irgendwie immer. Ich bin Sméagol umgedreht aus, damit. Aus dem Off. Ja. Bei Alan Wake 2 gibt's auch sehr zu Beginn so eine Stelle, wo dann der eine Typ auf einmal Englisch redet. Ja, das ist so merkwürdig. Es ist auch nur diese eine Line hier und dann nicht mehr. Ich bin nur umgedreht, damit das Areal dann halt gleich schneller lädt, was kommen soll. Es gibt noch eine etwas optimiertere Variante davon, wo die hier auch nochmal irgendwie so 15 Sekunden mehr spart. Aber im Endeffekt, also wenn du straight geradeaus läufst, ich glaube, ich bin in meinem ersten Playthrough hier bestimmt 5 bis 10 Minuten lang rumgelaufen und nichts ist passiert. Bin mal wieder umgedreht, wieder, jetzt hat gerade geruckelt, jetzt hat das Areal halt geladen, wo wir hinwollen. Es ist vor allem bei den Spielen denkt man ja langweilige Stelle. Vor allem, wenn du da ziemlich rumirrst, dann denkst du ja, okay, das Spiel ist wahrscheinlich wieder irgendwie, hat irgendwas nicht geladen oder so, ich muss es neu starten. Oder? Ja, also wie findet man dann den Weg? Ja, der Weg ist einfach geradeaus laufen und dann irgendwann umdrehen und zurücklaufen. Aber es kommt drauf an, wann, an welcher Stelle du dich umdrehst. Ich habe letztens an einer anderen Stelle versucht umzudrehen und habe dadurch auch eine halbe Minute verloren. Einfach kommt weil ich dachte, darauf? Hey, willkommen zurück. Willkommen zurück. Hey, Jonathan. Internet war wohl. Was? Bist du gerade im Dalek Mittelerde oder was? Ja. Nee, er ist bei das Internet Peanuts. Hat mich gerade verlassen. Oh, okay.
Wenn man kein Internet hat, fühlt es okay, sich wie lange geht diese Stelle jetzt? Ich dachte, jetzt als du uns erzählt hast, was du machen musst, dass sie jetzt zu Ende wäre, aber es geht ja noch weiter. Sie ist jetzt zu Ende. Ach so, das gut. Sie geht 2 Minuten, hat wisst ihr, was das Beste ist? Wisst ihr, so blind durchlaufen oder wie? Das Beste ist, jetzt sind wir ausgebrochen und jetzt werden wir wieder eingesperrt. Oh, ich dachte, wir brechen wieder ein. Nee, wir haben nicht durch den Nebel durchgefunden und jetzt haben die Elben uns wieder gefangen genommen. Man war nicht erfolgreich, man macht all den Scheiß da mit diesem Nebel. 10 Tage, jetzt bekommen wir also genaue Angabe. Man schafft die ganze Zeit den richtigen Weg zu gehen und am Ende wird geskript gesagt, er hat sich verlaufen. Kapitel 9, genau, Gollum. Richtig. Also du läufst einfach, also der Weg ist wirklich nur stumpf geradeaus laufen. Es gibt keinen, wie bei Breath of the Wild, dass du dem Fackeln folgen musst und irgendwie eine coole Mechanik oder so. Nee, du läufst einfach nur geradeaus. Breath of the Wild? Und wartest. Das gibt's in Ocarina und in Twilight Princess doch schon. Ja, beim Breath of the Wild ist das... Hä? Nebel, egal. Also explizit am meisten ja. An Breath of the Wild. An. Ich hab voll verstanden, was du meinst, Herr Schritt. Ach so, ich glaube, ich war da nie. Ja, das merken wir. Ja. Die haben sich durch mehrere Herausforderungen ausgedacht, wie man durch den Nebel kommt. Ja. Ja, jetzt kommen wir gleich, jetzt kommen wir gleich zum spannendsten Part des Spiels, die letzten 2 Kapitel. Oha. Aber wir müssen vorher noch Steine für eine Lampe finden. Ich weiß nicht, wie noch mehr Kapitel kommen können, wenn Kapitel 9 bereits Gollum heißt. Ja. Kapitel 10 ist es wird dich begeistern. Der Ring? Mein Schatz? Oh, Ende? Es ist garstig. Das ist Video heißt garstiger Speedrun. Ja, garstiges Finale heißt einfach das. Sehr garstiger Speedrun. Ja, hier ist jetzt einfach nur, sie labern noch ein bisschen über Gollum und Gollum fällt jetzt ein, oh Mensch, wir haben ja vorhin das Lairil gesammelt, das wächst ja hier zufällig auch an genau einer einzigen Stelle. Mensch, das können wir ja anfangen. Weißt du, was für ein Ding? Anwenden. Das, was wir vorhin, das Lairil, der Zwergenbart, das man benutzen kann, um die Wahrheit zu erfahren. Der Zwergenbart. Ach so, das war in der Cutscene, die wir geskippt haben. Nehme ich an. Das haben wir vorhin einmal gesammelt. Also, das, was ich erklärt habe, warum dann halt diese Käfer da nicht funktioniert haben in dieser Höhle. Weil sonst hätte Mel ganz viele Sachen von Smeagol erfahren, der dann ganz viel die Wahrheit erzählt hätte. Mel Gibson, das wäre ein guter Name fürs nächste Kapitel. Okay, verspreche dir, wenn ich wieder Runs mache, dann ändere ich meinen Splitnamen von Garstige Mel zu Mel Gibson. Das ist super. Wenn sie sich jetzt aber den Arm bricht, muss man dann Mel Gibson? Oh, ja. Nein. Bisschen ja, der Atem stört die Sänger. Ich weiß nicht wieso, aber Gott scheint sehr großen Mundgeruch zu tun. Ja, hier ist auch nur noch einmal kurz. Wir klettern jetzt hier den Turm nochmal hoch, den wir schon hochgeklettert sind. Und schmeißen dann halt diese Wahrheitskäfer dann auf die beiden Elben. Und sind dann hier soweit erstmal wieder fertig. Er hat seine Hände ganz komisch gehalten beim Laufen. Generell, also was ich super interessant fand, was ich gar nicht bedacht habe beim Spielen oder die wenigsten bedenken, ist natürlich, was ich in der Doku gelernt habe, dass natürlich die Leute bei Dedelic erstmal herausfinden mussten, wie man jemanden, das klingt auch so komisch, wie man jemanden eine Laufanimation und sowas alles richtig animiert, der nicht auf 2 Beinen läuft, sondern halt auf 4, so wie Gollum es halt tut, ne? Und das fand ich super interessant, weil daran habe ich gar nicht gedacht, dass das ja wirklich viel ausmacht dann im Endeffekt. Ich kann es generell jedem empfehlen, aus. Die Game 2 Dokumentation. Weil das gibt einem wirklich auf jeden Fall sehr viel mehr Hintergrundwissen. Ja, jetzt schmeißen wir da die Käfer runter, sagen den Elben, hey, wie sieht's erst aus? Mal. Wie komme ich weiter? Da die Käfer fliegen halt drauf. Und die verraten uns, hey, der Rätselmeister, der hat vielleicht so ein Versteck und da gehen wir jetzt hin. Wir mussten zum Glück den Part nicht nochmal spielen, um hier hinzukommen, sondern wieder einfach. Der Rätselmeister? Der Riddler? Genau der. Der hat ein richtig krankes Rätsel und zwar diesen Spiegel krank hier vorne. Ist ein Fragezeichen an die Wand gemalt? Nein. Ja, ist der Riddler. In dem Spiegel sieht man, wie Sachen sind, wie sie ja richtig sein müssen. Krasses Rätsel, man muss 3 Sachen aktivieren. Und das Coole ist, haltet euch fest, man kann Kerzen hier in diesem Spiel nicht nur auspusten, sondern auch anpusten. Was? Wie der Kerzenmann. Ja. Und das ist eins der Geheimnisse hier. Wir müssen eine Kerze anpusten.
Also einfach anzünden dann im Endeffekt. Und ja, jetzt haben wir zwei leuchtende Steine. Wir zweckentfremden das, was wir gerade gesammelt haben. Wenn man das Spiel normal spielt, hat man davor dann schon mal mit Kerzen interagiert? Ja, man kriegt das zum Rätselmeister, um das erste Mal. Man ist zweimal in den Gemächern drin und wenn man das okay, erste aber auch Mal erst hier. Reingeht, wie bitte? Auch erst hier zum ersten Mal so wirklich. Nee, das hier ist das zweite Mal, wo man drin ist. Und davor, um die Tür zu öffnen zum Rätselmeister, muss man das mit den Kerzen einmal, kriegt man das einmal erklärt quasi. Also man muss ein Kerzenrätsel lösen, um das erste Mal beim Rätselmeister reinzukommen. Aber warum hatten wir das nicht? Okay, ich dachte, es wäre so eine Sache, dass man das ganze Spiel über vielleicht für Stealth-Stellen oder so auch Kerzen ausmacht und dann auf einmal ist hier, hey, du kannst sie in dem Raum anmachen. Man denkt sich so, es gibt magisch. Ganz wenige Stellen, wo du Licht ausmachen kannst, aber im Endeffekt bringt das auch nichts. Und hier müssten wir jetzt normalerweise den Baum in der Mitte, den wir da sehen, da komplett hochklettern und oben sehen wir eine Schnitzerei, die wir brauchen für ein Rätsel, was später kommt. Wir beschließen lieber nicht den Baum hochzuklettern, weil es lange dauert, sondern machen hier ein kleines Setup, um natürlich out of bounds zu gehen. Und hier ist der Part, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte mit Dedelic hat sehr interessante Deathboxen gesetzt. In diesem Level ist es sehr, würde ich jetzt hier springen, würde ich sterben als Beispiel. Also würde ich jetzt einfach drücken, wäre ich tot. Würde ich da, also wir versuchen jetzt aufs Dach zu kommen, ist ein sehr präziser Sprung. Würde ich auf dem Dach eine bestimmte Stelle berühren, wäre ich tot. Und gleich in der ganzen Out-of-Bounds-Sektion sorgen manche Stellen dafür, dass man sterben würde. Also würde ich jetzt hier zu weit irgendwo hingehen an manche Stellen und ja, man stirbt einfach. Musst du nicht spezifisch diese Deathboxen da erst platzieren? Ja, deswegen auch hier würde ich nicht perfekt die Kante so jetzt stehen, wie ich da stehe, sondern nur einen Millimeter weiter nach rechts kommen, wäre ich tot. Da wäre es echt witzig, so mal so ein Tool zu haben, wo man auch wirklich so diese ganzen... Ja, wir wollen wirklich gerne sehen, Developer wie die Deathboxen hier so aussehen. Weil es wirklich komisch ist in diesem Areal, wie die Deathboxen gesetzt sind und wir es immer noch nicht ganz verstehen. Aber wir haben diese Route und sie funktioniert und das Wenn ist das man es sichtbar macht, sieht man einfach so einen geheimen Code, hat irgendjemand um Hilfe gerufen oder so. Hier ist das Beste, das ist das Ende des Parts und ich sterbe jetzt quasi in eine Cutscene rein. Stirbt man auch so, wenn man da irgendwo sich falsch bewegt? Also ist ja einfach. Ja, man stirbt, er kippt einfach um. Er steht einfach Game Over und es geht weiter. Du musst wieder von vorne anfangen. Er kippt einfach um und Ende. Und deswegen würden wir gerne die Deathboxen sehen. Der Freund? Ja, der Freund. Vogel! Wir sehen jetzt hier einen Out-of-Bounds-Glitch, der 100% random ist. Wir verstehen immer noch nicht, wie er funktioniert. Das ist immer das Beste. Du springst halt und versuchst oder betest, dass der Baum dich durch den Stein da pusht. Aber wir haben kein Setup dafür. Also es ist halt springen, beten und beten. Das ging schnell. Jetzt schnell geklappt, ja. Gott sei Dank. Aber ich sehe, warum es random ist. Ich glaube, Gollum hat sich jedes Mal ein bisschen anders bewegt an der einen Stelle beim Baum. Ja, zum Glück ist da was. Ja, es ist halt komplett random. Das ist halt, du springst und hoffst einfach aufs Beste. Hier ist jetzt auch eine richtig interessante Out-of-Bounds-Sektion, denn da vorne, wir schwimmen jetzt hier. Das, was wir sehen, ist eigentlich ein Fluss, wo wir jetzt reinschwimmen. Aber wir können in diesem Fluss laufen. Und das ist ganz gut, denn so kommen wir hier auf jeden Fall schön schnell voran. Und ja, ist auch. Warum hören wir so viele Leute? Eigentlich ist dann halt, sobald man oben auf dem Baum war, der Vogel hat uns ja verraten und der Kerzenmann und die Orks kommen hier halt an und töten alle Elben und sowas. Nein, nicht. Oh. Spoiler, ich weiß, für alle, die Story sehen wollten, schade. Würde ich jetzt hier springen, ich glaube, ja, ich bin sogar gesprungen, dadurch, dass ich jetzt hier springe, sind mehr Orks gespawnt. Es ist ziemlich dumm, hier zu springen, wie ich gelernt habe. Das habe ich auch erst in diesem Run gelernt. dass es daran liegt, dass hier mal mehr, mal weniger Orks spawnen. Einfach, ob man in dem Areal springt. Ja, ich bin immer noch sehr out of bounds auf jeden Fall. Also, dass man, alles soll gerade nicht so aussehen, wie es hier aussieht. Aber jetzt, und es sorgt dafür übrigens, wenn man da springt, dass man, hier würde man eigentlich einen Checkpoint bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Ich verstehe diesen Checkpoint wenigstens. Und hier ist man halt einfach, hat so einen Verfolgungspart. Also die Orks rennen hinter dir her, wollen versuchen, dich umzubringen. Warum auch immer, weil du ja eigentlich wichtig bist für Sauron und die Story, aber irgendwie. Ja, was soll das eigentlich? Ich verstehe. Vielleicht schießt die Betäubungspfeile. Ja, die Elben schießen, nachdem der König gesagt hat, tut Gollum nichts an, schießen die halt mit Blasrohren, mit Betäubungsfeilen, aber die Orks schießen halt mit irgendwas, mit Armbrüsten, glaube ich. Ja. Die hat eine Armbrust.
Du willst der Ork sein, der dafür gesorgt hat, dass eine wichtige Person erschossen wurde. Ich glaube, Sauron wäre nicht so glücklich darüber, weil Sauron das meine ich, weiß ja. Halt, Gollum wird alles in seiner Macht Stehende tun, um den Ring zu holen. Ne? Nur wie jetzt viel ist diese Macht? Da. Ich meine, er bekommt ihn wieder. Der nächste Part ist jetzt, jetzt kommt auch ein sehr schwerer Out-of-Bounds-Glitch direkt. Und ich verstehe alles, was hier passiert, gleich nicht. Und zwar kommt gleich eine Stelle und wir müssen beten, dass ein Areal lädt, damit man weiterspielen kann. Aber ob dieses Areal lädt oder nicht, ist sehr random. Manchmal kriegt man es richtig schnell hin, dass das Areal laden kann. Dazu kommen wir dann gleich. Es ist irgendwie, ich habe hier sehr schnell einen Out-of-Bounds-Glitch geklappt. Ja, bestimmt super gefreut. Ja, ratzfatz. Ja. Und es ist irgendwie abhängig von Orks, die da rumlaufen, ob das Areal lädt oder nicht. In dem letzten Run, den ich gemacht hatte, bevor wir jetzt heute hier das, hatte ich irgendwie, ich glaube, 3-4 Minuten bin ich da stumpf durch die Gegend gelaufen. Was dann immer sehr lustig aussieht, weil für die Orks existieren Wände, für uns sind da aber keine Wände. Und die laufen halt ihrem festen Pfad, als ob da die Wände noch wären. Und das sieht immer sehr dumm aus. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt hier war. Ganz im Hintergrund ist halt dieser Nebel gerade, man sieht diesen blauen Strich da und da muss jetzt halt ein Areal laden. Manchmal lädt es, wenn man gegen den Baum springt, manchmal oh lädt mein es, Gott. Wenn man in den Baum reingeht, aber es entlädt dann auch oft wieder. Die Frage ist, lädt es wirklich, wenn du in den Baum reinrennst oder ist es eher... Es lädt kurz, wenn ich in den Baum reinrenne und verschwindet dann direkt wieder, das ist das Problem. Und irgendwie ist es abhängig davon, wo die Orks gerade sind. Also am meisten Erfolg habe ich eigentlich, wenn ich die Orks aggro mittlerweile... und die hinter mir herrennen lassen und irgendwann ist es dann endlich da. Das musst du zu kenne ich aus dem Quiz. Was kennst du? Welches? Aus dem MMO-Quiz kenne ich das Wort Aggro. Achso. Okay. Ja, wenn ich sie halt dazu bringe, mir hinterher zu laufen. Ne? Machst du es hier auch oder noch nicht? Hier mache ich es bestimmt gleich. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe den Run vorher nicht mehr geguckt. Der ist schon was? Eine Woche her. Was mich sehr verwirrt, habe ich doch keine Ahnung mehr. Du meinst, je nachdem, wo die Orks sind, lädt das Gebiet. Ich habe noch nie von einem Spiel gehört, wo NPCs dafür verantwortlich sind, dass ein Areal lädt. Das ist doch immer vom Spiel ausgehend, oder? Jetzt habe ich, glaube ich. Ich meine, die Sache ist in dem Fall, dass er sowieso schon viele Trigger geskippt hat und sowas. Also. Ja. Jetzt hat's geladen. Wow. Hat man gar nicht gemerkt. Ja. Und jetzt hat es aber wieder entladen. Und das ist das Schöne. An dieser Stelle, also bestimmt möchte irgendjemand anfangen, dieses Spiel zu speedrunnen und herausfinden, woran das liegt. Oh, jetzt hab ich gefangen. No! Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du sie Aggro gemacht, jetzt geht's los, aber... Ja, vor allem das Schlimmste ist, man wird zum Anfang gesetzt. Ich habe gestern einen Checkpoint gefunden, den man aktivieren kann, um nicht wieder hierhin zurückgesetzt zu werden. Das hat mich sehr glücklich gemacht, denn es hilft in Zukunft weiter zu verstehen, wie dieses Areal funktioniert. Aber aktuell ist es halt noch wirklich kompliziert. Wie bitte? Weißt du, wo der consistent ist, oder war das so ein Ding, du hast neu geladen und warst plötzlich da? Nee, ich habe gesehen, wo der ist. Okay. Ich musste halt über mehrere, also ich müsste den ganzen Part halt nochmal öfter machen, aber zu wissen, dass es da einen Checkpoint gibt und man den sammeln kann, ist sehr hilfreich, nicht immer hier den Out-of-Bounds-Glitch nochmal zu machen und den ganzen Weg nochmal zu laufen. Nicht das Feuer. Das hat damit nicht wirklich was zu tun, aber hast du, du hast bestimmt Dark Souls 3 Speedruns gemacht, oder? Das hat wirklich gar nichts damit zu tun. Ja, hab ich gemacht. Hast du einen Wilhelm-Skip gemacht? Das ist der, wo du die Wurzel mit der Overhead-Kamera hochlaufen musst. Also ich habe alles gemacht, was in Any% mit Glitches drin war. Das ist nicht Any% das DLC. Okay, nee, DLC habe ich nie gemacht. Ach, schade. Ja, das war meine Frage. Das hat nur die ganze Zeit genagt, dachte ich mir, hat er einen Wilhelm-Skip gemacht oder nicht? Nee. Sind wir da schon seit 2 Stunden auf heißen Kohlen? Ja. Sehr wichtige Frage. Das fehlt dir in deinem Portfolio. Wann geht's los? Nee, wirklich? Mach doch mal Wilhelm-Skip, wie sieht's aus? Bestimmt mache ich das irgendwann mal. Ich verstehe übrigens das gesamte Areal nicht. Also teilweise sind Dinge über uns, aber dort laufen die normal. Also und die Sache da ist, das ist halt ein Schleichareal, wo man halt über mehrere Ebenen so gesehen durchschleichen muss. Ein ganz langes Schleichareal, was sonst... ja, es ist komplett Stealth, du musst halt die Wege abwarten. Und das ist das einzige richtige Stealth-Areal im Spiel. Man muss Orks weglocken und sowas. Wie man sich das in einem Stealth-Game halt vorstellt. Ich glaube, sie haben nur dieses Areal gemacht am Anfang des Spiels und haben dann festgestellt, ja,
Da müsst ihr jetzt ein Spiel draus machen. Das Potenzial weg. Nee, und von daher, also das ist ein sehr großes... aber das skippen wir dadurch halt komplett. Hier ist übrigens, jetzt kommen wir... Am Baum haben wir vorhin eigentlich, während wir den Baum hochgeklettert, gelernt, oh... da ist ein Symbol und das müssen wir uns merken, weil wir das hier für dieses Rätsel jetzt brauchen. Dieses Rätsel ist ein bisschen gemein, denn man sammelt eigentlich zwei Steine ein, aber irgendwie habe ich die nicht immer im Inventar in diesem Spiel. Und manchmal muss man dann hier resetten. Das ist sehr komisch. Huh. Wie alles in diesem Spiel sehr komisch ist. Der Quantumstein. Ein Baum? Ja, du formst einen Baum. Nee, form einen wunderbaren Esel. Ein wunderschöner Hirsch. Verstehe. Und jetzt fehlen aber noch zwei Steine. Und ja, manchmal habe ich den zweiten Stein, manchmal nicht. Ich lade mittlerweile sogar immer ein Save neu. Diesmal hatte ich zwei Steine anscheinend. Ja, passiert sehr oft, dass man die nicht hat. Wie kann das sein, dass man den nicht hat? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Wenn ich neu lade, habe ich sie immer. Das ist dann halt konstant, aber es kostet dich halt 5 Sekunden oder so. Aber, waren das ja. Die Steine, die wir bei den Elben noch mitgenommen haben, die zwei? Die lagen da oben wahrscheinlich in dem Baum drin, oder? Die lagen da rum. Achso, okay. Und ja, das ist jetzt quasi das Finale des Spiels. Warte, wie heißt das letzte Kapitel? Ich hab's nicht gesehen. Stand es schon da? Das Tor. Stand da, oder? Das Tor war das jetzt davor. Achso. Also das letzte Kapitel ist der Freund, glaube ich. Achso, ja. Das meintest du ja. Oh, Kapitel 10, okay. Ich dachte schon, 11 Kapitel ist eine komische Anzahl. Nee, es ist Kapitel 10 immer noch. Es ist gleich wieder viel, wir müssen, das ist gleich sagen, wir finden jetzt gleich den Rätselmeister. Und dann reden die davon, wie eilig wir es haben. Und, der Prankmeister! Der Prank! da reden die darüber, wie eilig es wir haben, aber sie bestehen dabei die ganze Zeit nur rum und reden ewig weiter. Und nennt er sich selbst den Rätselmeister? Bitte? Nennt er sich selbst den Rätselmeister? Ich glaube, er bezeichnet sich selbst nicht so, aber die Elben haben ihm diesen Titel halt vergeben. Ja, es gibt eine Möglichkeit, wenn er es tun würde. Er hat eigentlich nur Tic-Tac-Toe erfunden, aber denkt dann, ich bin der Meister. Ich bin der Rätselmeister. Es gibt doch mal welche Kerzen. Gehen und hinter die Tür zu kommen. Aber das dauert genauso lange Open wie... Door. Er gibt keinerlei Hinweise, ja, macht auch so random Sachen und nennt es Rätsel. Das stand vorhin auch schon einmal da, ich dachte mir, vielleicht habe ich mich nur getäuscht, aber ich habe mich nicht getäuscht. manchmal ist das Spiel sich... Und hier ist es sich immer, das ist wie bei, immer Open Door bei mir. Das ist wie, wenn man Minecraft durchspielt, dann stehen die Credits auch auf Englisch. Es würde mir manchmal nicht auffallen, wenn ihr es nicht erwähnt hättet hier zum Beispiel. Ja. Das ist schon wieder ein Hirsch. Ja, das ist sein Ding. Hier sind jetzt coole schwebende Plattformen auf Gründen. Warum sind hier schwebende Plattformen? Weil das die längste Abkürzung der Welt ist. Und so. Ne? Da ist ein schwebender Topf. Ja, hier schwebt alles. Das ist, wenn man das hier runterfällt. Wirklich, also nee, leider nicht. Stealth und Action-Adventure oder was auch immer. Dann kommt auf einmal so das ultimative Symbol für Jump'n'Runs. Es ist halt wirklich durchgehend ein Jump'n'Run. Also keine Ahnung. Kannst du da weiterspringen, wenn du da drauf bist? Ich mir das eingebildet. Er ist gerade sehr weit gekommen. Nee, mit dem Sprintjump springst du immer so weit, wenn du es richtig timest. Also, springst so weit? Ja. Waren das die einzigen schwebenden Plattformen gerade im Spiel? Nein, es kommen gleich noch welche. Und schwebende Plattformen sind auch ein Grund, warum man das Spiel nicht technisch vielleicht nicht beenden kann. Hier ist übrigens Warten. Hier, wir warten jetzt einfach nur. Warten ist immer ganz toll, das treibt ein ganz schön in den Wahnsinn. Ach, auf die beiden, die es eilig haben, ne? Wartet man. Genau, richtig. So, wir haben es eilig, aber wir müssen gesagt, das jetzt auch ordentlich ausdiskutieren. Sie haben einen Hexer geschickt und wir werden verfolgt. Und erstmal, lass uns erstmal eine Stunde darüber reden und nicht weitergehen. So, es wäre ja, okay, würden sie währenddessen zu der Tür hingehen, aber das tun sie nicht. Oh Mann. Es ist so, das wird nicht einfach. Sie kommen. Sie kommen. Bist du sicher, dass du das tun willst? Ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und wir warten also auch genau den Speedrun. Wenn wir durch diese Tür durch sind, warten wir sogar nochmal. Vor einer anderen Tür. Damit. Aber sie kommen schon. Ja, Bruder. Also, ich will es nicht sagen, aber Smergold, du hast ganz schön dünnes Haar. Also würde ich vielleicht bald von verabschieden. Hätte also ich die Haare auf Qualität gestellt, wäre die wahrscheinlich dicker, die Haare, ja.
Das Spiel startet übrigens mit dem wunderbaren AMD-Upscaler und dadurch, dass es mit dem AMD-Upscaler startet, ist es einfach nur eine blurrige Matsche. Cool. Also ich würde jedem empfehlen, das auszustellen, damit das Spiel gut aussieht. Oh, das hatte ich auch mal in irgendeinem Spiel, wo ich dann auch dachte, wieso sieht es so hässlich aus? Biomutant, glaube ich. Viele auch bei Dying Light 2 auch zum Beispiel gehabt. Das echt schrecklich aussah, bis man diesen Upscaler ausgemacht hat. Toller Upscaler dann, hä? Ja, jetzt warten wir vor der nächsten Tür. Ich weiß noch, bei Biomutant hatte ich sogar noch Dash geschrieben, so, weil wir das zusammengespielt, also gleichzeitig gespielt hatten, ob es bei ihm auch so scheiß aussieht. Und er ist, nein, bei mir sieht es gut aus, was hast du getan? Die Spielwelt war auch das Beste an Biomutant, tatsächlich. Der Rest war echt. War es dieses zuerst PS5-exklusive Roguelike oder sowas? Nee, es war. So ein Open-World-Spiel. Ja, ein klassisches. Das mit diesem Fuchsvieh, nicht Fuchsvieh, was war das denn? War der ein Waschbär? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein echt durchschnittliches. Sehr durchschnittliches. Und ja, jetzt kommt der epische Kamera-Cutscene-Moment. Wir zoomen jetzt auf diese coole Kugel da in der Mitte. Wow, sieht das toll aus. Weg hier. Hier ist jetzt, wir können eigentlich, also eigentlich müsste man jetzt über die Plattform eine Etage weiter nach oben sich da gedreht haben. Man kommt da hoch, wenn man sehr präzise auf die Wurzel springt. Es ist gerade eh egal, wie lange ich am Anfang dafür brauche, denn ich warte immer noch ab. Jetzt gerade, bis sie ihren Dialog beendet haben. Denn wenn sie ihren Dialog beendet haben, ich muss gleich ein Areal lang, in dem ich durch eine Tür laufe. Und dann kriege ich einen Checkpoint, der sehr wichtig ist. Und den kriege ich nur, wenn der Dialog zu Ende ist. Ich liebe Checkpoints. Wenn der Dialog zu Ende ist. Wenn man zu schnell ist, dann hat man den nicht. Und ich brauche den immer hier, weil hier runterzufallen ist sehr leicht. Und so kann ich einfach neu laden, statt immer den ganzen Weg nochmal neu hochzuklettern. Was ist dein Lieblings-Checkpoint, Mogi? Der von vorhin. Kannst du ein Video machen, deine Top 10 Checkpoints in Videospielen? Das wäre doch bestimmt spannend. Gut. Charlie gibt es im Videospiel leider nicht. Platz 1, euer Checkpoint. Klassiker, ich mag den Checkpoint nach Drachentöter-Rüstung. Und dann direkt bei der Drachentöter-Rüstung. Hier ist jetzt halt noch eine schwebende, also diese schwebende Wurst und wieder lila Kugeln, mega cool. Man hofft halt hier natürlich, dass die fliegende Wurst da in die richtige Richtung gedreht ist, wenn man darauf danach noch auf eine Plattform springen muss. Ich finde, das ist eher ein Schwapp-Chichi. Aber vielleicht auch das. Und ja, hier ist jetzt, wir sind hier einfach zu früh. Der Kronleuchter, der hier runtergefallen ist, eigentlich liegt Grendel, der Rätselmeister dort. Aber er liegt jetzt nicht da, weil er einfach nicht geladen ist. Ich liebe es, dass er der Rätselmeister genannt wird. Er ist nicht gestorben. Er liegt da einfach auf dem Boden und ja. Okay. Das ist wohl die Rätsel, dass du erst lösen musst, um rauszufinden, was mit ihm passiert ist. Das hat nur niemand gelöst, deswegen liegt er immer noch da. Das ultimative Murder Mystery. Mein Suizid. Braucht ihr Tipjuks? Ich hab ein paar Hinweise. Über 7 Tage, Mauritius und 43 Minuten. Irgendwo in diesem Raum ist der vierte Hinweis. Wenn du das Volumen der Sonne berechnet hast, dann wirst du finden, wie du den Rätselmeister befreien kannst. Das war gerade einer der zweitschwerste Out-of-Bounds-Sprung im Spiel. Und der lief gut dafür, glaube ich. Ja. Das lief sehr gut gerade. Auch der Clip hier rein, der ist... Hier rein zu glitschen ist komplett random. Es gibt zwei Methoden, einmal durch die Wand halt, wo ich war, und einmal hier ist so ein rotes Tor, was wir gleich sehen. Man kann da durchspringen mit einem absolut perfekten Winkel. Und vor der Zeit waren die Speedruns halt noch so, dass man am Tor stand und so lange A gespammt hat, bis es ging. Das hat man teilweise 10 Minuten gemacht, bevor man so sehr wütend war, dass man das Spiel beendet hat. und dann hier oben, jetzt kam der Checkpoint, und wenn man den Checkpoint neu lädt, kommt ein Gollum-Monolog. Der kommt nicht unbedingt, Fisch essen, wenn du Fisch durch das Tor gehst. Nein, wir wollen herrschen. Wir essen jetzt wir wollen den Fisch essen. Nein, wir wollen jetzt so keinen Fisch essen. Wir wollen herrschen. Natürlich erst sehen, wie saftig der ist. Und süß. Und zart. Und zart. Ja, und hier ist jetzt, jetzt ist hier gleich ein Ork, der kurz davor ist, Gwendol abzuschießen. Aber wir beschließen, wer das ist Gwendol? Auch der Rätselmeister. Ah, yeah. Wir beschließen jetzt, hier können wir jetzt uns entscheiden, ob wir selber den Rätselmeister töten oder nicht. Töten. Diese Entscheidung trägt auch nicht zum Spiel bei, denn das Spiel endet trotzdem immer gleich. Du hättest jetzt den Fisch gegessen und deswegen stirbt er. Aber war Quinn nicht der Mann von Mel? Das ist der Mann von Mel, ja. Warum ist sie mit dem Rätselmeister verheiratet?
Warum nicht? Das heißt immer nur ein Rätsel dann mit ihm. Weiß man nie, woran man ist. Genau das. Jeder Tag von der ist, Arbeit wenn du zurück, aufstehst. Fragt sich, hast du was zu essen gekocht? Naja, gut, dass du fragst. Ich versuche es herauszufinden. Ich habe ein paar Hinweise. Du kannst nicht mal fragen, weil du zur Haustür nicht reinkommst, weil ein neues Rätsel an der Haustür angebracht hat. Riecht es hier nach Essen? Ja, und zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir, oh mein Gott, ich bin gerade Weltrekord-Pace, hä, mega cool, lass mal diesen Raum hier machen. Dieser Raum ist eine Katastrophe, denn Raum. Diese Plattform, die sich bewegen, wie die Plattform sich bewegen, ist komplett random. Cool. Also nicht nur, also sie drehen sich halt immer im Kreis, ja, aber man sieht, hier sind zum Beispiel schon zwei Plattformen ineinander gesteckt. Das sollte nicht so sein. Oh, ja. Yeah. Nicht so ineinander gesteckt sein. Die Positionen sind komplett random. Und das hat dass das geklappt hat, war unglaublich. Das war gut, ja. Ja, jetzt kommt halt gleich die Stelle, man muss halt einen Sprung machen, epische Cutscene. Hier war ich auch noch hier, diese Stelle. Es kommt eine Cutscene, wenn ich an diesen Block springe. Okay, hat gerade so geklappt. Und ja, jetzt hatte ich hier dann ein Problem. Oh nein! Oh nein! Genau dieses Sponken hat mich dann nicht nur die Sub 230 das erste Mal gekostet, sondern Weltrekord für den Run. Ach. Und ich kann wir waren so knapp dran am Weltrekord-Run hier. Mein blauer Panzer-Moment. Ich brauche jetzt ein paar Minuten, um es nochmal zu schaffen. Weil ja, die Plattformen sind... Das ist so schlimm. Du spielst 2,5 Stunden dieses Spiel und dein ganzer Run ist abhängig davon, dass... Ich denke, du hättest den Satz so da auch schon beenden können. Ja. Ja. Das ist so schlimm, du spielst 2,5 Stunden dieses Spiel. Es ist halt so traurig, dass die letzten 1,5 Minuten hier spielentscheidend sind. Das meintest du vorhin, egal, ne? Was da passiert. Ja, das ist halt diese Plattform. Ja. Treib mich ein wenig wow. in den Wahnsinn. Das ist ein bisschen stinkig. Kann man hier stinkig. Sitzen, die Dinge analysieren und sich dann überlegen, ob man nochmal kurz neu lädt? Oder wenn du neu lädst, wird das ganze Level neu geladen. Also du kannst entweder den letzten Checkpoint neu laden, das ändert nichts an den Plattformen, oder das ganze Level neu laden, das würde was an den Plattformen ändern. Achso, oh die sind jetzt Gott. Genauso wie eben gerade, die... Ja, das ändert sich nicht. Oh. Das ist das Problem. Sie ändern sich, also ich wüsste nicht mal, ob sie sich ändern, wenn du das ganze Level neu startest, aber das Level neu zu starten heißt, 15 Minuten Zeit zu verlieren. Also um hier optimal zu sein, musst du RNG Manipulation irgendwie lernen können hier in Gollum für das Level. Du musst einfach Glück haben. Also du kannst hier nichts manipulieren, du. Na, ich meine, ja, damit du es halt konsistent hast. Damit du es haben könntest, damit es halt immer perfekt ist. Ja, dann müsste man, keine Ahnung, ob es abhängig davon ist, wie die Mondphasen gerade sind und in welchem Winkel Scheiße. Gollum eine Tür betritt oder so. RNG-Manipulation ist in 3D-Spielen gar nicht mal so einfach. Ja. Deswegen meine ich ja. Es ist halt, ja. Es ist eine fürchterliche. Also, die meisten Runs enden gut hier. Ich würde jetzt sagen, man kann 8 bis 9 von 10 Runs halt ganz normal hier beenden. Aber es gibt wie hier immer die besonderen Schneeflocken. Ja, oh, da ist er schon wieder! Ja, ja, der hat ja gesagt, es ist immer gleich. Es kann auch sein, das hatte ich gestern herausgefunden, hier diese Plattform, die mich gerade einfach weggeslidet hat. No. Ich bin einfach auf den Boden geslidet. Man verliert auch oft die Möglichkeit, Inputs zu tätigen, wenn Plattformen übereinander gesteckt sind. Also du verlierst manchmal die Möglichkeit zu sprinten oder zu springen. Weil das Spiel einfach gerade, wo. Also ich denke, es liegt daran, dass das Spiel nicht richtig weiß, wo Gollums Position gerade ist. Weil das ja so nicht sein soll, aber. Das ja, ist die Fischanzeige da links. God, die sein das Essen. Ist halt mein Essen. Ach so. Um mich zu heilen. Ich habe so, maximal okay. 5 leckere Sachen. Meintest du nicht vorhin, dass er Fisch mal erwähnt hätte? Das habe ich gesagt. Ja, ich hab's vorhin auf einmal. Also man sammelt halt Käfer oder Fisch. Es gibt ein paar Sachen, die man an Essen sammelt. Ich erinnere mich, wie er den Fisch gegessen hat im Film. Zu ja, saftig süß. Stelle. Und zart. Aber das ist so ein reines Jump'n'Run hier gerade. Es ist auch krass. Ja. Das sind die letzten 2 Minuten. Nur noch sowas. Das ist auch wieder ein bisschen Rayman 3 Boss gerade für mich. Ja, das ist wie der letzte Boss aus Rayman 3. Was? Die ja. Welche Stelle aus Rayman 3 ist? Und hier ja. ist eine epische Stelle, wo Gollum aber nicht in Double Time wie bei mir. Das Ding einhakt und jetzt kommt tatsächlich auch. Ab ans Trapez. Der coole Bosskampf, den ich vorhin einmal gesagt habe. Der Bosskampf ist, man rennt unten im Kreis durch so eine Steinruine und nebenbei wird man mit der Armbrust vom Kerzenmann abgeschossen. Das ist der ganze Bosskampf. Und der Kerzenmann! Ja, und der kann auch durch Wände schießen, was auch echt cool ist. Ich glaube, ich habe das in dem Run einmal verkackt. Ich weiß es nicht, ja. Man kann oben auf den Hitboxen der Steine halt rumlaufen und dann direkt zum Ende skippen.
Ja, hier bin ich jetzt runtergefallen und dann halt den halben normalen Weg gelaufen. Das Beste ist, man hat so zwei Stellen, wo man sich festhalten. Hier, er hat einfach durch die Wand geschossen und ja. Man hat direkt vom Ende jetzt des Parts hier eine Wand, wo man hochklettern muss. Man kann durch die Wand einfach durchfallen, diese Wand der hier. Eschke, ich glaube, der hat an. Der sieht dich. Ja, und das war's. Das war und der Gollum. Und der hat einen Fingerhut für jeden Finger. Und jetzt Vogel! Sind wir wieder unser Freund. Oh mein Gott, ja. Er hat seine Redemption. Ja, auf einmal hilft der Vogel uns. Hat er uns nicht auch verraten? Oh, ja, Gollum, der Vogel hat uns verraten. Deswegen sage ich ja Redemption. Gut gemacht. Ja. Und es ist völlig egal, was du entscheidest im Spiel. Wir ermorden immer den Kerzenmann am Ende. Also ja, ihr sagt mir, Gollum ist stark, aber mir geht es ja darum, dass wenn man sich jetzt vorbeugt, er doch runterfällt. Nein. Nee. Der würde sich festklammern. So hart, ja. Hält er sich fest, aber er ist ja so kopfüber. Der wird trotzdem dranbleiben. Gollum ist das scheißegal. Der lässt nicht locker. Ich glaube auch, Gollum wirklich so lange halt, bist du. Ich glaube, da kannst du dich nicht vorn überbeugen. Was er am besten hätte vielleicht machen können, ist gegen die Wand sich drücken und ihn vielleicht da versuchen auszunocken, aber Gollum hält viel aus. Also wenn jemand von euch Gollum kennt. Und so leicht. Johnny und der bereit wäre, das mit Johnny mal zu testen, dann Johnny wäre das alle dafür, ganz ja? gut. Uli, komm mal vorbei. Hey, Uli hat mehr Haare, okay? Ja. Ja. Arschloch. Auf den Füßen? Auf den Füßen. Das tut nichts zur Sache. Ja, und das ist klein, dünn und stark. Es kommen jetzt noch mehrere Minuten Cutscene tatsächlich. Es kommt noch eine Stelle, wo man noch eine Entscheidung hat. Also noch nicht zu Ende der Run. Mehrere Minuten guckt sich Gollum erst nochmal an, wie die rummachen. Oh je. Ja, Gollum überlegt jetzt. Rätselmeister. Gollum überlegt jetzt auch in der Cutscene, ob er den Rätselmeister tötet oder nicht. Das war bei mir perfekt mit seinen Lippen, Moggy. Ich finde, Moggy sollte nächstes Mal Gollum synchronisieren im nächsten Spiel. Ah ja, mach mal. Der Rätselmeister. Krieg steht bevor. Und kein Nebel vermag uns mehr zu schützen. Ja, auf jeden Fall danke, Deschke, dass du uns den Run so weit gezeigt und erklärt hast. Es war sehr spaßig, ja. Ja, gerne. Ich mag den Run halt wirklich. Also es hat viel Abwechslung. Klar, es hat viele Stellen, wo man einfach nur rumsteht und wartet. Die sind halt immer intensiv spannend. Aber ich mag die Variety auf jeden Fall, die der Run bietet. Und würde mich halt wirklich freuen, wenn mehr Leute dieses Spiel Speedrun. Hier funkelt es mehr ihr als alle. In der Disco. Ja, es funkelt sehr viel. Es funkelt auch den Rest der Cutscenes noch weiter. Das ist halt. Es ist auch nur auf niedrigsten Grafikeinstellungen so. Und ich habe das Gefühl, das muss an irgendwas an der Unreal Engine liegen, weil andere Spiele haben das halt auch. Ja. Also, ich habe letztens Portal 2 gespielt, nicht auf niedrigsten Einstellungen, aber da gab es auch manche so weiße Steine. Was ist das für eine Situation hier? Die haben auch geglitzert. Der Rätselmeister. Das ist ein Rätsel, ich löse das jetzt. Ja, aus irgendeinem Grund. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Rätselmeister stellt uns Matheaufgaben, um eine Tür zu lösen. Da würde ich ihm auch einen Stein auf den Kopf werfen. Aber ja, er hat sich dagegen entschieden, den Kopf mit dem Stein kaputt zu machen. Warum sollte er in der Situation ihn eigentlich generell... Der Stein aber hat er liegen lassen, auf eine gefährliche Art und Weise. Er ist irgendwie eifersüchtig auf den... Also ich glaube, er möchte, keine Ahnung. Das ist wie bei Sam. Stimmt, Mel heiraten oder so. Wirklich? Oh, wow. Also er mag Mel auf jeden Fall. Je nachdem nach Optionen und sowas. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß Twist, nicht, ob das eine Emotion Twist, ist, die Gollum nee, an dem Punkt seines Lebens noch haben würde. Naja. Ja, er mag auch den Vor. Also, er mochte. Es ist halt eine Sache, die natürlich mehr zu Smeagol passt. Und es ist, der Smeagol-Part mochte Mel auf jeden Fall, während der Gollum-Part Mel als Verräterin natürlich sieht. Auch mit dem Nebel und sowas. Und auf jeden Fall wollten sie dann deswegen den Rätselmeister so ein bisschen. Gab es nicht was Ähnliches bei Sam und Frodo? Es gab irgendwann auf jeden Fall den Moment, wo natürlich der Gollum-Part von ihnen abgelassen hat. Irgendwie mit so einem Stein und dass er ihn verletzen will. Er wollte auf jeden Fall die beiden, als sie geschlafen haben, einmal töten. Ja. Ja gut, aber wegen dem Ring halt, ne? Ja. So, und ich glaube, jetzt kam noch die wichtigste Stelle im ganzen Spiel. Die wichtigste Entscheidung im ganzen Spiel.
Eine Entscheidung noch? Ja, es kommt noch eine wichtige Entscheidung. Mit dem Vogel töten oder nicht töten? Genau, der Vogel stirbt so oder so, wirklich? Oder? Vielleicht. Bring ihn um! Der stirbt so oder so. Ich weiß nicht, was ich gewählt habe. Aber dann wirklich noch ein Input, ja. Das ist die letzte Stelle. Oh nein, den Kleinen. Ja, Jungs, den Kleinen töten. Was? Aber wieso? Dem Punkt ist doch egal. Geh doch was aus! Hast du ihn leben lassen? Ja. Ich habe auf den Kleinen töten gedrückt. Yeah. Oh. Aber ich. Das andere ist übrig geblieben. Aber jetzt wird er einfach gesmashed. Oder gebissen. Und er springt. Das gönne ich euch nicht. Um das zu sehen, müsst ihr das Spiel selber durchspielen. Wochen später. Die Implikation ist viel schlimmer, finde ich, weil wir es jetzt nicht gesehen haben. Ja, das war die Fantasie spielt nämlich jetzt für mich. Ich mag es, dass Deschke aber wirklich gefühlt 20, 15 Sekunden sich überlegt hat, was von beiden er nimmt, um es dann nicht zu zeigen. Ja, ich dachte, es wäre ganz normal, wenn ich den Kleinen töten nehme und dann dachte ich mir, nein, das kann ich nicht machen. Und ja, diese Endscene tut richtig weh, die jetzt passiert gerade. Das ist, natürlich habt ihr alle den Ort, wo Gollum sich gerade befindet, schon erkannt. Die Zitadelle der Amuria. Zeit. Genau, die Zitadelle der Zeit. Das Ende, das haut sehr hart rein. Also das nimmt mich emotional immer mit. Ist jetzt auch die letzte Sequenz, bevor dann die Credits. Ich hoffe, es ist Gandalf, wie ein nürrischer Tuck sagt. Ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Er spricht Freund und tritt ein. Ja, Gollum steht auf jeden Fall vor so einer verschlossenen Tür. Ne? Wie kommt denn immer nicht durch? Ja, so stark ist er vielleicht doch nicht. Vielleicht hat Johnny einen Punkt. Siehst du, die Dürren zittern im Ärmchen. Die Tür geht ja nicht mal auf. Es ging viel darum, wie stark er ist, sondern nur, wie leicht er ist. Und klein. Aber Gollum, er ist so weit gekommen. Du schaffst das, Gollum. Einfach hinzugehen. Ist das eine Metapher dafür, er ist so weit gekommen, aber das ist trotzdem das Ende seiner Reise? Ja, es ist ja nicht das Ende. Es ist das Ende der Reise des Spiels. Das Ende seiner Reise ist, den Ring zu bekommen. Also, im Endeffekt ist die Message des Spiels, du bist so weit gekommen und hast all das gemacht für gar nichts, weil du trotzdem nicht... Du hast kein befriedigendes Ende. Du hängst jetzt einfach hier fest und der arme kleine Gollum hängt jetzt einfach in den Minen von Moria fest. Da hat er irgendwie auch die Fährte aufgenommen, ne, im Film. Oder wie war das im Film? Ja, in den Film. Er folgt uns schon seit bla bla bla. Genau, richtig. In dem Film ist er da auf jeden Fall den Leuten hinterhergelaufen. Aber warte mal, ist er eingesperrt? Ja, aber ganz alleine? In diesen Zeichen. Aber dann war mein Sprich Freund und Tritt ein ja gar nicht mal falsch. Ja. Nee, komplett richtig. Er ist Freund und Tritt ein. Minen von Moria. Vor allem die Minen von Moria sind ja auch irgendwie, ich glaube, 30, 40 Kilometer lang. Er ist einfach die ganze Strecke durchgelaufen, um dann vor der verschlossenen Tür zu stehen. Hm. Ja. Im Zeichentrickfilm ist er ja, sieht auch ganz anders aus. Ist er da nicht auch dort irgendwie? Treffen sie ihn da drin irgendwie? Also sie treffen sowohl im, also ich denke im Zeichentrick auch. Zeichentrick ist ja auch sehr nah am Buch, an den Büchern auf jeden Fall. Nee, warte, das war. Also mehr oder Hobbit weniger nah an den Büchern. Also sehr nah ist relativ, weil also irgendwie. Ich glaube, es war beim Hobbit. In 1,5 Stunden die ersten 2 Bücher behandelt werden. Ja, es ist ja irgendwie, ich glaube, nach 1,5 Büchern Ende der erste Film. Ne, es gibt nur den einen. Ne, es gibt 3. Es gibt nur einen in Deutschland. Also es gibt den Hobbit. Es gibt den, der auf Deutsch rausgekommen ist, der 1,5 Filme umfasst. Und dann gibt es die Rückkehr des Königs. Nee, ich meine, Rückkehr des Königs war was anderes von jemandem. Ja, das war was anderes. Das war komplett random irgendwie. Da war das eine Lied mit der Whip drin. Gar nicht mehr. Ich kenne die alle nicht. Ich weiß nicht mal, wie die aussehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, der von 1,5 Filmen, der ist sehr wild. Die haben auch viele. Das ist so lange her, dass ich die geguckt habe. Ich weiß nicht mehr. Die haben viele Stellen gerotoscoped und sowas. Ja, oh. Das stimmt, das haben sie auch gemacht, hast recht. Das sieht immer so. Und der Balrog ist einfach nur ein Typ in dem Kostüm. Aber gut, ja, Gollum, was ein Spiel! Ja, gute Arbeit, Deschke. Danke, Deschke, war ein sehr spaßiger Speedrun. Ja, ich danke euch, dass wir präsentieren durften. War sehr spaßig. Ja. Ja, das war eine Speedrun-Spielunke. Ja, dann fang doch mal an, wo können Sie vorbeischauen? Da ist die Idee, da sind die mit der Idee gewesen. Bei speedrun.com ist wahrscheinlich alles verlinkt, oder? Speedrun.com, da könnt ihr aufs Leaderboard gucken und in den Discord kommen. Und falls ihr irgendwelche Informationen braucht, kommt dahin. Speedrun.com/. Okay, dann verlinke ich speedrun.com in der Beschreibung. Das also ist die Gollum-Seite, um genau zu sein.
Ja. Jetzt musst du nur für immer den Weltrekord behalten, weil sonst ist alles, was wir im Video gesagt haben, falsch. Ich hoffe, ich behalte den Weltrekord noch ein bisschen. Ja, dann sind wir durch. Ja, alles klar. Super. Yeah. Ciao. Wow. Ciao. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es war ein langer Run. Ja. War es wirklich, ja.